Cookies, Comic-Cookies, lecker. Hallo und willkommen zur Episode 63 der Comic-Cookies mit Christina, hallo. Michael, hallo. Und Horst Gotter aus dem Verlag. Und Marshall. Gute. Gute. Der Horst hat sich gerade schon selbst verraten. Ja, wir sind nach ziemlich genau einem Jahr wieder mal in Obertshausen. Oder besser gesagt im Ortsteil Hausen. Ja, da guckt er mich streng an. Ja, kommt mir vor, als ob das gestern war. Ja, und doch ziemlich vor genau einem Jahr war das, weil ich habe heute nochmal nachgeguckt. Die Episode ging online am 3. August letzten Jahres. Na gut, bis die jetzt dann geschnitten ist, dauert es wieder einen Moment, aber naja. Frohe Weihnachten, liebe Frohe Zuhörer. Weihnachten. Frohe Ostern. Ja, wir hatten ja letztes Jahr versprochen, wir wollen ganz gern mal die Runde nochmal fortsetzen, weil wir noch ein paar Fragen offen haben. Da würden wir dann heute einfach mal anknüpfen. Michael hat sich jetzt schon verraten. Du bist heute als Michael hier, nicht als Lega-Legende. Ach so. Na gut. Wisst ihr eigentlich genau, wo wir aufgehört haben, ja? Also ja, hat sich nicht verraten, er hat sich versprochen. Nein, ich habe in seinem Memo gelesen, dass da Michael steht. Da dachte ich, dann bin ich nicht der. Naja, gut, dann bist du heute mal der Michael. Also der Michael ist auch die Lega-Legende. Nochmal kurz zur Info. Möchtest du da noch was dazu sagen? Oder? Ja, bitte nicht weiter sagen, es ist Geheiminfo. Gut. Auch kaum mitgeschnitten hier. Aber wir bleiben unter uns. Also eigentlich heißt meine Comicfigur Lega-Legende. Ah, wir haben wieder was gelernt. Ja. Ich glaube, dein Pseudonym wäre das. Das wurde dann daraus. Ich glaube, er hat es gesagt. Das können wir ja, wenn wir gut sind, können wir das am Ende noch aufklären, aber eigentlich wollten wir uns das... Das machen wir, eine, genau. Anderes aufheben, genau. Ja, aber jetzt zum Horst. Ich kann das erklären, das kommt immer vom Forum. Kann man sich nicht mehr anmelden? Michael ging nicht mehr wahrscheinlich, ja? Dann hast du einen Marschall, auch den Michael versucht, ging auch nicht mehr. Und so, durch die virtuelle Welt mit Nicknames passiert's. So schnell ist der Mythos aufgeklärt. Ach, naja. Horst, im letzten Jahr hat man aufgehört mit der Frage, dass noch 3 Bände offen waren, die du uns noch nicht verraten konntest von der 10-Jahres-Jubiläums-Edition. Welche 3 waren denn das? Klär uns doch endlich auf nach einem Jahr. Oh, das ist ja, du fängst ja mit dem wunden Punkt direkt an. Warum? Naja, weil wir ja nur noch einen haben und der eine ist nach wie vor nicht gefixt. Das haben wir vorher noch nie erlebt. Das war einfach der Zusammenhang, dass mal wurde die Auflage als zu gering, mal wurde die Auflage als zu groß angesehen, mal haben halt die Erben, das sind ja, wir wollen ja immer irgendwelche Klassiker mit Modernen verbinden und eigentlich sollte der letzte ein Klassiker sein. Und da hat man ja heute fast immer nur Erben und die haben sich halt einfach ihre Edition immer so vorgestellt, wie sie in ihrem eigenen Design ist, weil die 10-Jahres-Edition ja dann was ganz anderes ist von der Visualisierung. Und das ist 3 oder 4 Mal über jeweils 2, 3 Monate geschleppt worden und dann am Schluss immer in der Absage geendet. Also auch in einer Absage, die dann erst kam, nachdem die Visualisierung kam. Ne? Also das heißt, Verträge waren schon geschrieben. In einem Fall, aber das verraten wir ja da auch nicht, weil wir nicht wissen, was ein Produkt wir daraus machen. In einem Fall haben wir ja den Vertrag auch definitiv also eingekauft und bezahlt. Aber es wird halt kein 10-Jahres-Titel dann. Aber ich kann ihn nicht verraten. Gerade mit der Erfahrung, die wir da gemacht hatten, also wenn wir da rausgegangen wären, hätten das jetzt schon jedes Mal kommuniziert, dann wäre hier die Enttäuschung sehr groß gewesen. Aber wenn ich es richtig erinnere, waren es 3, die noch offen waren. Was waren denn dann noch die restlichen 2? Weißt du das noch? Vor einem Jahr? Im August? Ja, waren die letzten beiden. Ja, was haben wir? Ja. Wiege des Herrn, glaube ich, war der vorletzte oder drittletzte. Ja. Und was war der andere? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Was haben wir noch hinterher geworfen? Gut, können wir ja nachher nochmal nachreichen oder so. Das weiß ich jetzt leider auch nicht so genau. Ich bin ja schlecht vorbereitet. Ja, aber zu den übrigen Jubiläumsausgaben, gab es da irgendwas, was besonders gut ankam oder herausgestochen ist? Oder Ladenhüte? Naja, also in jedem Fall ist ja Don Lawrence war sofort weg. Da war ja damals schon bei der Erstauslieferung weg. Und das wussten wir auch, deswegen haben wir ja auch damit gestartet, dass wir einfach sagen, es gibt ja einfach eine Käuferschaft als Sammler, die dann letztendlich, wenn Band 1 haben will, die dann auch mitkauft.
ist aber jetzt definitiv noch nicht vergriffen. Also das heißt, ich sage mal, im Schnitt liegen wir bei 700, 800 Stück von 1100, die wir angeboten haben. Mhm. Und das ist jetzt auch keine Überraschung, weil das bei der 5-Jahres-Edition hat das auch, zwei Titel, glaube ich, waren auch sehr schnell weg und dann hat es für den Rest 3-4 Jahre gedauert. Das ist auch nicht das, wir wollen damit ja auch nicht spekulieren oder sowas, sondern das ist einfach nur ein Titel, der diese Zeit würdigt und überbrückt. Und wir haben halt in der Überlegung jetzt mit dieser Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir auch ganz neu an diese Idee des Jubiläums rangehen. Wir haben überlegt, ob wir eventuell, das ist nicht entschieden, aber es tendiert dahin, dass wir vielleicht einfach immer ein Highlight pro Jahr zum Beispiel machen. Dass wir gar nicht mal so sagen, 5 oder 10 Jahre sind was Besonderes, sondern dass wir sagen, vielleicht gibt es in Zukunft in dieser Visualisierung, weil die hat eigentlich allen sehr gut gefallen, dass wir einfach sagen, es gibt immer so ein Jahresband. Mhm. Das finde ich eine gute Idee. Dann kommen wir ja so ein bisschen schon, also das ist ja dann schon ein Ergebnis daraus. Aber wie war dir denn im Allgemeinen zufrieden mit dem Jubiläumsjahr? Auf die Edition jetzt bezogen? Oder nee, ganz allgemein. Generell? Ja. Komplette Programm. Naja, das Jubiläum, sag ich mal, hat ja schon bedeutet, dass wir mehr machen, mehr produzieren. Das heißt also, für uns war das schon ein erfolgreiches Jahr. Wir haben mehr Kommunikation gehabt, wir haben mehr Comics hergestellt und wir haben auch mehr verkauft. Also so gesehen war das schon passend, weil man erntet damit ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Also das heißt, man hat immer eine Ansprache. Du kommst ja da stärker in Redaktionen rein, du kannst ja überall auch mehr sagen, Leute, hier gibt es ein Jubiläum. Deshalb wird das ja auch von den Verlagen gefeiert, weil man ja letztendlich so ein bisschen einfach sich vorstellt damit nochmal. Podcast-Betreiber wenden sich an einen und so. Bitte? Podcast-Betreiber wenden sich an einen. Ja. Ja, ja. Aber für euch ist es noch ein großes Thema, aber für uns ist es ja schon quasi Vergangenheit. Ja, aber wir müssen es ja jetzt nochmal nachfragen. Ja. Jetzt habt ihr ja auch verstärkt Klassiker in diesem Gesamtausgabenformat gemacht und auch gerade im letzten Jahr schwer angezogen, also gerade so, ich sag jetzt mal Dan Kober, jetzt Rick Master mit dabei. Wie könnt ihr denn da, kannst du denn da was dazu sagen? Laufen diese Klassiker sehr gut oder ist das eher nur so ein Beiwerk noch? Laufen die Neuheiten, die zeitgemäßen Comics besser oder gibt es da irgendeine Tendenz? Also für einen Rick Master kann man das noch nicht so sagen. Der ist gerade erst gestartet, ja. Der hat erst seit ein paar Tagen seine ersten Verkaufszahlen. Das ist noch nicht so, dass man das abwägen kann. Aber Dan Kober ist in den Monaten, in denen er immer draußen ist, ist er immer das umsatzstärkste Buch, was wir haben. Also nicht auflagenstärkste, aber umsatzstärkste, muss man immer dazu sagen, weil es ist ja einfach eine teure Gesamtausgabe, hat einfach mehr Seiten und dadurch, aber das, der macht praktisch alle, kommt ja 2 bis 3 monatlich, also je nachdem, wie wir es schaffen. Und da macht er eigentlich immer die Nummer 1. Sehr gut. Ja, und wie viele Titel sind wir jetzt allgemein im Monat, was ihr so an Output habt? Kannst du das beziffern? Also, jetzt mal alles in allem gesehen? Also regulär sind wir ja bei 14, beziehungsweise irgendwann haben wir offiziell 15 gesagt, stehen geblieben. Aber seit 2 Jahren arbeiten wir ja mit Rix. Das heißt, wir stellen ja mittlerweile die Bücher übereinander. Ja, das Katalog. Ist extrem gut. Ja. Das heißt, also, das hat mir Spaß gemacht, wie ich das gesehen habe. Nicht so auffällt. Also wir sind eigentlich, wenn man das Jahr rechnet, die 10-Jahres-Edition ist ja auch zum Beispiel, was das hinten ja gar nicht auftaucht im Jahreskatalog. Wir sind jetzt eigentlich bei 17 und dieses Jahr werden wir wahrscheinlich auch bei 18 sein im Schnitt. Also es ist immer noch ein leichtes Wachstum. Das ist aber jetzt auch gar nicht mehr geplant, sondern das ist jetzt Notwendigkeit. Weil früher war das so, wir haben immer gesagt, wir legen einen Betrag X zurück für das Wachstum des Verlages, um einfach dann das Programm auch freier gestalten zu können. Wir brauchen ja immer auch so ein bisschen Spielgeld und Spielraum, um zu sagen, starten wir eine bestimmte Serie, weil du weißt ja nicht, was kommt. Du musst irgendwann mal einfach zuschlagen, dann hast du auch, wie soll ich sagen, mit einem größeren Portfolio mehr Platz, mehr Spielspace, also um da einfach sowas zu machen. Und das haben wir jetzt aber vor 1-2 Jahren gedanklich gestoppt. Aber trotzdem kommt ja immer noch Wachstum, schlicht und einfach, weil vieles von dem, was wir in den letzten 2-3 Jahren gestartet haben, zumindest so erfolgreich ist, dass es weitergeht. Also wir reden jetzt mal nicht über Einstellungen, wie es in der Branche immer früher hieß, sondern ich nehme einfach unsere Konzeptserien wie die Elfen. Also Beispiel, da kaufst du halt 5 Bände ein und dann sind es 10 und dann sind es 15 und es läuft weiter. Und weil dann kommen die Zwerge und jetzt kommen dann als nächstes die Orks und das ist erfolgreich, da arbeiten mehrere Teams dran und schon, zack, zack, musst du das Zeug ja letztendlich in dein Programm mit aufnehmen. Ja? Und dann wächst du eigentlich weiter. Also das ist aber gut so, weil das ist der Gedanke hinter so einem Konzept sehen. Okay.
Ja, machen wir mal einen harten Bruch. Der Marshall hatte letztes Jahr eine lustige Idee, weil jetzt war ja Valerian im Kino. Und da hatte er die lustige Idee, der Horst könnte ja den Comic dazu machen zu dem Film. Jetzt ist der Film draußen und der Comic, also sowas wie ein Comic dazu ist auch draußen, aber da ist der Horst nicht drin. Was ist denn da passiert, Horst? Ja, Horst, da wollte ich dich fragen, wo bist du denn in dieser Ausgabe, wo sich verschiedene Zeichner verewigen? Müssen wir ein bisschen erklären. Der Marshall zeigt eine Ausgabe vom, was? Pilot Special, Valerian. Ja. Das ist aus Frankreich von diesem Jahr. Mhm. Ist noch nicht so lange her, ist irgendwann dieses Jahr erschienen. Es gab ja auch eine deutsche Ausgabe, das war aber dann was, das war so eine Zusammenstellung, ne? Das Buch zum Film? Ja, ja, das Buch zum Film hat zwei Bände drin, ja, den zweiten und den sechsten, wobei man kann also das ruhig schon verraten, dass aus dem sechsten Band, aus den Botschaften der Schatten eigentlich so das meiste an visuellen Ideen auch im Film drin sind. Okay. Also, oder auch handlungstechnisch. Mhm. Die etliche der Figuren, die du direkt wiedererkennst und so. Mhm. Und den anderen Band, das war ja dieser auch so ein Jubiläumsband von Carlsen zu den 50 Jahren. Und und da waren, ich glaube, die Geschichten 3 und 4 drin oder so irgendwie. War das. Mhm. Für meinen Fall, ich freue mich in jeden Fall reinzugehen, aber ich war noch nicht drin. Das heißt, nein, das glaube ich jetzt nicht, hast. Naja, wann ist er angelaufen? Letzte Woche? Nein, der läuft ja schon, ja, 2 Wochen. Ja. Ja gut, hier in Obertshausen vielleicht noch nicht. Nein, das ist einfach in den 5 oder 10 Tagen, die jetzt auf dem Markt ist, einfach habe ich noch keine Zeit gehabt. Aber ich gehe, na klar, für mich ist das eins der Highlights des Jahres. Also visuell auf einfach, also wirklich großartig. Ja. Trailer haben wir ja gesehen und ich komme ja aus dieser Sparte, also weil du ja gefragt hast, warum ich da jetzt keinen Bezug zu habe. Ich habe da sehr viel Bezug dazu, das hat ja ganz viel mit mir zu tun. Also, das war eher eine Frage, warum du nicht in dem Band drin bist. Wir haben gesagt, warum du da einen Comic dazu gemacht hast, beigetragen hast. Ja, natürlich, aber wenn ich die Zeit hätte, hätte ich vielleicht auch versucht, mich da noch drum zu kümmern. Das wäre schön gewesen, weil da komme ich ja quasi her. Ich meine, meine Janet ist im Prinzip nichts anderes als eine Veronique oder Loreline. Ja, weil wir ja auch letztes Mal davon gesprochen haben, dass du ja auch so ein bisschen Restauration machst in den Comic-Alben und sowas. Und von daher, naja, gut. Hat da halt leider diesmal nicht geklappt. Aber da muss man ja nichts mehr restaurieren. Ja, wobei ich jetzt noch sagen würde, dass mir deine Janet also näher an der Laureline dran war, als jetzt die neuen Valerian-Abenteuer, die von dem Mathieu Loffray gezeichnet werden. Da ist in dem Band ja jetzt auch ein Beispiel drin. Das sieht eher Richtung Fantasy, fast schon Superhelden, Barbaren-Dings rein. Also es gefällt mir nicht so. Ja, es kommt eine harte Zeit auf uns zu. Ich meine, das ist halt eben dieser Generationswechsel, der da jetzt demnächst ansteht. Ja. Wobei ich ja gehört habe, er macht noch ein Album. Ja. Also hat jetzt gesagt, er macht noch eins, das soll aber dann jetzt wohl endgültig das letzte sein. Ja, und dann kommt der Stilbruch. Da muss man damit mit etwas, mit dem man groß geworden ist. Ja, klar, mich alles auch. Mit 11, 12 Jahren, damit habe ich die Serie kennengelernt und das hat mich mein Leben lang begleitet. Und auf einmal ist dann es ist mit Sicherheit eine Figur, die auch nicht verschwinden wird, weil sie so erfolgreich war. Ja. Über ein halbes Jahrhundert, dann sagt man im Prinzip, dass irgendeiner muss es weiterführen. Mhm. Dann gleicht man es an einen Film an und dann ist es was komplett anderes. Also optisch. Ich weiß ja, es soll ja hier nicht gespoilert werden, was den Film angeht. Ich war ja auch noch nicht drin, aber ich habe schon klar gesehen, dass das aus den Diskussionen heraus, wo es halt hingeht, der Film ist halt eben mainstreamiger gemacht und was mich persönlich damals so gefallen hat, ist ja alles, was dahinter steckt, das ganze Politische, was im Prinzip Christa eingebracht hat, das ganze Thema der Frau in der Gesellschaft, wo die Loreline ja herkommt, dass ja im Prinzip das Mystische in diese Zukunft damit reinkommt, das sind ja alles solche Ansätze, die den Autoren sehr wichtig waren und die diese Figur zu einer anderen Science-Fiction-Figur gemacht hat. So wie ich aber weiß, ist es im Kinofilm davon eigentlich überhaupt nicht die Rede. Das heißt also, wenn man die so... Vielleicht gibt es im zweiten Teil dann einen Rückblick. Man weiß nicht. Aber diese ist ja nicht drin. Die Genese der Figur, herkommt, all das wird nicht erklärt. Und damit ist das in dem Sinn wieder zu einem klassischen Science-Fiction geworden. Naja. Aber im Comic war es da auch so, dass dieser Nuller-Band, dass der auch erst später kam. Oder? War das denn nicht so, dass der auch später entstanden ist? Weißt du das noch von der Historie?
Ich meine schon, das gab erst Kurzgeschichten, dann diese Stadt der tausend Wasser als erstes Album. Ja. Und dann kam irgendwann dieser nachträglich. Ich meine, vielleicht machen sie es jetzt in der Film, denkst auch so. Die haben sie jetzt erstmal mit allen guten und schlechten Zeiten eigentlich im Film vorgestellt und mal sehen, was sie dann noch im Nachhinein draus machen. Aber sie ist ja von Anfang an als Konzeptfigur, dass sie ja das eben nicht als einen Mensch der Zukunft sieht, sondern sie sieht es ja mit einem urigen Menschenverstand oder mit einem Wesen oder mit dem Verstand eines Einhorns. Das ist das ja merkst du dort nicht, nee. Das ist ja das, was das eigentlich in der Serie ausschaut. Weil sie ja das Einhorn war nicht drin. Mein Glitzer war genug drin in dem Film, aber eben mit dem Einhorn, da war es das. Ja. Ja, es ist ja auch nicht in der Serie irgendwie groß aufgebauscht worden. Es soll ja nur diesen Background zeigen, dass es den Autoren und Zeichnern halt darum ging, nicht eine Science-Fiction-Welt aus der Zukunft nur raus zu erklären, sondern einfach die Figuren in einen anderen Kontext zu stellen und die Spannung zwischen den beiden. Ich meine, Lorelin hat halt eine andere Art, diese Abenteuer anzugehen und sie löst ja eigentlich immer die Aufgaben. Ja. Und ich weiß ja, wie gesagt, auch das, was das Spoilern angeht oder nicht, der große Handlungsrahmen von Botschafter der Schatten ist ja gar nicht drin enthalten, weil da ist ja letztendlich sie die Hauptfigur und er ist ja lost und sie ist ja auf der Suche nach ihm. Umgedreht eigentlich. Sie haben es umgedreht in dem Film. Ja. Das ist halt dann. Aber einige Elemente aus dem Album sind ganz klar zu erkennen. Also. Ja, ja, das sieht man ja in jedem Trailer sofort. Aber es ist das Andersartige, das ist halt alles eigentlich wieder so ein bisschen weg. Ja, doch bei der Rihanna sieht man das andersartig in dem Film. Achso, noch eins vielleicht. Vielleicht haben die deutschen Leser und Fans ja Glück und können den Herrn Messieres dies Jahr noch in Deutschland begrüßen. Ich darf da auch nichts spoilern, wo er hinkommt, aber ja, das ist wieder ganz könnte toll, vielleicht gar nicht so weit weg sein von hier. Ich sag nicht wann und auch nicht wo. Der weiß, der macht da wieder die Leute heiß und dann sagt er auch, nee, ich darf ja eigentlich gar nichts sagen hier. Ich sag, haben wir auch nichts gesagt. Heiße Luft. Wer hört sich dann den Podcast schon an? Eben, die zwei, drei Leute. Wir fünf Leute, die hier sprechen, hören uns hinterher auch nochmal. Ja. Wir versuchen rauszukriegen, was er uns verheimlicht. Wir werden ihn nachher durchkitzeln. Ja, müssen wir wissen, das machen wir. So, ich gebe mal wieder weiter. Kannst du was zur Rolle der Frau? Ja, frag du mal. Ah ja, sag du noch mal was zu. Wie hat dir denn der Film gefallen? Also, wir müssen dazu sagen, wir zwei sind ja jetzt so diejenigen, die die Comics davor nicht kannten. Nee. So. Richtig. Das war jetzt ernst gemeint. Ja, das war ernst gemeint. Jetzt sind wir raus. Jetzt bin ich enterbt. Normalerweise also darf man da gar nicht in den Film gehen. Ich wollte ja. Also ja, aber ist ja eh alles anders. Der Witz war ja, ich wollte mir eigentlich vorher den Comic mal lesen, beziehungsweise mal anfangen zu lesen. Und ich bin aber so ein Reinleser. Also so, ich fange bei Nummer 1 an. Der war ja bei Carlsen bis kurz vorm Film komplett vergriffen. Und da habe ich gedacht, nee, ich fange jetzt nicht mit 2 und 3 an oder mit dem was auch immer Special. Deswegen bin ich da relativ unbedarft reingegangen, muss ich sagen. Aber nee, ich fand vom Film her visuell super. Also total klasse und ja, schauspielerisch. Also auf jeden Fall war sie besser, wesentlich besser als in Suicide Squad. Da hat mir der Charakter überhaupt nicht gefallen. Und ja, also ich wollte eigentlich, ich habe mir jetzt den, nachdem er jetzt wieder zu kaufen ist bei Carlsen, habe ich mir jetzt mal geholt und wollte den jetzt mal demnächst lesen, wenn ich so mit der restlichen Backlist durch bin. Sprechen wir also später nochmal. Ja, ja, genau. Was aber dann schade ist, weil letztendlich ist es ja so, die Wertung von Valerian Wernicke als Serie, als Ganzes, über 40, 50 Jahre, das ist Messier auf der einen Seite und im Prinzip ist es ja Möbius auf der anderen Seite. Der hat mehr oder weniger die vertikale Stadt und Messier hat die aufgenommen und der hat so, ich sag mal, verfeinert. Und wenn man da heute ins Kino geht und wenn man sagt, man kennt das eigentlich nicht, dann weiß man ja eigentlich gar nicht, dass schon, das ist nicht nur das fünfte Element, sondern das fängt schon bei Blade Runner und alles an. Die ganze Modernisierung der Science Fiction fußt auf diesen zwei Serien. Zumindest die Modernisierung, die neue Akzente reingebracht hat. Wo man also praktisch, wenn man jetzt einfach mal das Star Wars-Universum für sich nimmt, das ist Prinzessin, König, Leia und Kämpfer und was weiß ich. Das ist das eine, aber es gibt ja eine moderne Science-Fiction, die einfach eine Art Gesellschaftsmodell einfach so wie so eine Art Background stellt. Also das ist die Visualisierung auf der einen Seite, aber auch wie eine Gesellschaft funktioniert.
dass sie also quasi auch, ich sage jetzt mal strukturell, vertikal aufgebaut ist, dass also Strukturen sich immer mehr vertiefen, dass gesellschaftliche Probleme, gesellschaftliche Abhängigkeiten, all das so verfußt ist, das Leben in großen Megastädte, all dieses, was da so in moderner Science-Fiction seit 30, 40 Jahren überall gezeigt wird, hat sehr viel damit zu tun, weil da kommt das her. Die Amerikaner haben das zum Beispiel überhaupt nicht in ihren Portfolio gehabt. Sie hatten ihre fliegenden Scheiben, 50er, 60er, 70er Jahre. Ja. Ich wüsste gar nicht, was ja, darüber hinausging und ihre Superhelden. Ja, oder Gene Roddenberry halt noch, aber der war ja nochmal was ganz anderes als Star Trek dann. Aber ja, aber ich denk mal, dass Steffen und ich wahrscheinlich so der allgemeine Kinogänger sind. Ich kann mir nicht vorstellen, was den Film angeht, ja. Also ich weiß nicht, wie viele Leute in den Film gehen und den Comic kennen, also oder generell. Also ja, man muss ja noch nicht mal da jetzt den einen Film jetzt für mein Gefühl in Betracht ziehen, sondern einfach wirklich die Filme der letzten 30, 40 Jahre, in der man sagt, oh, da war was, da ist was entwickelt worden, da sind Ideen drin. Und dann finde ich es schon schade, weil nämlich genau dann die Leute ja gar nicht wissen, wo kommt das her. Christina arbeitet es nach, sie hat jetzt erstens schon. Ich arbeite alles nach, egal was. Spätestens dann, wenn ich Rentner bin. Ja, mal gucken, wie weit ich komme. Ihr habt also jetzt auch nur den ersten Band oder die ersten zwei Bände oder was gelesen? Ich will ihn noch lesen. Also wie gesagt, ich habe den von mir vor einer, ich weiß nicht, seit wann es den jetzt wieder gibt. Ich glaube, ich habe ihn mir vor 2 Wochen gekauft und bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Aber ja, also ich wollte ihn jetzt zeitnah zumindest mal lesen. Kann auch jetzt noch nicht sagen, ob das was ist oder nicht für mich. Also das ist ja manchmal immer so auch nur so eine Sache, ne? Also es ist in jedem Fall etwas, weil man ja erst, also selbst wenn man diesen Comic vom Stil her, und vom Erzählstil, vom Zeichenstil nicht als seinen Comic empfindet, muss man trotzdem eben die Wirkungsweise für sich sehen, weil das geht ja noch viel weiter. Also ich kann nur empfehlen, im Endeffekt, das ist ja das Schöne im Internet heute, einfach online zu googeln und zu suchen und diese Einflüsse einfach mal zu hören, was das bedeutet. Weil es kulturell eben genau das ist. Das heißt, man könnte fast behaupten, ohne letztendlich diese beiden Zeichner und die Autoren dahinter, würde man letztendlich vielleicht von der modernen Science Fiction so gar nicht mehr sprechen. Vorhin, du hast ja Star Trek gesagt, aber nimm einfach auch Star Wars. Selbst das, es gibt ja so eine Website, die das vergleicht. Ja. Es gibt ja 40, 50 Figuren und Charaktere, die aus Star Wars eigentlich immer von MC abgekuppelt sind. Also, ob sich die Amerikaner leben halt in ihrer eigenen Blase, sehen mal irgendwas und dann übernehmen sie es, wenn es denen gefällt und wo kommt es her. Aber letztendlich ist selbst Star Wars in der Visualisierung aus Europa, aus Frankreich, aus dem französischen Comic, also wenn wir halt einfach auf diesen Kern beziehen, also dieser französische Autorenmarkt ist eigentlich der Ideengeber für die moderne Science-Fiction. Und damit kann man sich dann quasi nur für sich gesehen ja beschäftigen. Stimmt, ja. Da braucht man nicht, wie gesagt, das ist auch so offensichtlich. Also das sind im fünften Element die fliegenden Taxis. Auf der einen Seite, außerdem haben die ja, wer das jetzt nicht weiß, die haben ja auch da mitgearbeitet. Also die waren ja letztendlich fast immer als Storyboard-Zeichner und sowas engagiert. Man hat ja auch immer dann, wenn man die Filme gemacht, versucht, die da zu ehren. Weil man gesagt hat, da kommt es her, damit das Plagiat nicht so offen sieht, sondern das ist dann die Zusammenarbeit. Weil die hatten ja irgendwo gesagt, das wollen wir machen. Von wem kommt das? Den rufen wir doch mal an, dann machen wir mal ein bisschen Storyboard und dann ist es ein gemeinsames Werk. Aber eigentlich ist es, wenn man es jetzt mal böse formulieren will, Ideenklau, der da vorherrscht. Also ich finde es schön, dass Valerian heutzutage erst ins Kino kommt, weil so eine Science-Fiction-Welt zu zeigen im Film, das wäre in den 80ern aus heutiger Sicht nicht mehr toll gewesen. Und mit den heutigen Mitteln den Film zu machen, ist das Einzige, was schade ist, dass jeder, der jetzt die Comics nicht kennt, das sind ja sehr viele, in den Film gehen und denken, ist nichts Neues, kenne ich ja von Star Wars. Und das ist schade, weil Star Wars kennt es ja von Valerian. Ja, wobei ich finde zum Beispiel gerade auch bei den Star Wars Filmen, ich finde die alten haben schon einen gewissen Flair. Also auch wenn natürlich die Effekte nicht mehr dem entsprechen, was man heute so gewohnt ist. Aber ich finde, die kann man zum Beispiel noch eher schauen und sagt, finde ich immer noch irgendwie ansprechend, wenn ich da, ich habe letztens mal, das ist jetzt ganz off-topic, mal im Fernsehen in Independence Day, der war damals 95 oder sowas, kam der raus, weiß ich, dieser riesen Alien-Film oder mit den, wo die Effekte waren total super und keine Ahnung was, also ich war damals auch im Kino und dachte so, boah, wenn du das jetzt im Fernsehen guckst, denkst du dir so, ach du, das geht gar nicht mehr. Also ich finde, dass diese Computereffekte wesentlich mehr altern als diese mechanischen Sachen und diese Modelle und so weiter, weil ein Modell halt auch
Ich meine, nicht ohne Grund ist J.J. Abrams ja auch wieder so ein bisschen zu diesen Modellen zurückgegangen. Also kurzer Exkurs. Ja. Naja, aber es gab ja in den 70ern der Science Fiction, ich fällen jetzt die Namen, das ist auch alles schon so lange her, weil früher war ich ein Freak dafür. Aber es gab so aus den 60ern, das war so eben 2001, das war dann später 72, 73 lautlos im Weltraum, da war ja dieser eine Modeller, der so berühmt war, ist ja dann rübergenommen, der hat dann die Modelle gemacht für Unheimliche Begegnungen der dritten Art. Und daraus ist im Prinzip so in den 70ern auch so ein bisschen der Aufschwung in die Science Fiction gekommen. Aber wenn man dann davon weggeht, von einer neuen Form von, ich habe ja vorher von den Scheiben gesprochen, auf einmal waren halt Raumschiffe ziseliert, fein, da waren Spitzen und Charaktere, die waren Lichter, das waren auch Städte und nicht mehr Raumschiffe in dem Sinn, also nicht mehr ein langer Kubus und ein Steuerrad und eine Kanzel, wie bei Flash Gordon oder sowas, mit einer Biene hinten dran. Nein, es waren auf einmal Städte, aber wo kam es dann hin? Selbst bei Star Wars. Es kam von Messier. Mhm. Es kam davon. Wenn man das, also einfach jetzt so, was weiß ich, spaßig, was fällt mir ein? Wir nehmen jetzt einfach einen Schinkels, blasen den auf, und dann haben wir Jabba the Hutt. Und nichts anderes ist es. Mhm. Das heißt, wenn du diese Charaktere, alles wo du sagst, oh, auch der wie heißt der Falcon oder wie heißt er vom Solo? Chewbacca. Der Millennium Falcon. Ach, Millennium Falcon. Ist auch nichts anderes als, weil er ja an seinem Raumschiff. Mhm. Also. Ja, stimmt, eine gewisse Ähnlichkeit. Ich glaube, da jetzt auch wieder im Film. Aber klar. Ja. Das ist es, da kommt es her. Mhm. Da kommt da hat Star Wars seine ganzen Ideen her. Das ist genau das, was Michael vorhin gesagt hat, weil dann sehen das die Leute von heute irgendwie, die Kids, und denken sich dann, oh, das ist ja bei Star Wars abgeguckt. Ja? Da wird dann nicht mehr nachgefragt oder das ist dann halt. Die, wie soll ich sagen, diese Schieflage ist da kulturell über 40, 50 Jahre und die kriegst du mit so einem Film nicht bereinigt. Also der Film ist jetzt auch mehr oder weniger eine Ehrung letztendlich der beiden Autoren und Zeichner als Lebenswerk, weil sie steigen aus der Serie aus, sie werden ja auch nicht mehr wahrscheinlich so lange auf Erden weilen. Und dann hat man im Prinzip so zum Abschluss des Werkes auch diesen Film. Und das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist es ja auch ein guter Film. Also mit Luc Besson ist auch die richtige Charaktere, der das umgesetzt hat, der letztendlich das Originalwerk auch versucht zu ehren. Dass dann im Prinzip man es nicht wie das Original macht, das ist halt das, was den Liebhaber und Fan dann schon irgendwie enttäuscht, weil halt das Spezielle wegfällt. Wir haben ja vorhin auch gerade über die Lorelin so viel geredet, über diesen Ursprung, über das Mystische, wo das herkam. Noch viel wichtiger ist ja in der ganzen Grundidee, weil diese ganze Serie ja sich selbst eigentlich ja zur Halbzeit irgendwann mal anfängt, sich selbst zu zerstören, nämlich die Zeitreise. Mhm. Die ist ja da wahrscheinlich in dem Film auch kein Thema. Mhm. Überhaupt nicht. Mhm. Und das ist natürlich dann auch ein Problem, was sich aufbaut für den wirklichen Liebhaber der eigentlichen Serie, weil da kommt die Idee her. Ist ja erst der erste Film. Im siebten Film wird dann bestimmt... Ja, mal gucken. Vielleicht reißt er nochmal. Aber das, alles, was da geschieht in dieser Science-Fiction, wird ja durch diese Zeitreise denkbar und machbar. Mhm. Weil ja die Erde, es geht ja um den Kontext der Erde draußen im Weltraum, und diese besondere Stellung wird ja nur dadurch erreicht, dass man Zeitreise hat. Mhm. Hat sich schon auf den Film freuen. Also gerade der Anfang, das würde dir gefallen, ja. Die Stellung der Erde. Ja, die ganz am Anfang aufgezeigt wird, ja. Mhm. Stimmt, ja. Innerhalb von den ersten zwei Minuten hast du schon einen Moment gehabt, wo du denkst, cool. Mhm. Das stimmt, ja. Aber sie ist nicht weg. Also nicht wie Anhalter in der Galaxie. Nee. Ja. Aber ihr kennt das ja noch nicht. Deswegen, wenn man über diese Science-Fiction redet, sie stellt sich halt nach 10, 15 Bänden irgendwann mal selbst in Frage, weil sie sich ja so in das Zeitreise-Thema reinarbeitet, dass ja dann die Existenz der Erde ja bedroht ist. Darum geht es ja. Er rettet ja immer die Erde. Und am Schluss rettet er die Erde vor der eigenen Tätigkeit der Erde. Das sind dann auch wieder diese Aspekte hier, was der Erde stattfindet, dass man halt sagt, sind wir als Gesellschaft halt quasi überlebensfähig. Aber das wird halt raustransportiert über die Zeitreise, über die Manipulation, in dem alles, was er tut, weiß er, dass er nachher quasi letztendlich an etwas arbeitet, was die Erde eigentlich gar nicht mehr existent sein kann. Mhm. Einfach ein Paradoxon, was dann drin ist. Es wird ja auch nicht gelöst. Es ist nicht so, dass Zeitreise kann man nicht lösen, ja, als Thema, weil es halt so nicht existiert. Kann man das jetzt nicht rundrum klar auflösen. Aber dieser Umgang mit dem eigenen Thema, das ist der Kern der Serie eigentlich. Und der wird halt so letztendlich so ziemlich außen vor gelassen. Mhm. Aha.
Vielleicht kommt er ja noch. Also vorausgesetzt, wenn, ich weiß nicht, wie erfolgreich der Film im Moment läuft, das wird ja auch davon abhängig sein, ob sie dann nochmal weitere machen. Leider planen ja die Filmemacher immer erstmal den ersten Film, danach erst die weiteren. Genau. Aber die könnten ja theoretisch jetzt schon jede Menge Sachen eingebaut haben, dass wenn im zweiten Film in den ersten zurückgereist wird, dass man dann, wenn man den ersten dann nochmal guckt, irgendwas entdeckt oder sieht. Wer weiß. Ich fände das schön. Wer weiß. Also, meistens fängt es erst ab dem zweiten an, dann für den dritten, vierten, fünften mit. Also ich seh das ja auch mal bei Science-Fiction-Serien, wo es auch um Zeitreisen gibt, wo man dann irgendwann, wenn man die dann nochmal von vorne guckt, ja, also wirklich Hinweise, also ich finde zum Beispiel Doctor Who oder sowas macht das ja auch immer sehr klassisch und auch richtig cool, wenn man dann am Ende von der Staffel ist, man auf einmal, wenn man nochmal anfängt, irgendwie wirklich die ganzen Hinweise dahin sieht, ja, also wie gesagt, wer weiß, vielleicht kommt noch was, mal schauen. Bei Splitter gibt es Universal War One, das musst du auch mal lesen, das ist sehr cool, der dritte Band. Da ist gerade auch eine Zeitschleife. Ich glaube, war der nicht auch im Kratos-Com? Nicht? Nee, habe ich da mal irgendwie. Vor Jahren. Ja. Das, ich glaube, ich habe mal den ersten gelesen. Fand ich ganz cool. Musst du weiterlesen. Ja. Dritten, also die meisten wollen ja, dass der Höhepunkt am Ende kommt. Aber manchmal ist ja auch, ist es nicht nötig, dass er am Ende ist, sondern bei Universal War One ist der dritte Band der, wo du, wenn du alle gelesen hast, denkst, das ist die Spitze. Ist auch die Mitte von der Volume One. Also beim Thema Zeitreise würde mir jetzt einfallen, jetzt reden wir dann aber wieder über das Film und überhaupt nicht über Comics, aber ich war am Anfang, das fällt mir halt bei dem Thema ein, also vor 15 Jahren oder wann das dann losging, war ich bei Harry Potter jetzt gar nicht so der Fan, weil das war ja doch für Kiddies erzählt und das hat mir gar nicht gefallen, aber ich weiß auch nicht, welches ist, der dritte, vierte irgendwo, wo sie da mit dem in der Zeit sich zurück und wo dann im Prinzip sie sich ja selbst begegnen, da draußen vor der Schule, wo sie dann selbst auffallen, sich selbst beobachten, sich selbst ausweichen und dann wird es einfach interessant. Mhm. Und tatsächlich habe ich diesen Film dann, sobald er da wieder mal lief irgendwo, habe ich ihn gleich wieder mal geschaut, weil ich genau das beim ersten Mal ja eben dann, was hast du alles übersehen? Manche. Ja. Und da hat mir Harry Potter dann eigentlich viel besser gefallen, weil ich dann gesehen habe, ah. Ja, da fällt mir gerade, also wenn du das gerade so beschreibst, fällt mir als Stichwort ein, Zurück in die Zukunft. Das dürfte dir dann entsprechend auch gefallen haben, oder? Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja. Aber der erste wurde noch gedreht, ohne zu bedenken, dass es einen zweiten, dritten gibt. Aber der zweite wurde gedreht mit dem Wissen, es gab einen ersten und es wird einen dritten. Ja, genau. Ja, coole Filme. Und die sind auch heute noch gut. Also die sind nicht Die sind auch gut gealtert. Ja, weil du ja ein erzählungstechnisch ein Konstrukt aufbauen musst, was sehr durchdacht ist. Also unabhängig, ob dann die Zeitreise wirklich gehen würde oder nicht. Also das Groteske bleibt der Situation inne, aber du musst trotzdem die Geschichte, wenn du sie denn nachverfolgen willst, sehr ernst erzählen und damit hat sie eigentlich eine Tiefe. Aber wenn du ein Comic-Kreativer bist, könnte dir theoretisch die Leserschaft zweitrangig sein, aber wenn du einen Film machst, ist das Wichtigste, du musst die Masse erreichen. Da muss man ja nicht nur das Intelligente reinbauen, sondern auch noch, es muss leicht nachvollziehbar sein und der Zuschauer vom Film muss dabei denken, schön. Deshalb werden im das Prinzip ja immer Filme immer anders da gemacht. Ja. Das ist das, was halt schade ist, weil man dann ja, deswegen sage ich ja sowas wie Valerian Veronique ist einfach eine da steckt eine Genese über, ich sag mal, 10 oder 15 Jahre, wo diese Serie sich entwickelt hat, wo die Autoren ja vorher auch nicht wussten, wo sie hinkommen. Da komme ich jetzt, wenn wir beim Comics sind, komme ich einfach mal zu was anderem. Ich hatte einmal auch, da war in unserem berühmten Forum, was wir da eben haben, mal vor 10 Jahren so eine Talkrunde, wo tiefenanalysiert über Comics geredet wurde. Und da wurde halt, also wie üblicherweise, der beste Western, das war dann Blueberry, ja. Und dann wurde halt gesagt, was ist der beste Band? Und dann ging es halt, was weiß ich, meistens ja, was ist der Mann mit der goldenen Kugel, ja, oder sowas. Das ist eigentlich immer so der Klassiker, wo jeder sagt. Und dann haben alle gesagt, ja, den musst du als erstes lesen. Mhm. Und ich habe gesagt, nein, den nicht. Du musst die Serie von Anfang an lesen. Okay. Weil da sind 4, 5 Charaktere, die miteinander umgehen. Und nur wenn du es liest, dann weißt du überhaupt, warum die Feinde oder Freunde sind. Und manche haben halt auch, das ist jetzt klassischer Helden-Epos so von der Struktur her, aber manche haben halt einfach die Situation, ich habe Person A hat Person B das Leben gerettet. Also muss die Story so irgendwann mal im dritten, vierten, fünften Album aufgefädelt werden, dass der dem das Leben rettet. Und dieses Hintergrundwissen, das fällt ja weg. Und damit fällt auch der ganze Spannungsbogen weg. Also weil man einfach nur gar nicht nachverfolgen, zum Beispiel, warum bleiben die zusammen? Also weil ja so Helden, moderne Helden werden ja immer auch mit grotesken Charakteren erklärt. Also du hast ja immer den Schönen von mir, den Kräftigen, den Geradlinigen und dann hast du immer den dagegen. Das ist, was weiß ich, der wird mit in alten Filmen mit Alkoholiker oder Zauselbart oder dick oder was weiß ich, oder hässlich. Aber es ist immer so dieses Patter schon und was weiß ich, diese vielen Geschichten. Aber dass die dann am Schluss als Team zusammenhalten,
Das muss man ja wissen eigentlich, wie sich es aufbaut. Und deshalb sage ich immer von Anfang an, und das Typische ist halt in so einem Comic. Das sagt die Christina auch. Deswegen liest die Valerian Veronique von Anfang an. Genau. Oder Serien immer von Anfang. Egal wie. Und das Besondere ist ja, dass auch solche Comics dann eigentlich nicht ganz so wie Filme entstehen, weil halt nicht 50 oder 100 Millionen als Etat da sind und in Filmen 5 Jahre lang 50 Leute Brainstorming machen, sondern es sitzt ein Autor da, macht das, sagt zum Zeichner, kannst du es umsetzen? Dann ist auch diese Fähigkeit, es umsetzen zu können, ja letztendlich auch eine Genese. Das heißt, das Universum ist ja nicht das, muss entwickelt werden, wenn es also was, vor allem ja auch was Eigenständiges ist, was Neues ist und nicht was sag ich mal, gängige Klischees nur erfüllt. Also eine klassische Zombie-Geschichte visuell zu erzählen, das ist mit Sicherheit keine Herausforderung, wie jetzt zum Beispiel eine Science-Fiction-Welt zu schaffen. Hier muss man aus sich heraus was kreieren, muss eine Welt schaffen. Und dann entsteht es eben erst von Album zu Album. Das ist das. Das macht die, also das heißt, die Autoren wissen auch im ersten Album nicht, was im 4. oder 5. geschehen wird. Und das macht den Unterschied halt auch aus. Das ist nicht jetzt besser oder schlechter, aber das ist eine typische Eigenart bei einem Comic, dass man damit wächst, mit dieser Struktur, die entsteht zwischen den Charakteren, im Erzähl, auch in Visualisierung, in all diesen Dingen wächst da was und dann wächst man da mit. Mhm. Ja. Das Publikum wächst ja auch mit, also physikalische Ideen oder Entwicklungen und Zeitreiseideen und Entwicklungen haben jetzt ja auch Filmzuschauer jetzt eine Weile lang mit betrachten können, sich dran gewöhnen können, dass man heute Valerian Veronique, also die Filme, so weiterspinnen könnte, dass es für die vielleicht leichter nachvollziehbar ist, die Idee mit den Zeitreisen und nachvollziehen und leicht nachvollziehen, dass es ein Entertainment ist, dass es Spaß macht, in den Film zu gehen, wenn man das da doch reinarbeitet in die weiteren Filme. Also mit dem bisschen intelligenter statt dumper. Ich will ja selbst nicht spoilern oder gespoilert werden, deshalb weiß ich ja nicht, wie das erklärt wird, was die besondere Stelle der Erde ist, warum jetzt die beiden auch wieder so eine Rolle da spielen unter 1000 Städten. Das ist ja das Besondere in der Serie, weil wir sind ja technologisch eigentlich rückständig. Das heißt also, Valerian und Laureline gehen ja ins Weltall raus und treffen auf Kulturen, die eigentlich viele, viele dieser Probleme, die wir als Gesellschaft durchwachsen, schon längst hinter sich haben. Seit Millionen und Milliarden Jahren existieren die und stehen halt über den Dingen. Trotzdem haben wir eine besondere Stellung, also die Serie an sich, weil wir die sind, die Zeitreise haben. Das ist einfach eine der Grundideen in dieser Serie. Und das ist ja der Grund, warum sie da eine besondere Rolle spielen eigentlich immer. Sie können fast alle Abenteuer werden ja über die Zeitreise auch gelöst. Also nicht alle, aber 60-70% der Serien werden ja über Zeitreise-Thematik aufgelöst. Spielt aber im Film keine Rolle. Nee. Ja, gesagt. Also, aber warum ist die Erde, warum spielt die Erde eine Rolle? Im Film haben sie eine andere Ebene, mit der sie da arbeiten. Aber das kann man jetzt auch nicht erklären, das musst du sehen. Das ist, ja, genau. Da sind Verschiebungen, das weiß nicht, ob das Dimensionsverschiebungen sind oder sowas. So richtig erklärt oder richtig verstanden habe ich es nicht. Aber es ist auf alle Fälle visuell sehr gut gelöst. Macht Spaß. Stellt aber keine Schwierigkeit dar, dass die Frage ist, wie, was. Zurück zu Splitter. Ja. Waren wir ja fast schon wieder. Splitter. Ach, da gab es mal einen Podcast über 10 Jahre Splitter. Du weißt, dieses Universal War One, von dem du gerade gesprochen hast, das ist ja ach, Splitter Verlag. Das war bei Splitter damals erschienen. Ja, stimmt. Den Verlag gibt es auch. Ja, da gibt es ja jetzt einen zweiten, oder? Das ist so Universal War 2. Ja, das macht übrigens dieser Horst Götter zum Teil. Und ach, da ist er ja. Ach, hallo. Herzlich willkommen. Horst, gibt's eine Serie bei Splitter, die dir ganz besonders gefällt? Die du jetzt als Lieblingsserie hervortun würdest? Jetzt bezogen auf seit letztem Jahr oder insgesamt? Insgesamt. Naja, insgesamt ist ja letztendlich das Comic-Verleger zu sein, hat ja was damit zu tun mit dem eigenen, wo komme ich her, wo gehe ich hin? Und da ist auf der einen Seite der Künstler, auf der anderen Seite der Leser. Und dann sind es natürlich meine Klassiker. Insider wissen das. Und ich weiß ja, das ist ja schon jetzt mittlerweile 5, 6, 7 Jahre her. Aber klar, für mich sind meine Highlights gewesen, eben sowas wie Comanche als Beispiel, als Western-Serie. Weil da bin ich halt einfach als Kind mit groß geworden. Für mich wäre ja auch Valerian Veronique bei uns im Haus in jedem Fall gut angekommen. Also das Haus intern und das, was wir da auch in die Richtung immer schon gedacht haben, wäre auch draußen gut angekommen, weil wir selbst um die Serie uns ja bemüht hatten, schon damals zum Start hin. Also das ist ja nicht ein Geheimnis, dass wir daran interessiert waren.
Und dann sind das natürlich eben genau solche Klassiker, weil die halt für mich genau das, was wir eben vorher schon gesprochen haben, auch widerspiegeln. Da ist auch gerade eben so was Schönes gefallen mit dem Thema, dass man miteinander wächst. Das ist ja auch das eigentlich Lustige an einem Comic, weil im Prinzip nicht unbedingt die Charaktere, aber das Comic als Werk ist etwas, was so ein bisschen Zeit hat und Zeit braucht und mit dem Leser, wie soll ich sagen, auf eine Reise geht. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Autor habe und der fängt mit einer Serie an und ich nehme ihn jetzt einfach mal so an der Hand und sage, er ist 25 Jahre, er ist jung, er fängt an als Comic-Autor und Zeichner und hat eine Zukunft vor sich und ich bin jetzt 15 und bin Leser oder, also kommt immer drauf an, wann man einsteigt und welche Art von Comic man dann hat, aber sagen wir mal, er ist Jugendlicher, Erwachsener, in dem Sinn jugendlich, also ein junger Berufsanfänger und ich bin ein junger Leser. Dann wächst er mit diesem Comic, er wächst in diese Geschichten rein, er entdeckt sich, er wird älter, er wächst und ich als Leser wachse dabei mit. Mhm. Und das ist natürlich auch ganz klar eine Geschichte, weil du ja gesagt hast, was sind die Lieblingscomics, wo kommt das her? Das ist das, was mich mein Leben begleitet hat, ist natürlich das, wo ich heute mein Herzblut dafür habe. Und da kommt man eben, kann man über Leanne Veronique reden, da kann man auch über sowas eben wie Comanche reden. Das sind diese Serien, das spürt man, wo die Figuren immer erwachsener wurden, auch die Geschichten immer erwachsener wurden. Die Helden wurden, das war für mich halt der ideale Zeitpunkt, sagen wir mal ganz grob 1970 oder sowas rum, wo man halt irgendwo anfängt, Geschichten auch zu verfolgen, ja, und Geschichten einem wichtig werden. Und da kommt jemand mit einer neuen Idee und dann wird man selbst pubertär, man wird älter und die Autor auch, man hat ein gemeinsames Leben, hat eine Lebensspanne, die man verbringt. Und mir wurde es ganz einfach gemacht, weil aufgefallen ist mir das, wie du gesagt hast, Michael, wo kommt das her? Ich bin aus dem Kino rausgeworfen worden. Ich war als kleiner Kiddie, war ich ein Terence Hill und Bud Spencer Fan. Mhm. Aber nicht, wie die meisten das kennen, 70er, sondern 60er, 68, 69, 70. Die nicht lustigen Western. Die nicht lustigen Western. Und ich wurde erwachsen und wurde immer ernster. Und diese Serien im Kino wurden immer kindhafter. Immer. Mhm. Das hat mich rausgeworfen und hat mich eigentlich in die Comics reingebracht. Das ist mein persönlicher Switch gewesen, weil sonst wäre ich vielleicht bis heute Kinogänger und hätte mich für Comics nicht interessiert, weil eben Bud Spencer und Terence Hill immer affiger wurden, aber gleichzeitig die Autoren und Zeichner von eben hauptsächlich franco-belgischen Geschichten immer ernster wurden. Und für mich war das auch sehr einfach, weil ich erkläre das auch mit der Zeitspanne, wo das herkommt, jetzt für mich persönlich. Wenn man erwachsen wird, sieht man auch die Tricks, die Fehler. Die Science-Fiction hat mich immer interessiert. Der Western hat mich interessiert, das klassische Abenteuer, sowas wie so in Richtung James Bond, sowas halt Abenteuer, klassisch, also als 10, 11, 12, 13-Jährige. Auf einmal fällt einem aber auf, wie das alles sehr getürkt ist, wie das gefaked ist. Comics sind aber so, wenn sie gut gemacht sind, eigentlich gar nicht gefaked. Sie sprechen eine Inspirationsebene an, in der man etwas machen muss. Und selbst der erste Valerian Veronique als Beispiel ist ein Comic, wo keine Schnüre gebraucht wurden, damit das Raumschiff fliegt. Das heißt also, während ich dann eben in Star Trek oder sowas am Schluss Raumschiff Orion, wo ich dann alt genug war und dann wusste, dass die Steuereinheit nichts anderes als ein Spitzer ist, weil ich habe dann tatsächlich ja diesen grafischen Beruf gelernt und dann habe ich dieses Gerät auf meinem Schreibtisch immer gehabt. Und musste im Fernsehen mit ansehen, dass das ein Science-Fiction-Gerät ist. In Wirklichkeit war es ein Bleistiftspitzer. Also da wird man rausgeworfen aus der Fantasie. Ja. Mhm. Und da steckt natürlich auch ganz einfach vom Erzählerischen, genauso wie vom Grafischen, vom Umsetzen, vom Zeichnerischen, da steckt natürlich eine Gewalt im Comic. Man kann eine Fantasiewelt aufbauen. Und hier ist ja vorhin auch schon angesprochen worden, dass Valerian Veronique ja als Kinofilm ja früher gar nicht so hätte funktionieren können mit den Mengen an Tricks, an Wesen, allein die Quantität an dem, was da drin steckt, ist früher nicht lösbar gewesen. Deshalb ist das jetzt der richtige Zeitpunkt. Aber damals war es so, dass letztendlich, ich fand noch Dark Star, den kennt wahrscheinlich auch jeder, also hier aus dieser Runde, als Science-Fiction-Film, der das ja passiviert hat, so, weil da sind ja die Raumschiffe so, dass die definitiv auch an Schnüren hängen und das Hauptmonster ist nichts anderes als ein Luftballon, ein bisschen angemalt. Da wird halt mit Spaß drüber hergehen, da konnte man sich noch ein bisschen begeistern. Aber ansonsten war die Science-Fiction damals ja auch quasi die klassische am Ende. Man musste mit mehr Visualisierung das ernster nehmen. Ich war auch mehr Fan von Spielberg-Filmen, auch ganz speziell, weil der diese Geschichten doch noch viel ernster visualisiert hat. Also für mich war der Einstieg in die Science-Fiction noch viel stärker die Unheimliche Wege der dritten Art als jetzt Star Wars. Darf man heute ja gar nicht mehr sagen. Ja,
lief zeitgleich an. Ich war auch im ersten, also ich war in der Premiere in Frankfurt von Star Wars und ich war in der Unterschiedlichen, die waren nur 4 Wochen oder was auseinander, die sind ja auch irgendwie in Konkurrenz entstanden. Mhm. Aber man hat in Spielberg-Film weniger die Tricks gesehen. Man hat sich, ist mehr rausgegangen und gesagt, wow, und hat das als erwachsener Mensch mehr ernst genommen. Mhm. Jetzt auch nochmal zum Thema Science Fiction. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, du guckst ja immer so im Forum. Ich hatte jetzt letzte Woche mal im Zack-Forum, habe ich mich mal wieder ein bisschen ausgelassen, und zwar einfach darum, im Zack, wie du es ja auch kennst, früher waren eben diese klassischen Science-Fiction, da war Luke Orient, das war Valerian, es war Danny Futuro, ja, es waren Serien, es waren die Fernseh, die Adaptionen von Fernsehserien wie Mondbasis Alpha 1, wie Raumschiff Enterprise, eben Star Trek. Und ich habe jetzt in den letzten Jahren, war da gar nichts mehr im Magazin, das habe ich dann mal so ein bisschen angestochen, dann kamen halt von mehreren Seiten auch nochmal so auch Einwände oder beziehungsweise auch nochmal Unterstützung, ja, die sich auch wieder was wünschen. Aber wenn man sich jetzt den französischen Markt mal anguckt, wo wir ja die meisten Serien eigentlich dann auch herholen, momentan gibt es da gar nicht so viel. Ich sag mal jetzt außer eben Leo, der bei euch ja eigentlich so gut wie komplett jetzt vertreten ist, ja. Und vielleicht noch Alastor, wobei ich Alastor auch nicht unbedingt immer als Science Fiction sehe, der ist ja in allen Genres also zu Hause so ein bisschen. Also ist es, du meinst, es ist nicht stark vertreten bei uns oder im Zack? Nein, im Zack gar nicht zurzeit. Nein, es geht einfach darum, wo könnten wir vielleicht noch irgendwas finden, weil im Prinzip, wenn ich jetzt gucke an Science-Fiction-Comics, wenn ich mich am französischen Markt umsehe, fällt mir wirklich immer nur Leo ins Auge, ja, oder eben halt die Alastor-Serien. Oder hast du da auch irgendwas gesehen, was ihr auch für euch immer mal greifen könnt? Wie jetzt Universal War One, das war ja auch ein Glück. Ich glaube, wir haben mehr Science-Fiction-Programm, wie du das vielleicht jetzt so siehst von außen. Wir haben ja, wenn wir einen Leser haben, dann wollen wir ihn ja letztendlich irgendwo immer auch beglücken. Mhm. Und so haben wir letztendlich einen Grund gesetzt, dass es mehr oder weniger, ich sag mal, den Western habe ich halt durchgesetzt. Ja. Der war so am Anfang nicht so nicht im Gedanken, ist nicht irgendwas out. Und dann sage ich, nein, für den Western-Leser ist er nicht out. Ja. So, dann haben wir im Prinzip diese Richtung, die jetzt, also jetzt bezogen jetzt das amerikanische Material mehr Richtung James Bond, da haben wir also den, dann haben wir das Ganze jetzt im etwas historischen Kontext, wo man auch sagt, der Krimi und sowas, das sind die Sherlock Holmes. Dann haben wir eben die Fantasy, die halt, sagen wir mal, in der Regel mit 2 Titeln vertreten ist, weil es einfach ein größeres Spektrum abdeckt, weil die Fantasy auch durch die Fantasie mehr Bandbreite hat. Aber wir haben eben genauso auch jeden Monat ein Science Fiction drin. Wenn wir mal keinen drin haben, dann haben wir eine Folge 100, 2 oder 3 drin. Also ja, aber jetzt auch abseits von Leo, sag ich mal. Ja, ich meine, ihr habt amerikanische drin. Ja, also hier einer meiner Lieblinge hier, der Descender oder? Der Matteo. Ach so, Black Science. Black Science, ja. So. Das ist ja der Hammer. Ja, bei den Amis jetzt das, überhaupt Low, ja, Black Science. Das sind halt die amerikanischen, aber ich dachte jetzt, ich meine jetzt eigentlich wirklich von der Quelle her, von dem französischen, vom franco-belgischen her. Jetzt aktuell? Ne, was haben wir denn? Was Sam, Androiden, Sam, was weiß ich, also das geht mit Robotern, mit Raumschiffen, auch mit Zeitreise. Das sind französisch, ich dachte, das wären auch englische Sachen. Waren das französische? Das Sam ist französisch und Androiden weiß ich jetzt gar nicht, aber. Aber das sind also als klassische Alben halt aufgebaut. Ja, also das ist kein amerikanisch orientiertes Material. Mhm. Halt auch nicht in diesem Fortsetzung, also nicht im Heftchen und Magazin Fortsetzungscharakter. Ja. Sind schon. Aber das haben wir doch regelmäßig. Also er findet immer wieder irgendwas auch auf dem Markt, was er. Ja, es ist auch jeden Monat was drin. Also wenn du jetzt da richtig hinguckst, siehst du es. Also. Ich weiß nicht, ob das jetzt auffällige Serien sind. Splitter also, ist mit 2 Titeln pro Monat gestartet, hat man den einen geguckt, erkannt, den anderen geguckt, erkannt. Ja, jetzt das kommen Problem wir ist 15 heute. 15 bis 17 genau. pro Monat. Da kann man, also man bleibt nicht vor jedem Einzelnen stehen, erkennt, guckt dann weiter, erkennt, sondern man guckt über die 17 drüber und irgendwo bleibt ein Blick haften. Genau, und da ist das interessiert mich jetzt auf den ersten Blick, genau. Also machen wir mal. Einfach nur mal so vom Grundgedanken. Wenn ich hier den Katalog hier durchgucke, dann habe ich im Prinzip von der Science Fiction, also. Fängt an bei, was weiß ich, Schiffbrüchen von Itakt. Also jetzt, das, was wir natürlich schon immer im Programm haben. Leo, also Überlebende, ferne Welten. Science Fiction, die Zeitmaschine ist halt historisch. Schieben wir es in die Sherlock. Früher war es Science Fiction. Ziehen wir es auf die Sherlock-Home-Schiene. Sankre ist auch in jedem Fall Science Fiction. Wo gehen wir weiter, was weiß auch ich. Alle. Sankre, ja. Ja, ist auch alles drin. Ja.
Dann haben wir Karthago, ist Science Fiction parallel, ist ja auch Zeitreise parallel, parallele Welten, Zeitreise, Metabaron, Science Fiction. Also nicht, dass da irgendwo was wie der ferne Welten ist drin, Krieg der Welten ist auch nochmal drin. Moria ist Science Fiction, Prometheus, Sam, Devolution. Ja, aber Science Fiction ist ja mit Raumschiff, Dissenter. Nicht direkt. Naja, aber Androiden in dem Fall, was haben wir noch? Der Überlebende sowieso. Jede Menge. Tesla ist eigentlich Science Fiction, das ist auch wieder historische Science Fiction. Aktuell Exo ist Science Fiction. Also da gibt es keine, selbst Bob Moraine ist ja praktisch Science Fiction, wenn man es ernst nimmt. Also 25 Stück im Halbjahr. 50 im Jahr. Ist in verschiedenen Variationen Science Fiction dabei, mit Raumschiffen, mit ein bisschen weniger Raumschiffen, dafür Roboter, mit zwar in Zukunft, aber wenn es in der Zukunft halt keine Raumschiffe gibt, dann können wir nichts dafür, sondern es ist dann in der Welt ja, so. Das ist klar. Das ist Devolution jetzt. Und Black Science ist der absolute Hammer. Das andere, was aus Amerika kommt, Dissenter ist auch Roboter mit Seele. Ja, ich sehe da auch keine, ich sehe nach wieder neue Science-Fictions eingekauft für die Zukunft. Also ich sehe da jetzt nicht irgendwie eine Lücke. Also Zukunft ist und, ja Science-Fiction und in Zukunft wird Science-Fiction eingekauft. Das heißt, der zukünftige Einkauf ist Science-Fiction. Verstehst du? Gut, dann muss ich das jetzt nur meinem Georg bei Zack nochmal beibringen, dass er sich da auch mal über die Zukunft Gedanken macht. Und dann kommt vielleicht auch mal wieder eine Science-Fiction-Serie. Ja, wir beide haben doch schon in der Vergangenheit drüber gesprochen. Das ist so, dass wir waren ja vorher bei Star Wars und bei Unheimliche Begegnung. Der Moment, wo das seine Reunion hatte im Kino, ist der Moment, wo halt auch damals dann Zack eingestellt wurde. Die Science Fiction war ein fester Bestandteil in Zack. Und wir haben uns lange und oft schon darüber unterhalten, über die Fantasy in Zack. Mhm. Ich sage ganz fest, die Fantasy hätte ein ganz festes Standbein in Zack gehabt, wenn einfach Zack in den 80ern noch erschienen wäre. Gar keine Frage, weil die Welt sich halt dahin entwickelt hat, aber Zack halt dann nicht mehr da war. Das ist einfach wir sind aus den 60er Jahren Abenteuerhelden, hat man sich in den 70ern so langsam verabschiedet und das andere musste erst kommen. Ja gut, Zack wurde ja im Prinzip abgelöst, wenn man es so will, von Schwermetall. Ja, eben, genau. Man kann es einfach so sagen. Da ist dann wieder die Science Fiction ein bisschen mehr da zu Hause. Und da bist du auch da zu Hause mit dem Erwachsenwerden. Genau. Weil das war für mich ja, also ich hätte Zack auch weiter gekauft, weil ich ja schon darunter gelitten habe, dass es nicht da war. Aber in jedem Fall, ich hatte das ja vorhin erzählt mit Bud Spencer, Terence Hill, das kann man absolut wieder rüberziehen, synonym letztendlich zu Heavy Metal, Schwermetall. Hat man angefangen, sich für Frauen zu interessieren oder für Sex oder was weiß ich, das war in Zack nicht mehr aufgehoben. Aber in Schwermetall wurde halt schon ein bisschen mehr gezeigt und gemacht. Das Albenregal in der Bahnhofsbuchhandlung, ich sag euch. Da habe ich dann so meine Entdeckung gemacht. Naja, egal. Das ist der nächste Podcast. Ja. Ja, aber es gibt ja nicht jemand, der ein Buch in die Hand nimmt und aufschlägt, da sind ja nicht immer nur Bilder drin, es gibt ja auch noch Romane. Mhm. Und man kann ja auch was fördern oder pushen oder was etablieren oder durch Mund zu Mund wird es größer. Manchmal ist auch der richtige Autor zum richtigen Zeitpunkt da und irgendwann war auf einmal der Harry Potter da und das ist dann ganz groß geworden und das ist halt vom Genre her Fantasy. Und da musste in dem Moment in den Bücherregalen von Buchhandlungen ja auch Science Fiction wieder ein bisschen Platz machen und die Buchhandlungen haben dann nur so viel Science Fiction und so viel Fantasy, wenn nicht so viel da ist, dann gibt es nur noch Special Interest Leser, die genau mit Absicht sich vor dieses Regal stellen und Science Fiction kaufen. Mhm. Aber die große Präsentation ist dann ein anderes Genre. Aber Science Fiction ist heutzutage ganz groß dabei und heutzutage, es lässt sich auch nicht mehr in die kleine Regalecke schieben. Ich glaube, da kommt noch was. Und die Filmemacher, die haben ja auch gesagt, wir müssen erstmal ein bisschen Fantasy machen, da kann man Drachen leichter darstellen als eine ganze fremde Welt. Und die haben ja auch gesagt, wir machen erstmal Fantasy und dann Science Fiction und jetzt sind wir an dem Punkt, wo sie mit ihrer Planung bei mitten im Science Fiction sind und wir sind auch da, ist doch cool. Wir haben hier, das Thema wechseln, oder? Ja, aber der Bogen hat gerade gepasst, aber sag noch was zu dem jetzigen Thema. Gerade nochmal zum Thema Zeitreisen, wenn mir gerade einfällt, weil wir jetzt hatten wir die Romane als Grundlage, hatten die Comics als Grundlage, Comicfilm, was wir ganz außen vor gelassen haben, war ja die Videospielecke, also praktisch die ganze Gamer-Ecke, ja, die auch einen riesen Bestandteil der Haltungsindustrie einnimmt zur Zeit. Ja. Und jetzt haben wir gerade auch zum Thema Zeitreisen, da hast du gerade bei Splitter den Assassin's Creed gebracht, was ja auch eine Übernahme von Amerika zum Teil war, ja, und da war ja auch das Thema Zeitreise auf eine andere Art und Weise, dass sich die Figuren eben in ihre Vorfahren reinversetzen, ja.
was auch eine Zeitreise auf eine ganz andere Art und Weise nochmal ist. Aber pure Science Fiction, weil es ja auch sich so technisch erklärt. Reine Science Fiction ist, genau. Ja, das wollte ich gerade nochmal loswerden. Ja. Gut, jetzt. Also wie es bei Fantasy, Dark Fantasy, High Fantasy, sonstigen Scheiß Fantasy gibt, dass der verschiedene Unterabteilungen, gibt es ja bei Science Fiction auch Unterabteilungen, aber alles ist Science Fiction. Ich mag Fantasy, das war nicht negativ gemeint. Ja, die habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Ich fand den Begriff noch sehr schön. Sollten wir irgendwie einführen so. Das ist das neue Unterschwung. Scheiß Fantasy. Ich glaube, dass ja die Breite der Fantasy einfach nur daran liegt, dass er eben, wie gesagt, breiter erzählt werden kann. Das heißt, deshalb. Ja. Kannst du ja alle Genren mischen. Das eben, ja schon und du würdest eben, wenn ein Raumschiff aber dann doch letztendlich wieder Fantasy-Elemente drin hast, werden halt von draußen die Leute das mehr in Richtung Fantasy einfach so erfahren, weil es fantastische Welten halt sind. Die Science Fiction, die pure Science Fiction, wie man die versucht, unbedingt nur technisch zu beschreiben oder sowas, die ist halt eingeschränkter. Gell? Und das ist halt Fantasy. Guck mal, als Kind haben wir mit Lego-Figuren gespielt oder mit irgendwas und haben Ritter und Western-Figuren zusammengebastelt. Das kann ich mir auch Fantasy. Nicht vorstellen. Wie das du ist. Hast es gemacht. Ich habe das gemacht. Nein, ich sag nur, du kannst eben die Figuren oder was weiß ich jetzt heutzutage mit Playmobil oder sonst was, du kannst die Figuren umtauschen und bastelst du eben aus einem Pirat und einem Indianer, baust du halt eine eigene Rasse, ja, eine eigene. Eigentlich ist es ja ein eigenes Genre mittlerweile, das ist nämlich, wo einfach die ganzen Elemente gemischt werden. Genres, genau. Das ist ja auch noch. Und derjenige, der zuerst das mit dem vermischt, das ist dann der Erfinder von Subgenre XY hoch 2. Bevor du umsteigst, ich sag mal einen Grund, weil die meisten Leute sind ja immer so, wenn ich sage zum Beispiel, ich bin ein sehr großer Western-Fan. Dann sagen die meisten, ich kann das gar nicht verstehen, weil das ja so eingegrenzt ist. So. Der richtige Western muss ja auch Western-technisch im Italo-Western. Also, er muss in diesen 100 Jahren stattgefunden haben, in einem bestimmten Gebiet und dann ist es schon nicht mehr pur und nicht mehr original. Dieses Thema Cross und diese Möglichkeit, das macht Spaß, mit Möglichkeiten zu spielen. Aber auf der anderen Seite wird das Spielen irgendwann beliebig, weil Spielsucht, wie soll ich sagen, in der Beliebigkeit endet, wenn man das so will. Es fängt gut an, aber es endet, wenn man es also nach hinten treibt, in der Beliebigkeit. Und es hat auch was mit diesem Ernstnehmen des Mediums zu tun und typisch für den Fernsehen, TV-Konsum 70er Jahre, weil man noch nicht so viel ins Kino gegangen ist und später war ja so, man wurde erwachsen, man wurde in dieser Erwachsenenwelt visuell mit aufgenommen. Aber die Geschichten, die erzählt wurden, sind kindisch geblieben oder sogar eben in bestimmten Bereichen kindischer geworden. Und ganz typisch ist das so, wenn du heute Spannung erzählen wolltest, dann waren es auch mal die 70er Jahre. Lass es ein ganz normaler ein Columbo oder was weiß ich sein. Gute Filme für sich in der Machart. Aber ganz typisch für mich eine Horrorvorstellung, weil ich mich das 20 Jahre lang mein Leben begleitet und ich keine Lösung gefunden habe. Ich hätte am liebsten die Welt einmal umgedreht. In 90% der Filme steigt halt irgendjemand in ein Auto und muss flüchten und das springt nicht an. Es läuft vorher. Ich muss jemanden erreichen, telefonieren, das Telefon, die Leitung ist durchgeschnitten. All diese Geschichten, all diese Spielereien, mit denen überfrachtet wurde, um Spannung aufzubauen. Zeit drängt. Es wurde fiktiv einfach eingebaut. Und jetzt komme ich da eben darauf, warum für mich eigentlich ein Western-Setting ein spannendes Setting ist. Weil ich darin in der Regel eine Geschichte erzähle, die auf kleineren Parametern ruft, aber wenn man sie gut und ernst erzählt, sehr, sehr spannend aufbauen, weil sie keine, wie soll ich sagen, das nicht zulassen, das andere. Das heißt, ich bin jetzt also bei einem realistischen Western, jetzt nicht bei einem Zeitreisen-Western, wie Zurück in die Zukunft, aber bei einem Cowboys-Aliens, aber bei einem realistischen Western ist es so, ich habe den Helden, der hat sein Pferd, die Indianer greifen das vor und er hat 2 Tage Zeit. Er muss losreiten. Der braucht jetzt seine 40 Stunden, der muss durch die Wüste, der muss über die Berge, der muss sich, was weiß ich, gegen Mexikaner wehren. Er muss das genau erleben. Und es gibt keinen Weg dran vorbei. Und das ist für mich ein Spannungsbogen. Andersherum ist es heute, wenn ich heute ich nehme jetzt auch einen ganz modernen Tatort, erst, was weiß ich, vor 2-3 Wochen mit meiner Frau geschaut, Tatort, bis zum geht nicht mehr. Ich schaue mir 5 Minuten, dann sage ich so, das war's. Und dann drehe ich mich um, gehe weg, sage, weil es sind 2 Kommissare, die sitzen im Kommissariat. Das Opfer ist am anderen Ende der Stadt von München. Und wird gerade überfallen, oder wird, sie wissen, es wird überfallen,
Was machen Sie? Steigen in Ihr Auto und fahren durch die ganze Stadt mit Blaulicht. Sie könnten auch einfach mal anrufen, kann sagen, du wirst in 3 Minuten überfallen, schließ dich ein oder verlass deine Wohnung oder was weiß ich. Und selbst wenn Sie da anrufen, geht ja das Telefon nicht, gell? Aus irgendeinem Grund. Es ist gerade irgendjemand flupp in das Aquarium gefallen. Gell? Man nimmt es in die Hand, wählt die Nummer und schwupp ist das Handy im Aquarium. Oh, ein Funkloch. So, also das ist das, wo ja. wir uns halt einfach heute aktuell bewegen. Und deshalb finde ich zum Beispiel eben so klassische Settings, die einschränken, die ganz eng sind, die finde ich meistens sehr, sehr spannend. Ohne eine Variation im Erzählen. Also du sagst, das ist dasselbe Strickmuster ganz grob. Also du weißt schon, die rennen gleich ins Auto und das Auto, sie müssen ans andere Ende der Stadt. Und was heutzutage am Storytelling passiert, das kriegt man ja mal oft erst im Nachhinein mit, dass wenn man jetzt nochmal was von vor 20 Jahren liest, ist vielleicht das heutige besser oder es ist genau dasselbe. Und auf dem amerikanischen Markt, wenn man da jetzt verschiedene innovative Verlage, die den Autoren ein bisschen mehr Freiheit lassen, die erzählen lässt und so weiter, dann passieren da Sachen. Das ist vom Storytelling her die nächste Stufe und die ist jetzt schon da und in Amerika ist das als berühmtester Vorreiter, also berühmt ist er, der Image Verlag und früher war es auf dem amerikanischen Markt so, dass hierzulande kennt man ja eh nur die Superhelden und es gibt da dominierende Verlage, DC und Marvel bringt hauptsächlich nur Superheldengeschichten raus und da etabliert sich aufgrund des Charakters vom Spider-Man zum Beispiel, dass da ein Autor den Spider-Man besonders in seiner Art erzählt hat, dass dann auf einmal der Autor interessant ist. Und heutzutage ist es so, dieser Autor ist dann heute immer noch interessant und heutzutage ist es so, dieser Autor hat heute eine neue Chance. Der geht dann zu Image, also er verlässt Marvel und DC mit den Charakteren, wo die Leute nur wegen Charakter den Comic kaufen und erzählen dann das eigene, was sie selbst erzählen wollen und da sie gut erzählen können, haben sie schon gezeigt. Und was die dann machen, ist, die erzählen was und zwar nicht, dass die ins Auto steigen und darüber müssen, sondern was anderes. Es ist nicht mehr unbedingt ein Bruch, sondern nur eine Variation und damit bleibt mal was, was Neues möglich. Und wenn das jetzt von Disney eingekauft würde, würden die sagen, nee, mach's Ende doch so, dass der sie kriegt und Kuss und in Sonnenuntergang und alles ist gut. Aber das gibt's da nicht. Das ist nicht Disney und deswegen können die auch ihre Enden so erzählen, wie sie wollen. Und da passieren Sachen und Variationen an Erzählmöglichkeiten, dass sich Neues entwickelt. Und wenn es nur Entertainment ist, da muss nicht das Intelligenteste der Welt passieren, aber es passiert auch das Entertainment und das Intelligente auf eine andere Weise, dass sich das tatsächlich spürbar weiterentwickelt hat. Splitter hat jetzt auch schon ein paar Titel ins Programm genommen, Black Science, das macht einfach Spaß, auch wegen der Optik und auch wegen dem Erzählen und auch wegen Tempo, auch da ist Tempo, da ist kein Auto, sondern wechseln sie in die Variation, in die Dimensionen nebendran und das ist der Hammer. Und bei Image USA ist es so, dass die ein Magazin haben, das haben die aufgebaut, andere Verlage haben das auch versucht, wie weit sind jetzt die anderen Verlage? Die versuchen es. Und Image hat es versucht, gestartet, gemacht und ist schon über ein Jahr draußen im Magazin und das ist der Hammer. Das soll nicht nur die Serien begleiten, sondern den Leser und die Serien begleiten und zwar kriegt der Leser auf bestem Entertainment, auf intelligente Weise kriegt er da aufgezeigt, was demnächst kommt. Also der Verlag will ja auch verkaufen. Warum das interessant ist und unter verschiedenen Aspekten gestellt, warum es interessant ist. Also bei der Serie ist auf irgendeinem Grund, wenn du aufblätterst, siehst du schon die Farben. Wow, das ist ein Schwerpunkt. Und auf einmal erklärt Image, es gibt nicht nur Zeichner und Autor, es gibt auch den Koloristen. Und dann wird einfach mal das Interview in diesem Magazin zu diesem Comic nicht mit dem Autor und dem Zeichner geführt, sondern mit dem Koloristen. Und derjenige, der die Fragen stellt, also der Interviewer, der ist ja jetzt natürlich von Image dafür engagiert worden, aber das sind dann Leute, die selbst Comic-Fans sind, die selbst in der Popkultur groß geworden sind als Geek und die stellen auch die Fragen so, dass es zu dem Comic hinlenkt, aber so wie, da möchte ich auch hingelenkt werden. Und dann gibt es noch ein paar Seiten Leseproben. Du liest das Interview, das ganz andere Facetten von diesem Comic zeigt. Nicht nur von diesem Comic, sondern überhaupt Comics, nämlich zum Beispiel Lettering, zum Beispiel Koloration, natürlich auch immer Autoren und wie sie erzählen und dass früher ein Charakter wichtig war, heute ist Worldbuilding wichtig. Und das wird alles Monat für Monat im Magazin eigentlich promotet, aber es ist ein Sekundärmagazin, zwar nur für den Bereich Image, die dürfen auch mal links und rechts gucken und verlassen und dann laden sie auch mal die Karen Berger ein, die für DC Vertigo ewig zuständig war, weil die genauso interessant ist wie Sachen, die bei Image erscheinen, das heißt, die lassen auch zu, wenn es von quer reinkommt und das Magazin ist der Hammer.
Jetzt ist natürlich so, dass Splitter keinen Exklusivvertrag mit Image hat und in Deutschland kann man nicht alles, was in Amerika bei Image erscheint, rausbringen. Es ist erstens zu viel, zweitens ist nicht alles für die deutsche Leserschaft abgestimmt, aber es ist ein großer Teil dabei, der, und der Michael wird immer schneller, 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 schneller. Fazit, Hammer Magazin. Und jetzt kommt einfach eine ganz einfache Frage. Wir sind ja hier so Frage und Antwort. Die Frage ist jetzt, Splitter überlegt ja ab und zu mal nach Magazinen zu switchen oder auch rauszubringen und dann ist die Schwierigkeit, wie macht man das denn hier in Deutschland und so weiter. Und jetzt wäre eine neue Idee, Magazine-Idee ist schon da, die ist alt, es gibt sogar schon Magazine, warum muss man jetzt noch was anderes rausbringen? Unter dem Aspekt, wie dieses Image-Magazin funktioniert und damit, wenn aus Versehen das irgendjemand in der Bahn liegen lassen würde in Amerika und jemand anders nimmt dieses Magazin auf und er sieht Bilder und er ist fähig zu lesen und er erfasst auf einmal aus Versehen ein Wort und einen Satz und dann würde er weiterlesen und dann hat man theoretisch einen neuen Leser gewinnen können. Unter dem Aspekt, vielleicht gewinnt man ja wirklich neue Leser. Magazin. Es gibt doch das Comic. Also genau. Und da das Ganze umspannt jetzt so einen ganz großen Komplex. Weil das ja, wie soll ich sagen, das Comic-Universum abbildet. Das, was du gesagt hast, ist ein Magazin ist ein Punkt daraus. Aber du hast ja den Produzenten genannt, im Prinzip, du hast den Künstler genannt, du hast den Markt genannt. Also im Endeffekt Comic von A bis Z durchdacht. Inklusive Leser einbinden, ja. So, jetzt, ich will jetzt mal, ich mache mal kein Bashing zu unseren Konkurrenten oder Freundschaftspartner und sonstigen Verlagen. Aber ich bin ja auf der anderen Seite auch immer wieder mal froh, dass ich kein Marvel und kein DC machen muss und dass ich kein Disney machen muss und kein Kodansha oder wie sie heißen. Ich habe einen anderen Zugriff und der andere Zugriff ist im Endeffekt, ich sage nachher nochmal was zu dem Thema, weil ich habe mir einen diesen Begriff, den nenne ich einfach nur Autorencomic als Oberbegriff, aber erst einmal zu sagen, wo man hier herkommt. Also das Thema, es ist kein Zufall, es ist auch absolut stimmig und passend, dass wir da logischerweise in die Image-Richtung gehen, weil ja das Material, was da entsteht, eben auch kein Zufall ist, dass anderes Material steht, sondern das kommt aus diesen Strukturen. Und das ist auch etwas, was letztendlich zwei ganz unterschiedliche Märkte sind. Ich glaube nicht, dass das der einzelne Autor ist, der für sich, wie soll ich sagen, innerhalb eines Korsetts Freiheiten, außerhalb eines Korsetts langweilig ist, sondern es ist die Maschinerie als Ganzes. Mhm. Ich habe einen Komplex, in diesem Komplex habe ich Strukturen, das ist, was weiß ich, sind es Weeklies, sind Dailies, sind Monthlies, wo es halt herkommt, das werden Kurz-Short-Geschichten, das kam ja früher, die amerikanischen, die Bilder streifen, das waren ja nur drei Panels und morgen und übermorgen und überübermorgen und irgendwann hat man gesagt, lass uns doch mal eine Seite zusammenkleben, das muss ja eine sensationelle Idee gewesen sein, dann irgendwann mal, es geht ja, in der Evolution. Ist ja noch Platz in der, aber man sieht, wo es herkam und nehmen wir jetzt einfach mal den japanischen Markt, wo es dann wirklich innerhalb einer halben oder einer Stunde in den Shinkansen da oder was weiß ich gelesen sein muss und dann in den Eimer wandert und es muss schwarz-weiß sein und es muss soll ja nichts über die wirkliche Geschichte sagen, dass es jetzt eine schlechte Geschichte ist, aber es sind Strukturen und diese Strukturen ergeben halt verschiedene Märkte und eben deswegen komme ich aus dem Franco-Belgischen, weil ich eigentlich damit ja immer aus diesem Begriff her das Autorencomic definiere, weil der Franco-Belgische Markt zu 90% andersrum ist. Genau. Ich habe einen Künstler oder zwei Künstler oder mehrere und die haben eine Idee und aus der Idee generiert sich alles. Bis hin zu diesem Thema Magazin, auch die 70er, 80er Jahre, die Revolution, die da drüben ja stattgefunden hat, das kam alles aus den Künstlern heraus, die gesagt haben, wir wollen uns verwirklichen und wir können das zum Beispiel, es kann eben auch mal ein Magazin sein und eben nicht nur das Album oder das Buch, aber es war der Weg weg von Tintin, von Spirou, von den klassischen Magazinen, die haben sich im Prinzip revolutioniert in ihrer Art und Weise. Und haben gesagt, jetzt gehen wir unseren Weg, wir wollen unsere Ideen verwirklichen. Auch damit kam ja auch wieder das Thema, Comics nicht nur für Kinder machen zu wollen, auch für Erwachsene, all das wächst ja ineinander. Ja, und da sind wir. Also deswegen komme ich eben zu diesem Begriff Autorencomic. Ein Autorencomic wird immer ein anderes Comic sein. Das ist quasi zwingend. Selbst ein Autor und ein Zeichner, die einsteigen und fangen ganz konventionell an, werden sich irgendwann 2, 3, 4, 5 in der Entwicklung ihrer Figur, wenn sie sich damit wirklich identifizieren, Gedanken machen und werden ein Universum entwickeln. Und vorher ist es ja, in meinem Fall ist es ja so, ich habe ein Universum und das muss ich einfach nur abspulen. Da ist sogar die Entwicklung, das sieht man ja auch, nie gewollt. Auch wieder einer dieser Gründe, warum ich auch so für mich jetzt diesen Weg gefunden habe, ist genau darin begründet. Ich habe vorhin das erzählt mit dem Kinofilm, mit Bud Spencer, Terence Hill. Ich nehme es mit der Mickey Mouse. Ich kann das ja immer wieder betonen. Ich habe 1972 die Mickey Mouse weggelegt und das zack gelesen.
Und seit 1972 bis heute habe ich nie mehr eine Mickey Maus gelesen. Nicht eine einzige. Weil es in diesem Universum Dinge nicht gibt, die nicht erzählt werden. Und wenn es mir keine vorenthält, also es könnte ja sein, dass sich Mickey Maus weiterentwickelt hat in den letzten 40 Jahren extrem. In Ausnahmefällen gibt es ja. Also alles, was ich weiß, ist halt, was weiß ich, ein Donald Duck als Fantomas und sowas, was ich. Ich gucke mir die Bilder auch immer gerne an, aber die Geschichten sind halt nicht mehr meine Welt, weil ja, wie gesagt, dieses geschlossene Universum eigentlich geschlossen bleibt. Wie gesagt, lass es mal ganz langsam eine Entwicklung nehmen, aber es ist, hinkt immer hinterher. Wenn ich also sage, ich will in eine freie Welt schauen, ich will einen klaren Blick haben, dann muss ich mich eigentlich von so etwas lösen und muss sagen, was bietet der Markt an Geschichten, an Ideen, an was transportiert sich? Und dann komme ich auf den Autorencomic. Genau. Und das ist auch das, jetzt nochmal bezogen auf diese, weil wir vorhin bei der Science Fiction, bei der Fantasy, bei den verschiedenen Spielarten waren. Ich komme schon noch zum Magazin gleich. Ich habe aber ein bestimmtes Genre, ich habe einen bestimmten Content. Das heißt, ich habe auch einen bestimmten Leser. Es wurde in den letzten, ich habe einen ganz anderen philosophischen Ansatz für den Markt der letzten 40 Jahre wie fast alle anderen. Wird dafür auch oft kritisiert, weil dann Leute sagen, das ist doch gar nicht so, aber ich sehe es so und ich habe immer in dem Universum, in dem ich unterwegs bin, immer die Bestätigung, dass es so ist, was ich jetzt gleich sage. Und zwar ganz einfach, wenn ich eine Prägung habe und diese Prägung mich enttäuscht, dann werde ich immer in diesem Bereich mich für interessieren, werde ich da kaufen und mich da weiterentwickeln wollen. Und wenn ich heute als ganz normaler Leser hingehe und ich werde einfach in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Genre nicht angesprochen, also rein quantitativ oder qualitativ, dann deswegen, weil es nicht erscheint. Ich kann also als normaler Interessent irgendwann mal in einem bestimmten, wenn ich jetzt vom klassischen Buchladen ausgehe, lass es das damals das Kioskgeschäft, was also in die Buchhandlung, in die Fachhandlung geht, dann kann ich ein bestimmtes Genre einfach gar nicht mehr kaufen, weil es nicht mehr so angeboten wird. Mein Interesse hat sich aber dadurch nicht verringert. Das heißt, das ist einfach, das sind die Marktmechanismen, die dann einfach Verwerfungen herbeiführen. Ich habe das mit meinem ehemaligen Lieblingsverlag Carlsen als Leser ja auch immer so erklärt. Ja. Wir sind bei Valerian Veronik. Das ist auch mein typisches Beispiel. Wenn mich jemand fragt, was ist deine Lieblings-Science-Fiction-Serie, dann nenne ich diese. Ich habe das bestimmt auch schon vor 10, 20 Jahren auf dem Stammtisch erzählt. Ich konnte 15 Jahre lang niemanden, also ich habe immer diese Serie empfohlen, aber ich habe jemandem was empfohlen, was nicht kaufbar war. Also in jedem Fall nie komplett. Ja. 50, ich glaube 17 Jahre lang oder was, war nie die Serie komplett kaufbar. Das heißt, das ist nicht gewollt. Das ist aus Lesersicht nicht gewollt. Das hätte eine ganz andere Entwicklung genommen, aber man entscheidet sich halt als Verlag, Kopfert, und diese kopferten Entscheidungen, das wird auch jetzt, also ich will jetzt nicht später davon ausnehmen, aber kopferte Entscheidungen sind mal komplett richtig und sind halt auch mal komplett falsch. Und gewisse Verwerfungen, die wir in den letzten 30, 40 Jahren im Comic erlebt haben, sind fast immer falsche Kopfhörer der Entscheidungen gewesen. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wenn ich bei Verlagen war, ich habe ja auch schon in den 80ern mit Verlagen und sowas zu tun gehabt, der Michael kann das ja auch bestätigen, ich habe vielen Problemfeldern das immer vorausgesagt, dass es nicht funktionieren wird, dass es nicht diese Zukunft sein wird, wo die Leute sich vorstellen, weil sie immer Kopfhörer versucht haben, einen Leser zu erziehen. Ich Es gibt auch Verlage, die sind da ganz berühmt für. Ja, eben. Und ich definiere das halt noch viel anders da. Ich definiere das in dem Moment, ich gehe mit einem Angebot raus und wenn ich einen Leser habe, dann ist die nächste Aufgabe für diesen Leser da zu sein. Das ist die Definition daraus. Und das heißt nicht, dass irgendwann mal etwas umgestellt wird, dass man sagt, es geht was zurück, weil den Mechanismen gibt es schon im Markt, dass was mal etwas mehr oder weniger in ist. Aber diese Schwankungen, diese Größen sind damit komplett abgefedert, sondern das ist eigentlich schon relativ im Gleichklang. Ich weiß, auch dass viele fragen ja auch, warum Splitter immer diesen Weg genommen haben, dieses einfach so, wie soll ich sagen, sich durchzuschlängeln, immer größer, immer breiter, immer mehr zu produzieren und eigentlich fast überall, ich sage jetzt mal mittelmäßig, aber erfolgreich zu sein, also wirklich keine richtigen Flops zu generieren, sondern ja, weil wir letztendlich ja immer, wenn wir einen Leser gefunden haben, für ihn noch was gemacht haben. Wir haben ihn nicht ignoriert, wir haben zugehört, wir haben uns dahin orientiert, wir haben drauf geschaut, wir haben mit ihm auch geredet, all diese Sachen und daraus ist entstanden. So, jetzt kommen wir zum Thema des Magazins, damit wir es nicht ganz übergehen. Es gibt aber einen, und das ist halt auch kein Zufall, aus dem Autorencomic ist das Comic-Album entstanden, aus dem Album ist in Deutschland jetzt speziell der Fachhandelsmarkt und Teilbereiche des Buchhandelsmarktes entstanden. Aus diesen Bereichen hast du natürlich mehr Kundennähe und du hast weniger Marktmechanismen, die dich eingrenzen. Wenn du darüber hinausgehst, kommst du in Marktmechanismen, die
unheimlich das Problem sind. Und das ist auch das ganze Problem, was ein Magazin hat. Ein Magazin hätte in sich eine viel, viel bessere Ansprache durch Geschwindigkeit, durch die Möglichkeit zu spielen, zu jonglieren auf Dinge, auf Trends, was. Aber die Marktmechanismen da draußen sprechen alle dagegen. Noch. Es passiert ja gerade in Amerika dieser Wandel, dass das gedruckte Magazin mehr wert ist als die neueste Info im Internet. Das passiert mit Image Plus, dieses Magazin in Amerika. Wir sind doch am Anfang, aber die Tendenz ist da und die kann man vorhersehen und nutzen für sich. Also in Deutschland sehe ich das spezielle Problem, weil Magazine ja außer von Deutschland besser funktionieren als hier. Ja. In Deutschland ist es halt der reine Mechanismus des Marktes, des Verkaufsmarktes. Wir haben halt, das ist sowas wie wenn man sagt, eine Gesellschaft funktioniert nicht mit einer Mittelschicht, ja, dann hat man wieder die Reichen und die Armen. Das ist keine ideale Geschichte und sowas Ähnliches haben wir im Prinzip im Bereich des Comics, im Bereich der Bücher, der Literatur, in verschiedenen Literaturbereichen. Wenn ich aus dem Fachhandel rausgehe, muss ich irgendwo anders da reingehen. Und wenn die Schwelle, wo ich rein will, nicht dem Status quo, sage ich erstmal, ich will ja was aufbauen, aber nicht dem Status quo entspricht, dann gehe ich ganz stark ins Risiko. Wenn etwas da wäre, ich nehme das einfache Beispiel, der holländische Markt zum Beispiel, der funktioniert ganz klar in einem Bereich, in dem unser Markt nicht funktioniert, und zwar Comics fürs Volk everywhere. Mhm. Das hat aber strukturelle Gründe, die auch in zum Beispiel eben in Holland so einfach nachzuvollziehen sind, die hier gar nicht kommen. Das Beispiel, ja, wenn du zum Beispiel in die Seegebiete an den Strand fährst, dann hast du da alle möglichen Arten von Jobs, wo du irgendein Comicregal hast. Damit hast du einen Verteiler, damit hast du Ansprache, du hast da noch ein junges Volk, du hast die Kinder am Strand, du hast die Langeweile, wenn das Wetter schlecht ist, dann werden die Comics gelesen. Das hat ja auch ich nehme das einfach in Italien, Spanien, 60er, 70er, hat ja dazu geführt, dass Fix und Foxy in Spanien, in Italien am ganz normal verkauft wurde. Es gab die Bildzeitung in Deutsch quasi. Hasenvertrieb zwar, und es gab die Fix und Foxy und erst Jahre später kamen dann so diese Frauenmagazine oder Automagazine in den Süden. Ja. Das heißt, die Comics waren sehr früh da. Das heißt also so etwas, also einfach Marktmechanismen. So, und wenn man das jetzt von da hier rüber transportiert, ist ja erst einmal Leere. Das ist das Problem dabei. Das heißt, wenn wir ein Magazin wo positionieren wollen, dann ist nicht das Problem, das Ding zu produzieren, herzustellen, die Leute, die Leser an sich, alles Mögliche. Aber den Verkauf, den Verteilmechanismus, das ist die Schwelle. Und je mehr wir uns von unserer Genese entfernen, umso teurer, umso aufwendiger wird das. Das ist das Problem. Und umso risikoreicher wird das auch. Aber der Splitter Verlag ist ja ein Diener des Lesers, des vom Splitter Verlag generierten Lesers. Deswegen funktioniert das so wunderbar. Also du bist jetzt nicht zum Politiker geworden, der irgendwann die Bürger Wähler genannt hat und nur noch wurschtelt und die laufen, die müssen mitlaufen, die laufen nicht mit und ist auch wurscht, sondern du machst ja für den Leser was und deswegen kaufen die das auch, weil die sind nämlich schon da, vielleicht von Splitter generiert. Und jetzt weiß ich aber, es gibt Leser, die das gerne lesen möchten. Vielleicht wissen sie es selbst noch nicht direkt, dass es ein Comic-Magazin ist, aber die Leute, die in Valerian gehen, in den Kinofilm, die möchten noch mehr entertained werden und das Hippeste ist vielleicht die neueste App im Smartphone, aber noch hipper ist die Gegenbewegung und das ist gedrucktes Material. Und jetzt hast du noch nicht erfunden, wie, wenn du dich von deinem Bereich entfernst, es gibt da schon Vertriebe und die retten dich jetzt nicht direkt, die machen dir Angst, weil das Risiko ist zu hoch. Müsste man gucken, wie neue Vertriebswege aussehen können und was für ein Verkaufspreis ideal ist und was drinne sein muss. Und, das ist jetzt das Wichtigste, aber ich habe halt 14 Jahre lang hinter einem Comic-Verkaufstresen gestanden und habe 14 Jahre lang gesehen, wie leid mir Leser tun, wenn sie Valerian kaufen wollen und es gibt es gerade nicht. Und dieses Mitleid hat bei mir irgendwie unbewusst bei mir generiert, dass ich immer Wege versucht habe zu finden, um dem Leser trotzdem was zu geben, was er gerne möchte. Und er hat ja formuliert, dass er was haben möchte, sonst würde er nicht zu mir in den Laden reinkommen. Und dieses Gefühl sagt mir, es muss jetzt ein Printmagazin her, das von mir aus im Idealfall natürlich dem Verlag ein Profit-Center darstellt. Das heißt, dieses Magazin selbst gibt schon Null oder Gewinn. Und die Frage ist nur noch, das ganze andere ist schon gelöst. Kurz, wie erfindet man einen neuen Vertrieb, der nicht so teuer ist und dass die Leser es erreichen und dass die Leser wahrnehmen, dass sie es wollen. Und die Leser wollen es, die wissen es noch nicht und ich meine damit nicht Gehirnwäsche, sondern ich meine damit, sie wissen noch nicht, wo sie finden, was sie eigentlich suchen. Das meine ich. Ja, das ist absolut richtig. Der Vertrieb ist der eigentliche Knackpunkt.
Müssen wir was Neues erfinden. Man sieht das ja schon im Einkauf. Wenn ich die strukturell kommen mehr oder weniger die ganzen Lizenzverträge, also Deutschland ist ja zu 90% und mehr ein Lizenzmarkt, kommen die ja letztendlich auch schon strukturell aus dieser Vergangenheit her. Lizenzverträge werden heute über die Produktgruppe abgeschlossen. Das heißt, wenn wir eine Lizenz für ein Buch erwerben wir, neben dem Thema der Schlümpfe, erwerben wir nicht die Magazinrechte. Ja. Und so zum Beispiel, was weiß ich, bei Blue Ocean erscheinen zum Beispiel eben das Magazin mit den Schlümpfen zeitgleich. Ich habe heute Mittag auch schon mal das Wort Blue Ocean gehört von jemandem, der überhaupt nicht aus der Comic-Ecke kommt. Die sind heutzutage mit Lego, haben die was. Genau. Und deshalb ist es ja gar kein, es war auch in der Vergangenheit kein Problem, so sind die Verträge auch, weil sie aus der Tradition herauskommen. Das heißt also, man kann das bespielen. Also dieses Feld, so einfach von vorne bis hinten aufzurollen, ist gar kein Problem. Das Problem ist aber eben über die Vertriebsschiene es wirtschaftlich zu machen. Also diese wirtschaftliche Abrechnung, diese Schluss- und Endabrechnung, die ist halt das Problem. Auch das, wir kennen uns seit den 80ern, auch das habe ich schon mal gesagt, der Tod des Comics am Kiosk hängt damit zusammen mit der Einführung des Gimmicks. So sehr die Leute auch nicht direkt, sondern indirekt über verschiedene Faktoren, Mechanismen und Folgeerscheinungen. Nur ein Gimmick ist nicht schlimm. Ja, doch schon direkt, weil nichts anderes mehr eine Chance hatte, weil ich spiele einfach unter neuen Gesetzen. Das sind Marktgesetze, die dann von da ab gelten. Ich kann dann nicht mehr, wie hieß unser Magazin, unser Yps. Wie Yps eingeführt wurde, habe ich gesagt, das ist das Ende des Comics, weil ich eine Leserschaft habe. Ich habe das damals ja schon mitbekommen. Ich bin ja da rausgewachsen. Ich war dann, keine Ahnung, wie der Yps da auf dem Markt kam, 20 Jahre oder was weiß ich. Das hat mich ja nicht interessiert. Aber ich habe schon damals von Anfang an gesehen, dass Kiddies gesagt haben, Mama, ich will eben diesen Heißluftballon. Das ist das einzige Yps, was ich mir auch je gekauft habe. Da ist das Heft hinter mir und genau. Ich spiele mit dem Ballon. Das heißt, ich generiere mir im Prinzip eine, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Das hat mit dem Inhalt und am Schluss gar nichts zu tun. Es ist eine Produktgruppe, die für sich existiert. Und die verdrängt ja die andere, also innerhalb des Magazins, die andere Produktgruppe Comic. Und man hat das damals sehr schnell auch, das waren ja dann auch, das andere Part war dann im Prinzip die Pferdecomics zum Beispiel. Da gab es dann immer die 4 bis 8 Seiten mit den eigenen Fotos, ich und mein Pferd und all so diese Sachen. Oder die Leserbriefseiten wurden immer größer und das Comic wurde zurückgedrängt. Es hat verschiedene Gründe. Es hat auch den Grund, dass ein Comic zu erstellen eigentlich nicht billig ist. Also über die letzten 20, 30 Jahre ist es halt immer günstiger geworden, ein Foto zu schießen. Heute könnte ich ein Fotomagazin für ein Apfel und Ei herstellen. An einem Tag kann ich heute im Prinzip 70 Pferde fotografieren und drucken. Abends kann die Druckmaschine laufen, wenn ich morgens anfange mit Konzept. So kann kein Comic entstehen. Dann kam halt eben der Weltmarkt dazu, eben bezogen jetzt auf die Gimmicks. Ja. Das Plastik aus China ist so billig. Wir reden ja sehr viel über diese Medienwelt. Generell muss man ja eben auch sagen, dass das Buch an sich eben auch noch eben dieser traditionellen Produktion verhaftet ist. Das ist rein preisleistungsmäßig in der Herstellung halt der große Nachteil. Die Konkurrenzprodukte sind halt alle Produkte, die davon profitiert haben, in der Zukunft, also die haben davon partizipiert. Das ist irgendwann mal die CD, die Musik-CD gewesen. Das ist heute die Blu-ray, die DVD. Es wird, mach dann gleich meinen Sidekick, wenn ihr über diese Bücher ja gesprochen habt, die sind so teuer, das ist halt einfach völlig falsch. Leute geben heute 15 oder 20 Euro für eine DVD aus, die in der Herstellung 10 Cent kostet. Und ein Buch, was 3 Euro in der Herstellung kostet, das 30-fache, wird für 15 Euro als teuer tituliert. Ja. Da sieht man, das kommt halt auf wie falsch Leute, das läuft. Das auch kauft, weil es wird ja schon so viel gestreamt und was weiß ich, über das Internet rausgezogen. Ja, aber wir machen jetzt einfach die nächsten 10 Jahre Fantasy und Science-Fiction, wo der unterschwellige Inhalt ist. In der Fantasy-Welt gibt es mächtige Gegenstände. Das sind Bücher, die schlage ich aus, monumental, so Hardcover. Da drin stehen die Zaubersprüche, die Geheimnisse. Im Science-Fiction ist es so, die Welt des gedruckten Buchs längst vorbei. Es gibt aber Vergangenheit und da stand Wissen in Büchern drin. Und wenn das einfach die nächsten 10 Jahre generiert wird, dass es in jedem Science-Fiction immer mal irgendwo überall vorkommt, dann hat das gedruckte Buch, egal was da jetzt drin ist, ob da Pferde drin sind oder Kult-Comics, eine Renaissance. So wie die Schallplatte. Ich bin, wenn ich jetzt sagen wir mal einen Leser- oder Kundenkontakt habe, einen Messekontakt habe, bin ich immer sehr brutal. Ich sage einfach auch hier, das, was du da hast, dieses Buch, was wir, also wenn wir es präsentieren, dann haben, das existiert auch. Das andere existiert gar nicht. Genau. Also das andere, was du hast, ist eine Fantasie. Du hast, man sieht das ja auch jetzt in der Entwicklung, einfach jetzt bei den digitalen Medien. Die Modelle gehen immer mehr in Mietmodelle über, in Flatrates. Du musst einen monatlichen Salär zahlen und du hast alles. Das gilt auch nur für den Moment. Und der Salär ist weg und dann ist auch alles wieder weg. Also das heißt, diese Welt ist wie eine Seifenblase auch wieder zerplatzt.
man sieht ja auch, dass in bestimmten Bereichen, wo, sag ich mal, Geld gemacht werden kann, dann die Modelle auch teurer werden oder halt im Modellzug oder was weiß ich, es gibt ja Spiele, viele Spiele, die gratis anfangen und wenn du sie nur einen Tag durchgespielt hast, bist du schon deine 20 Euro los bis zum Abend und das wird eher teurer statt günstiger. Also klar, aber das sind ja eben, aber das ist ja dann der Art von Vertrieb, der funktioniert. Und jetzt müssen wir als Gegenkonzept, wenn wir einen eigenen Vertrieb haben, halt einen haben, der funktioniert. Aber die Frage geht ja so immer direkt auch an Splitter, was Splitter da macht. Also Splitter hat letztendlich, hat auch mit unserem Programm zu tun, mit 15 oder plus Titeln im Monat und dem, was wir machen. Als Mittelständige sind wir ja da auch am Ende und wir haben die letzten 2-3 Jahre gesagt, wir suchen uns Partner und versuchen das. Und da kommen wir ja auf Comic.de. Sehr guter Anfang. Sehr guter Anfang. Aber das ist halt eben diese Geschichte, man hat ein Problem gelöst und ein anderes Problem an Bord. Und das heißt also, das kann man schon jetzt ganz sagen, das heißt ja von draußen auch schon zu sehen, diese Partnerschaft ist halt auch schon wieder mehr oder weniger am Abwickeln. Das heißt, Comic.de ist letztendlich jetzt wieder auch nur noch Splitter. Ja. Das heißt also... Das ist auch online, ist auch nur, da macht ihr nur noch alleine die Online-Seite. Macht im Prinzip jetzt nur noch wieder Splitter. Also, und damit ist das Wachstum einfach wieder personell und strukturell wieder in Grenzen. Wir wollten dieses Comic.de als Magazin, wir haben ja auch bewusst, also dieser Grundgedanke, Comic.de als Webplattform und gleichzeitig dann irgendwann mal oder vielleicht auch nachgelagert, aber in den Printmarkt zu drücken, über die Webplattform zu sagen, es bleibt nicht digital, es wird ein reales Produkt. Also wir werden auch Sachen, die zum Beispiel zeitlos sind, aus der Webseite dann eben in das Produkt bringen. Genau. Der Gedanke war ja da. Aber, wie gesagt, wir sind alleine. Das Magazin ist aus dem Grund jetzt ja auch ruhend. Dann haben wir halt gesagt, aus der Mannschaft, die wir noch haben, machen wir Comic.de weiter. Aber selbst da hat sich die Mannschaft bis heute nochmal weiter verkleinert. Also CrossCult ist von Bord. Und Tokyo Pop ist quasi auch von Bord. Okay, ja. Und das ganze Konzept, das wissen, also das die Außenstehenden ging ja auch weiter, Comic.de war ja noch ein gemeinsamer Auftritt, gemeinsame Marke quasi, Comic.de ja. Messeauftritt. Und gemeinsamer Messestand und all das. Und das ist halt jetzt die Frage, findet man neue Partner oder kann man das irgendwie reaktivieren? Im Moment ist halt einfach, gibt es im Moment ist es in der Schwebe und es braucht einfach noch einen Moment Atem. Aber die Antwort ist trotzdem noch richtig da. Es ist Splitter alleine und Splitter ist der Diener des Comiclesers. Das ist nicht verkehrt, das ist alles okay. Und ihr seid keine Egoisten, ihr präsentiert weiterhin, auch wenn bei CrossCult was Gutes erscheint, erwähnt ihr, dass es da erscheint. Das ist auch richtig, das bleibt auch bitte so. Und das geht trotzdem noch in die richtige Richtung und es wird euch dienen. Ich kann nachher ja nochmal was außerhalb des Mikrofons sagen. Ja, wobei das ist ja schon, wir sind da schon auch, was die Idealität da angeht, so out of time, weil wir dann wahrscheinlich schon auch mehr an dem Ideal arbeiten als an Marktmechanismen. Das heißt also, wir sind tatsächlich dazu fähig, andere Verlage, andere Produkte vorzustellen, dafür noch Geld zu bezahlen, weil es auch eine der wenigen Webseiten ist, wo man auch für Beiträge Geld bekommt, weil das Web ja eigentlich auch sehr billig geworden ist, ja eine andere Trend oder Entwicklung im Netz. Und trotzdem werden wir von vielen von außen, die das halt nicht so glauben, einfach doch nur als reine Werbeplattform darstellen. Also ich kenne Leute, die haben studiert und die haben zum Beispiel Wirtschaft studiert und alle Facetten, die sie in ihrem Bereich wollen oder brauchten und dann haben die dieses Wissen und die haben auf dieses Wissen, da haben die viel investiert, da haben die aufgebaut, da müssen die drauf vertrauen. Was wäre es, wenn dieses Wissen alles falsch wäre? Dann wäre der Mensch, der das studiert hat, der müsste bei Null anfangen, das möchte kein Mensch. Der baut auf Statistiken, auf virtuelle Konstrukte, auf ich nehme aus Statistiken heraus die Zukunft. Das ist aber nicht ganz richtig. Und ich selbst, ich bin jetzt nicht so dumm, dass ich mit Statistiken nichts anfangen kann. Ich habe die mir angeschaut und sehe da drin ganz andere Sachen. Ich habe 14 Jahre lang jeden Tag direkten Kundenkontakt mit dem Ernstfallleser, der dafür Geld ausgibt, gehabt. Und ich habe auch Kontakt mit den Kunden gehabt, die nicht Geld dafür ausgeben wollen. Und wenn sie verstanden haben, dass es das Ding wert ist, haben sie das Geld dafür ausgeben wollen. Das habe ich am ersten Tag von meinen 14 Jahren war ich der unfähigste, blödeste Mensch mit null Wissen. Und am Ende von den 14 Jahren, bilde ich mir jetzt mal ein, hat sich irgendwas entwickelt, dass ich nicht mehr der blödeste Mensch mit null Wissen und null Können dastand. Und da hat sich innerhalb den 14 Jahren was getan. Und ich habe auch was für mich unbewusst und bewusst wahrgenommen. Und ich kann besser verkaufen als jeder Algorithmus und als jede Statistik. Das sehe ich jetzt, seitdem ich nicht mehr im Comicladen bin. Also es ist in Zahlen, also in Statistiken,
aufzeigbar, dass das, was ich mache mit meiner Intuition, die einfach aus den letzten 14 Jahren unbewusst passiert, plus ein bisschen Wissen, das ist das, was in meinem Kopf drin ist, das lasse ich portionsweise auch ein bisschen raus und dem, dass ich einfach meine Umgebung wahrnehme und auch zuhöre, da passieren Sachen, da verkauft man und nicht, weil ich ein Verkäufer bin, sondern weil ich der Diener des mir Gegenübers bin, weil der möchte nämlich was. Deswegen kommt er zu mir und dem kann ich was geben. Ja, das ist ja so eine Kette. Ich habe ja vorhin gesagt, auch wir sind das, unseren Produkten der Diener letztendlich. Es führt zu Verkauf. Es führt zu 30% Umsatzsteigerung in zwei verschiedenen Bereichen, im Comic und jenseits vom Comic, was völlig Fremdes für mich war. Es gibt diese Kanäle und die funktionieren ja auch. Das ist das, was ja viele auch dann immer uns fragen. Warum funktioniert bei euch dieser Titel? Ja. Da sagen wir, ja, nicht, weil wir den Titel irgendwie jetzt pushen wollten oder weil wir sagen, das muss es sein, sondern weil wir eben demjenigen, der gesagt hat, du, diesen Titel, also als Chronologie, als sehr viele sind bei uns, findet ja im Bereich von Künstlern oder von Serien statt, bringt ja auch das von dem oder dem. Die Fragen sind ja da. Und wenn wir da keinen Grund dagegen sehen, dann erfüllen wir auch diesen Wunsch. Und letztendlich ist dann dieser Kanal ja von alleine gegeben. Das heißt, genau. Wir wissen auch bei der Masse der Bücher eigentlich schon vorher, was wir verkaufen werden. Es ist dann auch sehr sinnvoll für die Kalkulation, dass man halt dann einfach nicht über gewisse Ziele auch hinausschießt. Das ist überhaupt kein Wunder. Andere Leute halten das für ein Wunder, aber es ist in den Kanälen, aber es ist eine Sache der Zielsetzung, weil du hast ja gesagt, Zielsetzung Magazin. Ja. Machen wir es jetzt einfach in Bildern. Es ist nicht schwierig, in einem Fluss zu rudern, wenn das Wasser da ist und wenn es in eine Richtung strömt. Und wenn es drei Flüsse nebeneinander gibt oder eine Weiche, dann das Wasserbett einfach zu wechseln und dann darüber und dann zu sagen, dann schwimme ich da auch noch in diesem zweiten Gewässer. Das ist alles nicht schwierig. Wenn aber die Definition eines Ziels kommt und das liegt jetzt irgendwo in der Wüste, weit weg von jedem Wasserterra, dann wie kriege ich, also ich muss erst mein Wasser da hinkriegen, um später da hinzuschippen quasi, um mit dem Bild zu sprechen. Und das ist heute einfacher als früher. Und das heute nimmst du das Wasser virtuell als Handy-App. Früher hättest du echt das Wasser dahin schippen müssen. Das heißt, du sparst Geld. Das heißt, es kostet der Vertrieb, wenn du was Neues erfindest, ist nicht so teuer wie bisher. Ich sage selbst immer, heute Comics in der Art, wie wir es machen, in der Bandbreite, in der Qualität, in diesen relativ ja kleinen Auflagen und in der großen Ansprache, ist heute leichter wie vor 20, 30, 40 Jahren. Ja. Alleine über das Online-Thema habe ich eine Bandbreite, eine Ansprache. Ich habe eben viele Kanäle. Aber ich muss diesen einen Kanal halt im Verkauf wieder haben, ich muss es im Vertrieb haben, die Kanäle müssen halt alle da sein, um sie dann doch zu beschippern. Das Beschippern ist nicht schwer, aber der Kanal, ich würde auch nicht schwer das in dem Sinn sehen, dass man Kanäle aufmacht, wenn man das jetzt auch wieder bildlich immer so umsetzt, dass man sagt, man braucht jemanden, der mit einem am Ziel arbeitet. Aber er muss es halt, ein anderer muss es tun, weil du hast ja praktisch jemanden auf der anderen Seite. Wir nehmen das jetzt mal als Beispiel auch mit den Buchhändlern, einfach nur, wenn wir Direktkontakt haben. Wenn wir sagen, mach eine Wand mit Comic, wir können dir garantieren, du machst da, was weiß ich, 5000 Euro Umsatz im Monat in dieser Wand. Derjenige muss auf der anderen Seite die Inspiration haben zu sagen, das ist es mir irgendwie wert. Der muss seinen Schieber, damit das Wasser fließen kann, quasi seinen Schieber aufmachen. Sonst nützt dir die größte Wasserwand, nützt dir nichts, wenn der Schieber zu bleibt. Genau. Und das ist halt eine Marktsituation, die kann man durchbrechen, punktuell funktioniert das wunderbar, aber man kann das nicht selbst bestimmen. Ich kann keinen dazu zwingen. Wenn man jetzt einfach mal auf den Marktmechanismus aussieht, ich habe Geschäftspartner, ich habe freie Leute, die frei entscheiden. Und wenn so eine Entscheidung quasi nicht in unsere Gedanken eingeht, sondern einfach in eine andere Richtung, dann habe ich nichts in der Hand, um ihn da jetzt irgendwie zu zwingen. Ich habe auch nicht in diesem konventionellen Produkt, also jetzt die Marktmechanismen, wir haben ja vorhin über das konventionelle Produkt gesprochen. Wir reden ja von einem Geschäft, von einem Business. Ich habe halt auch finanziell das nicht in der Hand, weil es gibt Bereiche, du hast das angesprochen, eben mit dem Digitalen. Das Thema Apps. Warum sind denn Apps so erfolgreich? Also erstmal suggerieren, dass sie toll, kostenlos und sofort zu haben sind und ich muss nichts dafür tun und don't think twice, it's alright. Ist alles wunderbar. Ja, und weil sie eben nichts kosten. Weil ich nämlich gar kein Produkt herstellen muss, sondern einfach nur noch vermarkten muss. Das heißt, ich habe das Produkt 50 Mal, ich habe das 50 Millionen Mal. Ich kann damit Milliarden Umsätze machen, ohne eigentlich ein richtiges Produkt zu haben. Ich tue es eigentlich nur vermitteln. Im Prinzip ist das eine Vermittlung. Aber, also früher war das nicht so, heute ist es so, Verkaufen ist ja entertainend, also um die Leute überhaupt drauf zu kriegen, auch die kostenlose App, also aus meiner Sicht ist das auch ein Verkaufen, wenn ich eine kostenlose App an den Mann bringe und das ist heutzutage Entertainment und Entertainment
geht, du hast gerade Stichwort punktuell gesagt, aus meiner Sicht, ich bin ja keiner, der 10.000 Kunden gleichzeitig bedient. Ich bin ja immer noch an der vordersten Front, wo ich immer Kunde zu Verkäufer habe, auch heute noch. Und aber jeden Tag punktuell ist nach 14 Jahren die Masse. Jetzt, wo ich 5 Jahre nicht mehr dort bin, bin ich 5 Jahre woanders da. Nach 5 Jahren ist jeden Tag punktuell eine große Masse. Das ist der Hammer. Das glauben alle BWL-Studierenden, die glauben das nicht. Aber es ist aus meiner Erfahrung so. Ja. Ne, es ist wurscht, ob ich den Endverbraucher habe oder ob ich jeden Tag irgendwo einen rauspicke, der meine Verkaufsstelle ist. Und wenn die Verkaufsstelle nicht möchte, dann baue ich da, also es ist, ich sage das so, als wäre das ganz leicht, es ist nicht leicht umsetzbar, weil da wieder Kosten entstehen. Aber wenn die Verkaufsstelle nicht will, sie muss nicht. Das lasse ich ihr frei. Und wenn sie nicht möchte, dann soll sie diesen Bereich in ihrem Leben nicht haben. Und die und wenn ich das punktuell ein bisschen... Ja, dann kaufst du woanders, ist doch klar. Das passiert. Wenn ich jetzt in den Laden gehe heute, in einem einen Laden, die haben das Album nicht da, dann muss ich in den nächsten Laden gehen. Wenn die eben das nicht bestellen oder eben der Meinung sind, wir klappt brauchen nicht das. Klappt immer bei allem, aber da, wo entertained wird, klappt's. Und wenn du jeden Tag punktuell entertainst, hast du irgendwann als, die Masse. Als Kunde kannst du immer selber entscheiden. Aber das, hingehe, was ich mache. Aber das ist ja genau, das ist ja ein, das Problem, was sich aufbaut, weil du hast auf der digitalen Schiene hast du keine Verteilkosten, sondern du hast einen Kauf oder keinen Kauf. Und das ist dein Risiko. Wenn wir aber jetzt aus dem klassischen Geschäft rausgehen und gehen jetzt mehr oder weniger in einen großen Verteiler, dann sind alle Geschäftsfelder, von denen wir sprechen, die, weil es ein konventionelles Produkt ist, die ganzen Kosten auf den Verlag abwälzen. Ich kann ja, wir waren ja mit den Schlümpfen am Kiosk. Ja. Wir haben die Schlümpfe zwischen 14.000 und 24.000 ungefähr verkauft. Das waren wir haben 3 Ausgaben gemacht am Kiosk und wir waren in allen 3 Monaten auf Platz 1 bei den Comics. Wir hatten eigentlich jedes Konkurrenzprodukt überholt. Tatsächlich haben wir aber mit dem 24.000 Verkauften am wenigsten Geld verdient, weil wir da den Verteiler bezahlt haben und gesagt haben, wir gehen eben das, was man Phasenvertrieb nennt, wir gehen also quasi mit Ware, die wir, wo sie sich nicht verkauft, einsammelt und woanders dann positionieren. Also das ist ja die Idee. Ja. Ich komme zu meinem Kunden. Das hat ja funktioniert. Wir haben 10.000 mehr wegbekommen. Aber wir haben weniger Geld verdient. Der wirtschaftliche Aufwand. Beziehungsweise Geldverlust gemacht durch dieses Handling. Weil das nur, das ist eine Sache, weil draußen im Markt kommen im Moment, das hat aber mit Comics ja gar nichts zu tun, Partnerschaften kommen abhanden. Das ist heute so, wenn du heute mit großen Filialisten redest, dann sagen die, wir machen heute eine Besprechung, wir handeln Deals aus, aber ganz klar, ich gehe, also der große Handelspartner, ich gehe mit dem Gewinn heute raus, sonst verhandeln wir gar nicht. Ja. Du machst mit uns Umsatz, aber wir haben den Gewinn. Wenn du das nicht eingehst, dann fängt er mit dir gar kein Gespräch an. Das gilt sogar für laufende Verträge. Wir haben in Leipzig 2, 3 Business-Gespräche gehabt, also über das Thema Vertrieb mit Grossisten, ja, die ganz klar gesagt haben, dieses Gespräch wollten die und das findet nur unter den Bedingungen statt, dass wir bessere Konditionen haben. Sonst gibt es gar kein Gespräch. Die sagen das. Ja. Ja, genau. Ja, das heißt, die können schon mit dir mehr Umsatz machen. Aber das kann dir passieren, dass du mit dem doppelten Umsatz weniger oder gar kein Geld mehr verdienst. Das ist dein Problem. Also das heißt, du musst das individuelle Risiko, weil du das händische Produkt als Risiko hast, nicht mehr jetzt nur das ist das, was bisher war immer die Herstellung. Ja? Ja. Jetzt ist es aber der ganze Vertriebsweg. Genau. Und wenn der ganze Vertrieb zu 100% kommt, zu dir kommt, ist das Risiko deswegen, und das ist auch genau das, wenn 2 dasselbe Risiko tragen, dann haben sie dieselben Interessen. Und dann versuchen sie auch, das in diese richtige Richtung zu entwickeln. Wenn aber einer das ganze Risiko trägt und der andere im Prinzip den ganzen Gewinn trägt, oder einfach experimentieren kann, der muss ja keine schlechte Absicht haben. Der sagt einfach, ich bestelle mal 5.000 nach München, 5.000 nach Hamburg, aber es kommen halt 4.950 zurück nach einem halben Jahr, alles mit deinen Kosten. Ja, dann du redest aber noch von klassischen Strukturen, die es bisher gab. Weißt du was, wer das Monopol für Geldwirtschaft, das hatten ja die Banken, die waren sich ganz sicher, da kann keiner was. Und jetzt gibt es irgendwo etwas, das hat sich ganz leise entwickelt und es ist noch nicht da für die große Bevölkerung, aber die Banken haben Angst, dass es Bitcoins und Konkurrent, also und Ähnliches, dass das mit virtueller Zahlung und bargeldlosem Zahlungsverkehr auf einmal nicht mehr alle bei den Banken, denen ihre Währung nehmen, sondern dass auf einmal die Banken ohne was dastehen und wenn die
Vertriebe zu hochnäsig wären, dann könnte das passieren. Aber Bücher sind groß und schwer. Ich weiß. Weil wir wissen das im Kleinen. Vergleichbar. Ich möchte nur sagen, es gibt eine Vision, es gibt einen Anfang und ich möchte auch noch sagen, der Splitter Verlag ist weltweit nicht alleine, sondern weltweit, das hilft dir jetzt nichts, aber gibt es noch andere Ansätze und neue Ideen und neue Wege, die irgendwo überall auf der Welt so ein bisschen klein starten und bei Image ist es auch schon gestartet. Und du musst nicht sofort aufsteigen, aber du hellhörig bleiben, weil in 2-3 Jahren ist da was anders. Gibt ja schon seit Jahren das System zum Beispiel Bücherbus. Das ist etwas, funktioniert aus unserer Sicht wunderbar, ist aber halt klein geblieben bis heute. Ja. Das ist halt, weil wir machen ja das andere Geschäft nicht, sondern ist ja nur ein Partner in dem Sinne. Ja? Aber da geht das, klar, da bricht man konventionelle Vertriebswege auf. Wie die Messe selber, und wie bei jeder Messe, wo du dich selber darstellen kannst. Und selber ans Volk gehst, ohne den großen Vertrieb. Die Messen haben aber genau dasselbe Problem. Die Messen, also die Messen. Die sind schweineteuer. Ja, aber warum sind sie schweineteuer? Wir haben ja, da geht es ganz klar, die Cons in Stuttgart zum Beispiel, die teuerste war. Wir haben 4 Cons im Prinzip besprochen und haben eine mal ausprobiert. Und das Problem ist, dass auch dort werden ja die virtuellen Produkte verkauft. Dort, du siehst das schon an den Eintrittskarten, 20 Euro, 50 Euro, 100 Euro für 100 Euro, dass du dich mit deinem Handy fotografieren lassen mit dem und dem Star und der macht eine kleine Unterschrift. Wir müssen 2-3 LKWs fahren lassen, wir müssen die Ware herstellen, wir müssen sie dort ausstellen, wir müssen sie mitnehmen, wir haben Personal, Aufwand, alles Mögliche. Mhm. Wenn sich, und das ist ja auch der Grund, warum wir in Frankfurt uns deutlich runtergefahren haben und jetzt in Leipzig ja so auftreten, mit dem der Stand ist ja 3-mal so groß wie in Frankfurt, in Leipzig. Mhm. Kostet aber ungefähr nur dasselbe, die 3-fach Größe. Ja, also pro. Ja. Und es ist auch eine neue Klientel, neue Kundschaft und wir dürfen durchweg verkaufen. Und dann funktioniert das punktuell. Oh. Aber die Cons gehen jetzt genau den entgegengesetzten Weg. Mhm. Sie versprechen weniger Verkauf, haben mehr diese virtuelle Produkte und das auf Messen. Das heißt, die Preisstruktur müsste sich schlicht und einfach am Buch orientieren, tut es aber nicht. Also da sehe ich ein Problem. Ja, das wird sich nicht so einfach lösen. Deswegen denke ich auch, das wird auch bald wieder vorbei sein. Nee, die Con wird ja für sich funktionieren. Für den Comic-Bereich halt einfach nicht. Nee, eben, für den Comic ist es halt kein, so wie es sich entwickelt ist. Die Grundidee wäre richtig, des Cons an sich, aber mit der Preisstruktur. Ihr nutzt die Con einfach für was anderes. Für euer Magazin, das in 2 Jahren da sein wird, nutzt ihr die Con, um einfach nur einen Verteilstand für das Magazin zu haben. Und im Magazin stehen unwiderstehliche Sachen drin, weil Comics ist ja toll. Und das kostet auch nicht 7,95 €, sondern das kostet nicht nur auf der Con, sondern es muss ja fair bleiben für jeden. Was weiß ich, 1,95 € oder sowas. Du kriegst noch einen Donut dazu. Die haben ja Hunger. Auf der Messe gibt es wenig zu essen überall, aber viel sonst was. Und ja, so ist ja Comic.de auch schon verteilt worden. Das ganz generell, diese Comic-Cons, die jetzt gerade so, sag ich mal, aus dem Boden schießen, sag ich mal, die ist ja auch schon, ich sag mal, das sind ja auch keine Comic-Messen mehr. Nee. Das ist nicht Erlangen oder. Da ist nirgends Herzblut hinter die Leute. Ja, verkaufen also virtuell 100 Euro Tickets. Das ist eigentlich mehr Popkultur, ja, und deswegen, und darin hat sich ja San Diego auch eigentlich hin entwickelt, also das ist ja da schon genauso und ich bin ja auch, und diese Comic-Con hat auch wirklich nichts so groß mit Comics zu tun. Also sind zwar ein paar Verlage da, ja. Ich war letztes Jahr da, und weiß auch nicht, also wo sich das hin entwickeln wird. Das wird eher sowas, weiß ich nicht. Aber Comic-Cons haben nur den Namen Comic-Con, also nur da kommt Comic vor, sonst ist denen das Wurst. Ich glaube, die sind deswegen da, weil wahrscheinlich, weil die durch die Marvel-Filme, also vor allem durch die Marvel-Filme wahrscheinlich dieses, sag ich mal, die Bezug Comics in Anführungszeichen, ja, oder was da jetzt bei der größeren Bevölkerung angekommen ist. Also die Macher von den Comic-Cons sprechen jetzt praktisch alle an. Die wollen schon die Comics integrieren. Mhm. Die wollen die an Bord holen. Also das ist schon so gedacht. Aber die Strukturen sind halt nicht da. Mhm. Das heißt, das ist zwischen Wunsch und Wirklichkeit sind halt dann da Welten, weil die schon auch überrascht sind, dass wir mit diesen Preisen überrascht sind. Mhm. Dass es für uns nicht funktioniert. Zeit. Das ist einfach eine, wie ich es ja gesagt habe, ich kann das einfach erklären. Da steht halt derjenige, der ein virtuelles Produkt für 20 Euro verkauft und der andere verkauft für 15 Euro das reale Produkt. Da kann der Gleichklang nicht stattfinden. Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, also gerade bei der Comic-Con Stuttgart weiß ich halt auch, wo der Veranstalter herkommt. Der kommt von der FatCon. Also das ist ja die FatCon GmbH, was halt ursprünglich ja auch eher sowas wie eine Sci-Fi-Convention war. Also
mittlerweile auch immer noch ist, aber wo halt es eigentlich auch darum geht, dass Stars kommen und die Leute deswegen kommen, weil da Stars halt hingehen. Das ist mittlerweile auch rückläufig, weil die Leute halt auch nicht mehr, ich sag mal so, der Interessenkreis kleiner geworden ist, die da noch auf diese FedCon gehen. Also ich erlebe das ja auch jedes Jahr, ich gehe jetzt ja auch hin, es werden weniger Leute. Sie verdienen auch nicht mehr so viel, weil dann auch die Leute, die noch die alten Stars, also ich meine, da kommen mittlerweile auch, sage ich mal in Anführungszeichen, die alten Stars ja von Star Trek. Man versucht, andere Sci-Fi-Serien mit hinzuzunehmen, aber das ist, zieht halt nicht so, ja. Aber selbst da haben die Leute schon das zig dritte Foto mit wem auch immer, ja. Ja. Und das verkauft sich für die halt auch nicht mehr. Und ich vermute, dass sie jetzt versuchen, da so in diese Comic, also auf diese ganzen Comic-Sachen halt mit aufzuspringen, weil, wie gesagt, die Marvel-Filme halt auch sehr erfolgreich sind, aber halt vielleicht auch einfach noch nicht wissen, wie sie das tun sollen, ja. Also die Comic-Cons machen ja, wenn du es von der Geschichte, von der Erzählung her machst, machen sie ja kein Produkt. Sie machen Merchandising drumherum, sie haben den Charakter da, sie haben die Unterschrift, das Foto mit ihm, ja, die Artist-Card oder was weiß ich, und da wird im Prinzip auch von mir aus eine Bühnenshow, wo vielleicht mal eine Talk halbe Stunde ist oder was weiß ich, aber es ist ja gar kein Produkt dahinter. Das Produkt ist woanders da gelaufen. Das Produkt war im Kino, das Produkt läuft im Fernsehen, hat man schon daheim, man ist ja Fan davon, man kauft halt T-Shirts und sowas, das ist klar. Das Produkt, das sieht man ja auch in der, eben in den Maskeraden, das Produkt verlagert sich. Und das ist mit Sicherheit auf dem on the long run so, also auf die lange Zeit gesehen, ist das auch ein Problem, weil sie dort im Prinzip ja gar nichts Exklusives inhaltlich, storytechnisch. Also schon, sie haben Produkte, die sie für machen, aber sie betreiben nicht den Aufwand. Wenn sie theoretisch hinstellen würden, weil das wäre ja der Vergleich jetzt mit einem Comicbuch, was man zwar auch außerhalb einer Con kaufen kann, aber wenn ich das Buch dort erwerbe, erwerbe ich das Original, nehme das nach Hause und lese das. Ich müsste praktisch von denen aus hingehen, sagen, meine Fernsehserie läuft morgens bis abends im Sender, nur für die Con machen wir drei Ausgaben, die nur auf der Con laufen. Mhm. Das wäre das Gegengeschäft, weil dann habe ich ein Produkt inhaltlich. Ich habe eine Geschichte, ich habe eine Erzählung, ich habe einen Grund und ich habe etwas, was vielleicht auch die Community, wenn sie dann dort ist, auch verbindet, weil die, die nur dort waren, das so erlebt haben. Was vielleicht auch bei Musikkonzerten, bei Livekonzerten, wenn ja individuelle charakterische Ausprägung ist gegenüber einer LP, weil das Live-Konzert auf die Zuschauer eingeht. Sowas bräuchte halt wahrscheinlich ein Comic-Con und nicht nur diese Vermarktung, nicht das schnelle Foto und was weiß ich. Also ich wollte mal sagen, ich war jetzt ein paar Jahre hintereinander auch immer in London auf den Comic-Cons. Ja, das war eine ganz andere Geschichte. Da ist es halt so, dass sie Zeichner von Übersee oder auch von England selber einkaufen, sag ich mal, also das präsentieren. Ja. Dann hast du zum Teil 200 bis 300 Zeichner, die dort sind. Ja, du hast eine Artist-Allee, das heißt, du hast Zeichner, die da stehen oder sitzen und nur für Geld zeichnen. Ja, da man auch keine großen Produkte verkauft. Gut, der eine oder andere bastelt sich ein Skizzenbuch zurecht. Ja, es gibt vielleicht mal ein Variant-Cover von irgendeiner normalen Serie. Ja, aber du hast echte Zeichner da. Ja, das heißt, du hast als Comic-Fan zumindest die Möglichkeit, dir da deine Signaturen zu holen, dir deine Zeichnungen abzuholen. Ja, und du hast das Thema Comic sehr, sehr breit dabei. Ja, und du hast das Produkt ja vorher schon gehabt. Ja. Dass du im Prinzip für Geld signierst, das ist das, was wir jetzt traditionell ja nicht machen. Nein, das wird aber leider die Zukunft. Aber das ist aber genau die Reaktion darauf. Ja, das heißt, das Geld wird ja deswegen verlangt, weil das Geschäftsmodell sonst nicht mehr funktioniert. Das heißt, man ist ja, geht dazu über und sagt, ich vermarkte die Zeichnung als Produktbezahlung, weil das andere Produkt, was auch bezahlt wird, einfach sich noch nicht rechnet mit dieser Geschichte. Das ist ja auch genau das, was ich den Leuten immer erzähle. Wenn wir in Erlangen sagen, ja Leute, dann habt ihr gute Geschäfte gehabt, habt ihr guten Gewinn gemacht, dann sage ich, nein, in Erlangen bringen wir Geld mit. Derselbe, nicht irgendwie der gleiche, derselbe Kunde kommt an denselben Stand, an denselben Tresen. Das ist der erste Satz. Ich habe die Serie A das letzte halbe Jahr extra nicht gekauft, um sie hier zu kaufen. Dafür müssen die ganzen Scheiße anschleppen. Um euch was zu gönnen. So, und dann sitzt ein Künstler, unser Bester ist unser Gimenez, ja, der dann praktisch pro Gesicht eine halbe Stunde und pro Waffe, weil dann der Erste gesagt, ich will auch eine Waffe, dann wollten alle eine Waffe. Und dann hat er 7 Zeichnungen gemacht an dem Nachmittag in 4 Stunden. Das hat... dann verkaufst du 7 Alben. Wir investieren, ich sage jetzt mal, mit Flugzeug und Gimenez tut sich immer verfliegen und verfahren in Europa, den holen wir dann mit Taxi irgendwo ab. Das geht dann kreuz und quer. Am Schluss haben wir 3.000, 4.000 Euro ausgegeben, um 10 Bücher zu verkaufen. Ja.
Da haben wir also 200-300 Euro pro Buch dazugegeben. Das ist die rein wirtschaftliche Betrachtung. Natürlich hat man was drumherum, wo man dann vielleicht später dran partizipiert. Aber dieses Ganze zu denken, es ist ein Geschäftsmodell, kann so nicht so zeichnen, Sketche, schnell. Deshalb geht ja auch der KTU, deshalb geht ja auch in Frankfurt und überall letztendlich die Belletristik. Da stehen 100, das ist so banal einfach, da stehen 100 bis 200 Leute und der fragt nur für wen, für Maria, für Hannes, für was weiß ich. So, nach dieser etwas ausufernden Diskussion gibt es jetzt eine etwas schnellere Fragerunde. Jetzt machen wir das einfach mal so ein bisschen, straighter. Und dann gibt es noch eine Fragerunde vom Marshall, glaube ich. Also, eine runde Frage, ja. Vom runde Marshall gibt es dann auch nochmal Fragen. Gut, das. Den kriegst du heute noch. Forst, gibt es im festen Tagesablauf oder gibt es überhaupt einen festen Tagesablauf oder variiert das so im Tagesgeschäft? Ja, aber holla, natürlich gibt es einen festen Tagesablauf. Es gibt gar nichts anderes mehr seit 11 Jahren. Das heißt, wir haben es ja von Anfang an, also ganz am Anfang war das im Prinzip vieles, was aufgebaut werden musste und dadurch war das vielleicht nicht so feste, aber seit Jahren, wir haben einen festen Plan, wir haben feste Termine, feste Aufwand, feste Partner, feste Verträge. Also klar, ganz genau, ein Plan. Also, fragst du jetzt nach meinem oder dem Gesamtplan? Ja, nach oder? Deinem. Es geht jetzt prinzipiell um dich erstmal. Ja. Also ich bin ja der... Also montags erstmal... Ich sag mal... Ist es nach Wochentagen gestaffelt oder ja? Also 2-3 Sätze zur Konstruktion. Also so, wir haben natürlich schon eine Arbeitsteilung, wie sie in jeder Firma ist. Jeder hat seinen Fachbereich und seinen Hauptbereich. Bei Dirk und mir ist es halt, dass wir natürlich auch Inhaber sind und dadurch erweitert sich das. Deshalb musst du auch Fragen beantworten, die vielleicht nichts mit deiner eigentlichen Arbeit zu tun haben, aber eben mit der Firma an sich gesehen. Aber wir beziehen es jetzt mal auf den Arbeitsablauf. Und da haben wir im Prinzip die Situation, dass wir 3 Redakteure haben in Bielefeld, die auch gleichzeitig Lektorat und immer, wie die Zeit da ist, noch ein bisschen Kundenbetreuung, ein bisschen Kontakt und Presse-, Medienarbeit machen. Bei den dreien ist es so eingeteilt, dass einer mehr für die digitalen Medien ist, der andere ist mehr für das Analoge und der andere ist mehr so für den Kundenkontakt, also für das Businessmäßige. Also jeder hat so ein bisschen Schwerpunkte. Dann haben wir einen reinen Lektor, den man eigentlich als Hauptlektor bezeichnen, das wäre der Martin, der dann im Prinzip zwar auch Redaktion macht, aber hauptsächlich als Lektor da ist. Der macht dann aber so jetzt im Business mit Kundenkontakt und sowas gar nichts, aber der arbeitet halt sehr viele inhaltliche Planungen. Also viele von diesen Making-ofs zum Beispiel, die wir haben, werden von ihm mit vorgedacht. Dann haben wir den Dirk, der halt den Einkauf macht, den Lizenzeinkauf. Und wenn das ganze Zeug halt quasi gemacht ist, dann bin ich auf der anderen Seite von dem Ende und mache die Produktion, also sprich die Bücher selbst, die Herstellung. Das ist eigentlich die Einteilung. Ne? Wenn man es einfach nochmal schnell sagt, also jetzt auch um die Namen zu nennen, ja, der Max ist im Prinzip den wir an Bord haben seit im April. Und Max macht im Prinzip mehr den Business-Kontakt. Die Anne macht mehr den Kundenkontakt intern, macht mehr Werbung, Merchandising, Lektorat und Redaktion. Das Sven macht mehr so diese multimedialen Medien, macht ja eben teilweise Comic.de mit, macht teilweise unsere Accounts, also Twitter, Facebook und was so ist und eben auch Redaktion, Lektorat. Bei Kundenfragen und Kundensachen tun halt eben Dirk und ich auch, weil wir ja keine kopfwerte große Firma sind, machen wir halt auch sehr viel Kundenkontakt, sehr viel Leserkontakt, eben die Forenbetreuung, was weiß ich, wird auch von uns ja mitgemacht. Dirk macht dann, wenn Lizenzen eingekauft sind, macht Dirk halt sehr viel Layout, also das heißt sehr viel der Titelpräsentation, sowas macht eigentlich der Dirk, dass er letztendlich ja auch im Vorfeld, weil es müssen ja deutsche Titel auch gefunden oder auch auf Design werden. Heute sind ja sehr viele Titellogos auch individuell, also für den deutschen Markt anders wie im Ausland oder eingedeutscht. Das macht eigentlich er überwiegend. Was wäre noch? Wie gesagt, bei meiner Seite, bei mir ist dann schon der Schritt, dass eigentlich ich auch Visualisierung mache, aber da habe ich mich halt spezialisiert, was jetzt die Geschichte angeht. Ich mache mehr die Retusche, die Bild, die EBV, die Bildbearbeitung, also sagen wir mal die inhaltliche Retusche von Comics, die Restauration von altem Material, die Visualisierungen, die alle so wie Bücher aussehen, die 3D-Geschichten für Katalog, für Werbeseite, die kommen von mir. Der Stefan, der ist jetzt aber
in unserer Muttergesellschaft, in der Animagic, aber der arbeitet sehr viel für Splitter, der macht die Webseite, der macht also im Prinzip die Kontakt, wobei der jetzt ein bisschen und macht halt auch diese technische Sachen, Surfer und so Geschichten, das fahren wir aber jetzt gerade so stärker zurück, weil wir ja uns professionalisieren, das heißt, wir verkoppeln unseren Shop im Moment, unseren ganzen Auftritt mit PPM und der Alexander Poluda hat jetzt den neuen Shop gestaltet, also das ist jetzt der wiederum. Deshalb ist ja auch das ganze Design, das ganze Aufbau. Aber das hat jetzt weniger von dem Visuellen aus, sondern es hat einen inhaltlichen Grund, weil wir einfach technisch mehr die Firmen zusammenwachsen lassen müssen. Weil es hat auch mit dem Wachstum insgesamt zu tun. Wir haben jetzt insgesamt 1300 Artikel, die lieferbar sind. Nur die lieferbaren, die müssen verwaltet werden. Ja? Das muss alles immer, und das kannst du nicht mehr so irgendwie mit Kopf und mit Brain und denk mal dran, da müssen wir nachdrucken oder da müssen wir was machen, sondern oder Vertrag verlängern, all so Sachen. Es muss immer mehr automatisiert werden und deshalb ist das Ganze ja auch so, dieses Redesign. Ja. Ja. Also früher war in Anführungsstrichen die 10 Jahre lang ja die Delia unsere Geschäftsführerin, aber sie ist ja als Geschäftsführerin zurückgetreten. Aus gesundheitlichen Gründen will weniger machen und ist jetzt Mitinhaberin, aber macht Geschäftsführung, machen wir jetzt eigentlich über unser Steuerbüro. Das heißt also, wir selbst sammeln letztendlich Belege und lassen über das Steuerbüro mehr so das Business ab. Schieben wir so ein bisschen raus. Ja. Im Moment. Okay. Ja, nochmal näher zu deinen Aufgaben bei Splitter. Also du, was würdest du jetzt genau sagen, ist dein Bereich, also Restauration hast du schon angesprochen. Also fachlich sagt man halt im praktisch EBV. Ja. Okay. Heute, weil heute alles elektronisch ist, elektronische Bildverarbeitung. Das heißt, das ist im Endeffekt eben verbessern oder umarbeiten, Daten so umbauen, dass sie halt druckbar sind, Druckqualität herstellen, Druckqualität kontrollieren und alles im Vorfeld. Also jetzt sagen wir mal, heute läuft ja 99% auf PDF-Basis. Also PDF ist ein Ausgangsformat, für die, die es nicht kennen, so wie man halt an der Word, was weiß ich, ein Doc erstellt, so erstellt man halt bei uns ein PDF-Dokument. Und das geht heute eigentlich nur noch rein digital in die Druckerei. Und das muss ja im Prinzip gesammelt und eben fachlich bearbeitet werden, damit das nachher Druckdaten sind. Wir kaufen auch nur die Druckdienstleistung ein. Also das heißt, wir lassen von draußen nichts bearbeiten, was das angeht, damit man halt die Kontinuität, den Gleichklang hat. Weil du hast natürlich draußen auch Fachleute, aber du kannst nicht irgendwie jetzt die ganzen Druckereien und alle Leute dazu zwingen, dass die deine quasi, also fachlich heißt das sogar eben Profile, Farbprofile, deine ganzen Spezialitäten im Kopf haben, sondern das machen wir in-house, das ist eigentlich mein Job. Also EBV, Bildbearbeitung, das ist der Oberbegriff. Okay. Und wenn die Bildbearbeitung fertig ist, dann kommt eben nach hinten raus im Endeffekt die ganze Produktion, die ich halt auch mache. Das heißt also, irgendwann mal kommt ja der Tag X, wo Papierbestellung, Kalkulation machen, Ausliefertermine, Herstellung, all das nicht nur angeschoben, sondern ja auch kontrolliert werden muss. Andrucke, kontrollierst du auch? Die Andrucke, die aus der Druckerei kommen? In jedem Fall, ja. Ne, es gibt auch, also wir haben ja im Moment so ganz klar ein bisschen Kritik abbekommen, dass bei uns auch ein paar Fehlerchen entstanden sind und so in letzter Zeit. Ja, ein paar Klöpse haben wir als Verlag, wo wir so immer so jahrelang fehlerfrei gearbeitet haben, wir jetzt tatsächlich ein paar Klöpse drin, die uns selbst irgendwie auch leid tun. Aber wenn einer von draußen kommt und sagt, schau dir auch auf eure Comics, also ich würde sagen, wir schauen mehr auf unsere Comics wie viele andere, weil wir haben wirklich 5, 6 Stufen, bevor das letztendlich ausgeliefert wird. Das heißt, es gibt in jedem Fall eine rein redaktionelle Bearbeitung. Die Redaktionellen, die schauen ja auch auf innerliche Qualität, auf Stimmigkeit. Das gibt eben die reine, was jetzt von meiner Seite ist, die reine Bildbeurteilung, ja, Bild-EBV. Wenn das beide zusammengeflossen gibt, gibt es ja das Lektorat. Lektorat machen bei uns insgesamt in-house 4 Personen. Einer macht es hauptberuflich und extern machen es auch 2 Personen, einer auch hauptberuflich, also die auch wirklich Lektoren sind. Einer arbeitet im Bereich der Unternehmensberatung im Bankengeschäft, der lektoriert Geschäftsberichte und alles Mögliche. Also was das reine Lektorfähigkeiten angeht, also wirklich Vollprofi. Wenn Fehler bei uns entstehen, dann eher, dass vielleicht durch die Kommunikation einfach mal auch Fehler vielleicht nicht richtig weitergegeben wurden. Aber wir haben schon immer die auch wirkliche Fachleute an den jeweiligen Positionen sitzen. Dann geht es, wie gesagt, in diesen eigentlichen Datenpakete. Die Datenpakete werden auch gegenkontrolliert, also das heißt das PDF erstellen. Das geht in die Datenübergabe, das heißt, die Daten sind so vorbereitet, dass sie eigentlich druckfähig sind, gehen aber in die Druckerei. Die Druckerei hat ja auch immer eine
das ist im Prinzip, das macht die Druckerei schon noch selber, das Ausschießen auf die Platten. Das heißt, das muss ja auf die Druckplatten und auf die Druckjobs verlegt werden. Das heißt, in der großen Druckerei stehen ja heute, was weiß ich, 20 Maschinen und arbeiten 30, 40, 50 Leute. Und dann tut nicht eine Woche lang unser Comic drucken, sondern vielleicht 10 Leute in ein, zwei Tagen alle zusammen. Mhm. Und dieser Job nennt sich dann Ausschießen. Das heißt also, da werden die Seiten eingeteilt, auf die Seiten verteilt. Das Ausschießprodukt bekomme ich auch. Das kontrolliere ich nochmal gegen. Dadurch also quasi dann nochmal zum Beispiel auch die richtige Seitenreihenfolge. Mhm. Das ist dann so der typische Ausschießfehler, wenn auf einmal die Seitenreihenfolge nicht stimmt in so einem Produkt. Dann wird das ganze also das ist dann erst die Bearbeitungsfreigabe. Aus der Bearbeitungsfreigabe kommt dann die Druckfreigabe. Und wenn dann gedruckt ist, sind das Andrucke. Wir haben ein Digiblot zwischendrin. Der Digiblot ist quasi direkt die Ausgabe aus der Druckmaschine. Das ist also praktisch ein Programm, was vor der Druckmaschine sitzt und gibt alles, also auch die gerippt, also das sind dann die gerippten Daten. Daten sind dann die Daten, die auch auf die Druckplatte gehen, weil da können auch Fehler entstehen. Da sind also dann auch alle Passecken dran, alle Farbbalken, alle Sonderzeichen, alles, was da so quasi irgendwie mit zu tun hat, sind da schon drin. Marker, Falzmarker und all sowas. Also quasi die fachlich aufbereiteten Daten, die kriege ich nochmal, das machen wir teilweise mit Andrucken, teilweise über Digiblot nennt man das. Das sind auch Andrucke, das ist nichts anderes als ein einzelnes Dokument, das nochmal für sich gilt und nochmal kontrolliert wird und daraufhin kommt die Druckfreigabe. Wenn die Druckfreigabe gemacht ist, wird letztendlich der Bogen gedruckt. Der Bogen kommt auch hierher und wird dann eben zur Bindefreigabe gegeben. Die Bindefreigabe ist dann praktisch das Weiterverarbeiten. Das heißt also, wenn wir jetzt ein Buch haben, was sagen wir mal aus 7 oder 8 Bögen besteht und einer ist nicht in Ordnung, dann wird der eine Bogen nachgedruckt. Das kommt auch so, ich sage jetzt mal ein Dutzend Mal im Jahr vor, ohne dass da draußen irgendwie jemand sowas mitkriegt. Das sind alle Arten von Fehlern. Das kann jetzt von der Druckerei selbst sein, das kann ja einfach mal Verarbeitungsfehler sein, ja, also schlechte Farben, Papierfehler, gibt es ja auch in der Herstellung von Materialien, kann es manchmal Fehler geben. Ja. Es können reine später interne Fehler sein, eben dass wir selbst noch in der späteren Phase entdecken, oh, da haben wir eben auch nochmal Schreibfehler oder sonstige drin, wo wir sagen, das korrigieren wir noch, dann fräsen wir ein bisschen Kreide, geben ein paar hundert Euro halt extra aus, um halt ein paar Bögen nachzudrucken. Es sind aber auch oft noch lizenzliche Probleme, die dann auftauchen. Also sehr oft werden Sachen auch genehmigt und dann wieder zurückgerufen, bevor das Buch draußen ist. Und dann hast du halt immer den Stress, gehst du es jetzt juristisch an oder tust du lieber neu drucken und dann drucken wir auch neu. Machen wir auch des Öfteren. Kommt vor, ist noch nicht so ganz der große Schaden, weil es ist noch nichts aus, also es ist ja noch nichts draußen auf dem Markt, nicht ausgeliefert. Es ist noch nicht weiterverarbeitet. Sehr viele Kosten sind ja Material, Transportkosten, Handlingkosten, Margenkosten zwischen den einzelnen Händlern, also dem Handling da, das ist alles ja nicht angefallen, also sind so eigene Bögen nicht so teuer. Da gibt es dann im Prinzip die Bindefreigabe und die Bindefreigabe bedeutet, dass aus der, dass also die eigentliche Herstellung vom Buch dann, ja, also das eigentliche Papierbinden, das Falzen, das Kleben etc. und aus der Bindephase bekomme ich aus den ersten 3 Kartons immer 5 Exemplare, 15 Exemplare, die zu mir kommen und die muss ich freigeben für die Serie. Das kann jetzt 2 verschiedene Dinge sein. Bei kleinen Auflagen wird die Auflage durchproduziert, sagen wir mal 2000 werden produziert. Dann kriege ich 15 Exemplare, die gebe ich dann. Das ist dann die Versandfreigabe. Die sind dann schon parallel, gehen die zu PPM und dann müssen die auf meine Versandfreigabe warten, bevor die Bücher überhaupt packen dürfen. Also nochmal, also deswegen sage ich es um die 6-7-stufig bei uns, bis das Buch wirklich irgendwann mal komplett raus darf. Bei größeren Auflagen ist es aber so, weil ja das Risiko größer wird, dass Schaden größere Fehler macht, dann kriege ich im Prinzip auch Bindefreigaben mit einer Vorabproduktion. Das heißt, wir machen einfach 1000 Stück oder 2000. Weil wenn wir 5 oder 10.000 zum Beispiel eine Lizenz haben, dann wissen wir, dass wir, und die auch herstellen, dann wissen wir, dass wir die sowieso in den ersten 4 Wochen verkaufen. Dann stellen wir manchmal 1.000 oder 2.000 her und geben aber den Gesamtdruckauftrag rüber, haben natürlich auch den Gesamtpreis, also haben einen Preisvorteil, das gibt uns keinen Nachteil. Und dann wird das Buch quasi nochmal quasi aus denselben Daten einfach nochmal weiter produziert oder weiter gebunden. Das kommt jetzt darauf an, mal wird es neu gedruckt, mal wird es nur fertig gebunden. Das ist nicht eine Regel, sondern es hat was mit der Menge des der Bücher, der Aufwand, des Papiers, dem Termin, der Menge zu tun. Das ist individuell. So, und dann ist halt Versandfreigabe, heißt PPM packt ein Paket und dann geht's raus. Dann geht's in die Läden oder zu den Kunden. Am selben Tag. Das betonen wir immer. Das heißt also auch da laufen, also wir haben einen Anliefertag mittwochs. Das ist schon seit 7, 8 Jahren durchweg so. Mittwoch, weil Donnerstag, Freitag PPM vorpackt.
zum Wochenende, dann samstags ist alles bereit und montags früh geht das quasi in einer Frühschicht. Fahren da 6, 7, 8 verschiedene Dienstleister, das ist ja alles dabei, also von der Post über DPD, die dann alle im Prinzip diesen Verteiler drauf sind. Das sind so um die 700-800 Pakete, die dann am selben Termin rausgehen. Das ist diese Erstauslieferung. Und in der Moment, wo das rausgeht, wird innen drin die Privatkundenbestellung gepackt, die auch schon am Wochenende vorbereitet wurden. Also das sind dann einfach so quasi, was ich die Belegexemplare wie Lieferschein, Rechnungen, wird halt alles gedruckt, wird alles vorgepackt, liegt aber alles sauber mal auf Packtischen. Und wenn dann quasi mittags um 12 die LKWs losfahren, dann gehen so, ich sag mal, 2, 3 Stunden später kommen dann diese einzelnen Abholer, also meistens die DPD macht bei PPM sehr viel, der dann die Einzellieferung, also die Direktkunden beliefern. Der Hintergedanke ist, dass es am nächsten Tag zur selben Uhrzeit überall ankommt. Also funktioniert einfach nicht perfekt, liegt aber nicht an uns, aber von der Planung her tauchen alle Bücher, sagen wir mal eben von einem Titel gehen in der Regel 800 bis 1000 im Schnitt raus als Erstauslieferung innerhalb von 24 Stunden überall auf. Jetzt hast du die ganzen Stationen durchlaufen, mal so grob. Wie lange habt ihr denn Vorlaufzeit für einen Titel? Jetzt mal völlig abgesehen von so Ausnahmen wie wenn du Restaurationen machen musst oder sowas. Kann man das überhaupt pauschal sagen? Das ist deswegen, weil du ja gefragt hast, ob der Ablauf immer derselbe ist. Er kann gar nicht viel anders sein, weil wir ja praktisch, wir machen ungefähr 20 Bücher im Monat, weil wir ja auch Nachauflagen und alles, also jetzt rein produktionstechnisch ja genauso, müssen genauso korrigiert, gelesen, verwaltet, gedruckt, hergestellt, bezahlt, vertrieben werden. Das ist eigentlich, ja, man spart halt ein bisschen was am Anfang irgendwo, weil man schon vorher weiß, was man dann macht, aber das 80% der Arbeit fallen eben noch an. Und deshalb machen wir ungefähr jetzt im Schnitt die letzten 2, 3 Jahre immer 20 Stück im Monat. Und da kann man ja praktisch sagen, einen Monat, 20 Tage, also jeden Tag muss ein Buch durch. Das heißt also, das hängt jetzt mit an, wer ist in Urlaub, wer hat Kapazitäten, wie viel Arbeit ist ein Buch. Es können auch mal 3 Leute gleichzeitig an einem Buch arbeiten. Also sagen wir mal, ich mache eben die EBV, jemand lettert, jemand lektoriert schon vielleicht den ersten Teil, weil wir mal 200 Seiten schicken, da werden schon die ersten 100 Seiten lektoriert werden, die ersten anderen erst gelettert werden. Dann wird das am selben Tag mal bearbeitet von 3 Leuten. Oder man kann auch andersherum sagen, einfach die Mannschaft macht jeden Tag ein Buch. Wir müssen halt schauen, hauptsächlich eben Dirk und ich, dass wir das halt verteilen, weil es zum Schluss immer so eine Welle aufläuft. Es wird immer, die letzte Woche ist halt die hektischste, weil man das einfach versuchen muss, auch schon in der ersten Woche 4, 5 Bücher fertig zu bekommen, in der zweiten 4, 5. Und deshalb ist es eigentlich eben immer das Gleiche. Okay. Wie entscheidet ihr denn, abgesehen jetzt von den Lizenztiteln, wo der Veröffentlichungstermin noch gar nicht feststeht im eigenen Land, wann ihr was veröffentlicht? Also wenn wir praktisch frei entscheiden können, wenn wir praktisch sagen, es ist was Neues und wir keiner kennt es und wir sagen, jetzt bringen wir es da. Oder liegt halt komplett vor schon. Oder lassen wir mal so, es gibt zwei Phasen der Katalogplanung. Die eine ist quasi die Wunschplanung und das andere ist halt die realisierbare Planung, so würde ich das sagen. Ja. Und wenn du 70 Titel hast oder was weiß ich, ist nie alles realisierbar, also muss es 2 Phasen geben. Die Wunschplanung ist im Prinzip die, wir haben vorhin mal irgendwann mal über Western und Science Fiction und Fantasy. Das heißt, wir machen ja auch visuell diese Spalten und da kann man ja mehr, es ist nicht 100%, aber man kann mehr oder weniger von oben nach unten ein gewisses Genre, eine gewisse Orientierung sehen. Und wenn wir die Vorplanung machen, die dann ja immer praktisch fast ein Jahr vor der Veröffentlichung ist, dann geht die wirklich nach Wunsch. Das heißt, wir suchen konkret im Einkauf, was weiß ich, wir brauchen, jetzt wir haben April, wir brauchen einen Science Fiction, dann suchen wir den. Und dann gehen wir im Prinzip, ich sage mal, ganz normal los, gehen unsere, wir haben ja die Kataloge, die Angebote, die Messegespräche und dann machen wir im Prinzip Brainstorming, weil mehr oder weniger, das ist ja das Besondere im deutschen Markt, der saugt ja vielleicht nur 10% von dem, was wir theoretisch bringen könnten, auf. Das heißt also, wir können schon immer aus einem Pool von mehreren Sachen wählen. Bei manchen steht das schon beim allerersten Blick, also auf mancher Messe gehen wir raus aus der Halle, haben ein Gespräch gehabt und sagen, kaufen, kaufen, kaufen und dann haben wir 3 Titel und dann weichen wir den ganzen Jahr nie mehr davon ab und dann steht das eigentlich fest. Aber es gibt auch andere Titel, wo wir sagen, aha, Achtung, ins Memory, ein Kanne-Titel, zumal bei modernen Sachen, du ja mittlerweile auf Messen auch oft nur Bleistiftzeichnung oder 5 oder 10 Seiten gezeigt bekommst, kannst du die Entscheidung vielleicht auch so noch gar nicht treffen. Ja. Qualitativ oft schon,
aber auch nicht treffen, was das Timing, weil wenn wir es in den Katalog nehmen, muss es ja auch fertig sein. Das heißt also auch da, Frankreich geht also auch ganz klar immer mehr so in Just-in-Time-Produktion über. Hat viele Gründe. A, weil die Verkaufszahlen etwas zurückgehen, weil mehr Konzept sehen, mehr Künstler an einzelnen sehen, wird also die Geschwindigkeit gesteigert, aber auch das Moderne, das Digitale Herstellen, das Drucken, das Vermarkten geht alles schneller. Das heißt, wir setzen dann manchmal auch einen bestimmten Titel fest und sagen, in diesem, und wenn er nicht in diesem Katalog ist, dann im nächsten. Das steht dann quasi auch fest. Also so machen wir erst einmal voll. Haben wir dann im Prinzip die Stückzahl an sich erfüllt, dann kommt nochmal der Verteiler. Das ist so der zweite, also das gehört in die erste Phase noch, aber es ist der zweite Schritt. Der erste Schritt, alles ist drinnen und dann sagen wir, okay, das ist jetzt ganz einfach, eben so wieder eine Leser- oder Kundenorientierung. Wir haben eine laufende Serie oder was Neues. So, jetzt haben wir eine bestimmte Science-Fiction für einen bestimmten Stil, eine bestimmte Sachen, ist ausgelaufen, ist schon 6 Monate her. Wir haben ja 6 Monate Spanne, ne? Halbjahreskatalog, dann setzen wir das natürlich ganz oben hin. Wenn irgendeiner erst bedient wurde letzten Monat oder im noch laufenden Katalog gerade bedient wird, dann wird da ein bisschen ein Abstand reingemacht. Dann sagen wir, okay, lass es mal runterwandern. Das heißt also, wir tun dann quasi mit diesen ungefähr 70 Titeln im halben Jahr spielen. Mhm. Die schieben wir so auf dem Brett nach oben, also auf der Zeitschiene nach oben und nach unten, um dann einfach zu sagen, wo ist es besten positioniert. Das ist aber alles erstmal frei. Mhm. So, und dann gehen wir im Prinzip genau mit diesen Plan, der muss ja erst einmal da sein, dann gehen wir dann im Prinzip in die Lizenzangebote. Ne? Also parallel entsteht natürlich auch immer noch Gedanke, was könnte man verkaufen, also was für Stückzahl, was machen wir für ein Angebot. Und dann geht von uns manchmal an einem Tag 40, 50 Angebote raus an verschiedene Partner, Lizenzpartner. Und daraus entsteht im Prinzip dann aus der Rückantwort dann später die zweite Phase. Ne? Mhm. Wobei die zweite Phase jetzt nicht ein paar Tage später, sondern da muss man jetzt ein Vierteljahr Zeit geben oder was, weil meistens ist die Antwort, die Serie ist top, es gibt 5 Verlage, die sich für interessieren. Von vornherein mal gleich 500 mehr anbieten, geht dann schon los. Ja. Dann bremsen wir uns schon immer aus, dann bieten schon 500, aber nicht jetzt, weil dann landen wir nach einem halben Jahr 5 mal geboten, 5 mal 500, da haben wir am Schluss 3000 mehr eingekauft, wie wir wollten, das macht auch keinen Sinn. Also dann kommt halt das Taktieren oder was weiß ich, dann wird halt mit diesem, du spielst dann irgendwie Schach oder was, so kann man das nennen, du legst strategisch fest, was du wo positionierst, wo du vielleicht, du hast ja auch Lizenzgeber, die mit dir bestimmte Umsätze haben, wo du sagst, komm, den Titel, da wagen wir jetzt mal auf 5000 hoch, weil wir dem anderen einfach nicht mehr wie 2000 geben, aber wir wollen noch haben, also das ist bei uns ja auch die Liebhaberei oder die Kundenorientierung. Wir sagen ja auch nicht, das wird ja, betonen wir ja auch immer, dass wir versuchen, nicht so hohe Auflagen einzukaufen, weil sie ja höheres Risiko wären. Und das heißt, dass wenn wir 2000, das ist halt unsere Baseline, also drunter machen wir normalerweise ja keine Bücher. Also, aber wenn wir 2000 einfach so als realistisch ansehen, dann kaufen wir auch oft nach Geschmack ein. Da muss man einfach sagen, komm, kauf den und den. Und da sind wir jetzt beim Künstler zum Beispiel, nicht bei der See, beim Künstler. Wenn der Künstler was ganz anderes macht, kaufen wir trotzdem den Künstler ein, weil wir wissen, wir haben ja Leser für den. Was macht dir denn an deinem Job am meisten Spaß? Das, Also gibt es einen speziellen Prozess, eine spezielle Aufgabe, irgendwas, was dir am meisten Spaß macht? Mittagspause. nee, man kann das gar nicht so auf das Einzelne beziehen, weil der... Oder ist es Samte? Ja, also sagen wir mal grundsätzlich, das betrifft mit Sicherheit den Dirk, das betrifft mit Sicherheit mich. Wir beide machen den Verlag, weil wir nur Comic im Kopf haben. Das heißt, wir würden den Beruf wahrscheinlich nicht so ausüben und so machen, wenn das einfach nur ein Business wäre. Ja. Das ist es garantiert eben nicht. Und deshalb gibt es viele Dinge, die unheimlich stressig sind, aber mit am allermeisten Spaß machen. Es gibt andere Dinge, die sind einfach, aber dann doch wieder öde, weil du sie ja als Firma auch machen musst. Also wenn du sowas wie Urlaubsplanung oder was weiß ich machen musst, dann stehst du ja da, oder das ist ein Thema der Steuer, ne? Oder Bilanzen oder was, die ganze, das Lizenzgeschäft alleine, ist ja das ganze wirtschaftliche Business. Wenn du da einfach, das ist ja die Stückzahl jetzt auch mittlerweile, also das heißt ja nicht, da läuft mal ein Vertrag aus, da laufen ja auch mal 77 Verträge innerhalb eines Monats aus. Dann kannst du ja auch mal, das macht halt überwiegend schon der Dirk auch jetzt, weil ich eben eher ja im Vorfeld die Lizenzen überwiegend kauft und ich halt eben mit der Produktion, aber ich habe bei der Produktion ja dasselbe, ich muss ja auch immer wieder den Warenbestand, das Lager, die Termine, wann die Vorbestellung, die Rückläufe, all das muss man ja immer so im Kopf haben und das ist, sagen wir mal, mit Sicherheit
nicht schwierig, auch nicht so häufig, aber das macht natürlich am wenigsten Spaß, weil es mit dem Comic an sich, das müsstest du, wenn du jetzt, was weiß ich, Turnschuhe verkaufst, genauso machen. Ja? Das ist nichts Comic-spezifisch. So. Und jetzt kommt halt eben der Traum, einen Comic-Verlag zu machen, ist halt quasi das Einzige, wo man so nah an dem Gesamten dran ist, an der gesamten Welt. Von Künstlern, von Kontakt, von Lesern, von Leuten, das ist halt genau das Zentrum dafür. Deshalb ist der Comic-Verlag an sich schon das Perfekteste, was man so machen kann. Wenn du jetzt das Persönliche nimmst, weil da, wo der Dirk und ich herkommen, mit Sicherheit geht uns beiden halt ab, dass der Verlag viel zu erfolgreich ist, dass das so nicht geplant war, dass wir letztendlich immer gesagt haben, 50-50 Verlag, 50-50 wir und unsere eigene Kunst, sprich eigene Comics. Ja. Das war der eigentliche Plan. Im Moment ist das halt auf Null runtergefahren. Ja, klar. Ja. Das ist die Krux. Wollen wir ändern? Werden wir irgendwann mal ändern? Aber das ist, ich sag mal, wenn der Traum Nummer 1, also das selbst Comic machen, also machen im Sinne von zeichnen, wenn der Traum Nummer 1 nicht erfüllbar ist, macht es ja keinen Sinn, den Traum Nummer 2 zu torpedieren. Mhm. Also wenn ich in der Kette von 100 Träumen schon gleich über die Nummer 2, wie gesagt, man geht abends ins Bett, hat Comic im Kopf, man wacht morgens auf mit Comic im Kopf. Das ist halt unsere, wenn wir irgendwo, der Dirk und ich, wir sehen uns ja jetzt, weil wir ja zwei verschiedene Standorte haben, sehen uns ja im Alltag nicht so häufig. Aber wenn wir irgendwie etwas tun, was nicht mit Comic zu tun hat, wir gehen irgendwo abends in der Stadt essen, weil wir mal in einem Meeting ein Treffen hatten, irgendwo uns getroffen haben, geschäftlich, und wir müssen mal über irgendwas anderes reden. Nein, es fällt immer wieder auf Comic zurück. Wir reden dann über die Comics, die wir nicht bringen und nicht bringen können, weil sie bei anderen Verlagen sind. Hast du das gelesen? Hast du das gesehen? Ach, das hätten wir doch gerne. Was weiß ich. Und schon ist man wieder quasi im Verlag. Aber das zeigt, dass man einfach da nicht rauskommt. Dass wir da geistig, das ist ja immer diese Frage nach der Insel, was nimmst du mit? Ja, ich wüsste nicht, was mir wichtiger wäre, wie Comics mitzunehmen auf die Insel. Ja, okay. Ich glaube, das wissen wir alle nicht. Was soll man sonst mitnehmen? Marcel. Auffahren. Echt? Du bist dran. Die Frage rundherum. Ich glaub's nicht. Klappt das Mikro bei. Erstmal. Eieiei. Ist der eingeschlafen? Ja, Einschlafen-Podcast. Ja, also falls noch jemand zuhört. Alle schlafen, außer der es aufnimmt und der mit ihm gerade spricht. Ja. Ich wollte nochmal eine Sache von vorhin noch, von vor der Pause. Diese eine Thematik mit den Zeichnern, die von den großen Verlagen weggehen, um sich selbst zu finden und zu verwirklichen. Das Thema Image, was der Michael vorhin hatte. Es gibt ja momentan in Frankreich eigentlich so einen Trend, dass Zeichner eher von ihren eigenen Serien weggehen und irgendwas Besonderes übernehmen. Einfach, weil sie da als Zeichner dafür ausgeguckt werden oder einfach, weil die Not besteht, dass das jemand macht. Zum Beispiel Corto Maltese jetzt eben wiederbelebt von dem Pellerer, Lucky Luke von HD, bekanntestes Beispiel. Und jetzt halt eben auch Valerian von dem Lafaux. Ja, wo soll das enden? Ja gut, das ist ja nichts anderes als jede Zeit hat ihre Gründe oder ihre Auswüchse oder ihren Vorgang. Wir sind in der Phase, in der halt zum Beispiel eben wieder eine Generation von Künstlern abtritt, dann haben die da erfolgreiche Seen und warum soll man sie nicht fortführen? Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass man was anderes übernimmt, bedeutet ja, dass was anderes frei werden muss. Und das ist die Ursache. Was anderes würde ich nicht sehen. Also wenn jetzt alle die genannten Künstler noch leben würden oder nicht in Rente gehen würden, und dann würden die auch ihre Serie nicht hergeben und dann gäbe es auch keine Jugend, die das übernimmt. Also wenn es überhaupt einen jungen, im Franco-Belgischen jetzt, einen jungen anderen Trend gibt, dann sind es die Konzeptserien. Das heißt, das ist wirklich eine Entwicklung. Da kann man sagen, das hat Breite, das geht über viele Verlage.
das ist, der Unterschied ist ja noch nicht mal so für den einzelnen Künstler in seiner Arbeit, sondern der Unterschied ist in der Serie dann, weil die Serie als Konzept ist, weil das eines Zusammenzwingen des Themas gemeinsam vermarktet wird, weil es gemeinsam Termine hat, weil es gemeinsam praktisch als Produkt existiert. Jeder Künstler in seinem eigenen Feld quasi, ich sage jetzt mal, den Ein- und den Ausstieg wissen muss, also berücksichtigen muss, sich vielleicht auch nicht zu weit vom Konzept entfernen darf, also er muss ja schon im Konzept denken, aber er kann sein ganz normales, eben franco-belgisches Autorencomic für sich machen, bekommt auch nicht sehr viel reingeredet, muss aber im Prinzip eben an den Kontaktpunkten das richtige Produkt haben. Und da sehe ich einen Unterschied, weil das letztendlich vielen Künstlern heute die Möglichkeit gibt, wie soll ich sagen, auch zu delegieren. Mancher sagt, ich habe dieses Jahr keine Werbeaufträge, ich will 2 Bände machen. Dann sagt er, das habt ihr vielleicht schon gesehen, so bei den Konzepten, manche machen auch 2 oder 3, andere machen 1 und sind erst wieder nach 10 Bänden oder gar nicht mehr dabei. Weil manche auch ganz einfach sagen, ja, ich, auch wie einer, was einer braucht. Manche sagt, ich habe das in 3 Monaten fertig, dann sagt, ich brauche 2 Jahre. Also das lässt sich halt alles anders delegieren. Wenn du jeder Künstler das mit seiner eigenen Serie machen würde, dann hätte der Verlag ja, nehmen wir jetzt den 3-Monats-Künstler, der das nur macht, zum anderen, der alle 2 Jahre einen Comic macht, dann 2 Jahre Werbung, dann von dem einen kommt alle 4 Jahre was, vom anderen alle 3 oder 4 Stück eben pro Jahr. Da kannst du nicht entsprechend vermarkten. Und deshalb sind Konzeptserien, und so sind auch die Verträge. Ja. Konzeptserien heißt ja auch, die Verträge laufen über einen bestimmten, relativ engen Zeitraum und sind, das ist auch die Geschichten, dann in Zyklen geschrieben. Das heißt, meistens 5. Das ist heute also so mal so das, was sie jetzt gerade ausprobieren. Also es ist kein Gesetz, aber das wird am meisten ausprobiert. Wir machen Konzeptserie mit 5 Bänden. Die gibt es als Vertrag. Der Vertrag muss erfüllt werden in 1-2 Jahren und dann ist das durch. Und wenn es erfolgreich ist, machen wir weiter. Das ist so wie Staffeln im Fernsehen. Also hat das so Projektcharakter im Prinzip. Ja, also die Entstehung bleibt ja quasi wie früher. Jeder macht das für sich eigentlich. Ich glaube nicht, dass die untereinander jeden Tag Kontakt haben und das alles abwägen miteinander. Das wäre ja der Unterschied. Also wenn ich heute eine Staffel, also jetzt fernsehtechnisch Staffel mache, dann habe ich wieder ein Team und das arbeitet an dieser Staffel. Das hast du da so nicht. Du hast einfach nur im Endprodukt eine Staffel, aber nicht in der Entstehung. In der Entstehung arbeitet jeder für sich wieder. Sind da auch die Autoren, sind die auch für sich oder ist es ein Autor, der die komplette Serie schreibt dann in so Fällen? Ja, bei uns ist es ja so, dass die Autoren ja teilweise die Ideengeber davon waren. Mit Sicherheit ist da auch ist das ja alles auch nicht nur also Konzeptserien sind auf der einen Seite eine Marktchance. Man möchte damit praktisch schneller, effizienter produzieren, auch umfassender produzieren können. Also einfach sagen, ich kann also in dem und dem Rahmen auch das Thema umfassender behandeln. Wir haben jetzt gerade eine Konzeptserie, die, was der Vertrag jetzt schon da ist, aber zugesagt haben wir sie, über 21 Bände. Die ist also schon ganz groß als Konzeptserie, weil es so erfolgreich ist und weil es halt das Thema so viel hergibt, haben sich da wohl 21, also ich weiß nicht, ob es 21 Künstler sind, aber 21 Verträge ergeben und wir haben das komplett zugesagt. Das heißt also, das sind keine festen Gesetze, sondern das ist eher so der Versuch, jetzt mal immer diese ideale Form zu finden. Also zu sagen, setz dich nicht in ein Kämmerchen und mach dein Ding und dann versuchen wir aus deinem Ding deine Serie aufzubauen, was 5 oder 10 Jahre dauert und dann ist es schon wieder vorbei. Sondern wir machen zusammen ein Konzept und das läuft jetzt in den nächsten 3 Jahren und dann ist das erfolgreich oder nicht. Das ist der Unterschied. Und achso, was ich sagen wollte war, ich glaube nicht, dass das immer nur wirtschaftlich ist, weil man da mehr von erwartet. Es ist manchmal vielleicht auch wirtschaftlich, weil es gar nicht anders da geht. Bei den Autoren ist es zum Beispiel so, die Autoren, mit denen wir auch immer so, wenn wir darüber geredet haben, auch auf Messen, die meisten sind ja so fair, dass sie, oder wie soll man das sagen, traditionell kommt dem Autor ein höheres Gewicht zu wie heute, weil er früher zum Beispiel für ein Magazin, für Fortsetzung, 60er Jahre, die großen Autoren haben sich ihre Zeichner heranerzogen und haben ihre Serien getextet und die Zeichner haben es umgesetzt. Da waren die Zeichner, die mehr oder weniger in dem Sinn, so haben sich ja viele empfunden, die Sklaven, sie haben sich ja selbst immer so dargestellt. Das heißt, die ganze Rechte-Situation und auch die Vermarktbarkeit auf dem Magazin-Faktor war ja wöchentlich. Zack, da war, also nicht zack, Magazin, zack, Spirou, tata. Ne? Da war wöchentlich was da, wo jetzt also direkt bezahlt wurde, wo die Autoren auch bezahlt wurden. Das brach ja weg. Jetzt sind wir ja in der heutigen Situation, dass ein Autor ja eigentlich einfach 3-mal so viel schreiben kann, wie sein Zeichner umsetzen kann. Das heißt also, bei uns ist jetzt ganz speziell, also Legende der Drachenritter, die man eben seit 11 Jahren hat, da ist es so, dass im Prinzip Angers, das Team, dass die beiden Autoren gesagt haben, wie kriegen wir überhaupt ein Konzept hin, dass wir genug Geschichten schreiben? Und jetzt haben sie ja eben
gut und gerne 2 bis 3 pro Jahr durchgehalten. Also eher Richtung 3, also mehr wie 2. Das heißt, mit einem Künstler oder 2 oder 3 Künstlern hätte die das egal wie nie erreicht. Das heißt, da sind die Autoren dran gegangen und haben gesagt, nur wenn wir unsere große Serie so in 10 Jahresfrist umsetzen wollen, arbeiten wir einfach mit verschiedenen Teams. Sieht man jetzt auch in Amerika, also auch wieder, um wieder am Mainstream zu kommen, jetzt gerade als Paradebeispiel DC, die nach dem Rebirth halt angefangen haben, eigene bestimmte erfolgreiche Serien, wie jetzt die Flaggschiffe Superman, Batman oder sowas, 14-tägig rauszubringen. Und das fing am Anfang schon an, das war dann ein Zeichen, vielleicht die ersten 2, 3 Hefte gestaltet haben und auf einmal wurde gewechselt. Und dann siehst du, dass eben abwechselnd die Zeichner die Serie zeichnen. Das sind halt oftmals 2 Zeichner, ja, die dann in diesem abwechselnden Rhythmus die Hefte zeichnen, sodass du praktisch 2 Stile hast, aber dafür hast du eben auch 14-tägig dein Heft. Ja. Aber ist das drüben? Das ist tatsächlich. Ja, aber das ist ja nicht neu. Wenn du so willst, in 50er, 60er Jahren haben wir auch 5 Zeichner und einen Superhelden gemalt und der war jede Woche ein anderer Zeichner dran. Ja, in letzter Zeit war es halt oftmals so, dass ein Zeichner an der Serie blieben, dass dann eben so nach 4 oder 5 Monaten mal so ein Füllheft kam, weil die ja auch mal Urlaub machen wollten, ja, dass dann ein Füllzeichner praktisch oder so. Oder dass die einen Monat ausgesetzt haben, ein Annual da rausgeklopft, das auch von anderen Zeichnern. Aber das Team, die Teamarbeit ist in Amerika verfußt, seit 50 Jahren. Und hier ist sie ja im Franco-Belgischen ist sie ja neu. Das ist ja der Unterschied. Und sie ist halt, sie findet halt auch nicht, das will ich jetzt nicht für die, ich kenne mich im amerikanischen Markt nicht so aus. Aber dort war das halt wirklich auch wieder eben für Magazine in Zusammenarbeit. Das heißt, da wurden ja auch Layouts vorgelegt. Die Layouts wurden genehmigt, die Layouts wurden Seiten für Seiten besprochen, die Layouts wurden umgesetzt. Da wurde ja auch, ich weiß nicht, ob das jetzt im Storytelling so genau gemacht wurde, aber wenn man es gut macht, hätte man es machen müssen, weil es wird ja auch klar, auf Seite 17 kommt, was weiß ich, das Football Game, die Werbung, da kommt das, da kommt das. Also mach du den Cliffhanger, was man ja praktisch auch aus also Magazinzeiten kennt, wo einfach die Story vielleicht sogar auch da zu so einem Cut geschrieben wurde, um dann da weiterzugehen. Das ist aber alles im Franco-Belgischen ja nicht der Fall. Das heißt, da sehe ich auch immer diesen Unterschied. Der Autor zieht sich, wenn er normal arbeitet, ein halbes bis ein Jahr in sein Kämmerchen zurück und dann liefert er was ab. Da kann der Lizenzgeber, das ist auch heute noch so, der Lizenzgeber kann, wenn wir den anfragen und sagen, du, der arbeitet schon seit einem Jahr dran, können wir mal 2, 3 Seiten sehen oder was? Und dann sagt er, ja, die von der Messe, die haben wir noch, aber hat auch mal eine geschickt. Wo ist er jetzt? Wie sieht das aus? Was passiert auf Seite 20? 30? Keine Ahnung. Das sind die meisten. Also, beim fertigen Produkt erst, ja. Also die meisten. Ja, das ist das, was sich halt die Franco-Belgier so quasi auch, ich weiß, kann man sagen, sie haben sich das erarbeitet oder haben sie es geschenkt bekommen in der Tradition. Es ist einfach so, die sind die Könige ihres Produktes. Sie setzen das um, wie sie es haben wollen. Also wenn es die Schweizer wäre, wüsste ich, woran es liegt, aber bei den Franzosen. Ja. Die Schweizer. Die lassen sich da nicht reinreden. Ist doch schön für die Künstler. Ja, wir haben ja gesagt, woraus entsteht welche Art von Kunstwerk. Das ist für mich dieser freie Gedanke. Ja, selbst die Seitenzahl, das ist für uns richtig gehend auch finanziell eine Belastung, weil wir definitiv immer, weil die Produktionszeit, das ist ja für alle enger geworden, die Produktionszeiten kommen enger zusammen. Wir haben gestern nochmal wieder 2x8 Seiten für die nächste Monatsauslieferung, 2x8 Seiten schon wieder reingenommen für ganz normale neue Alben. Wir haben in den Verträgen die falschen Seitenzahlen stehen. Weil die Künstler sagen, ja, ich mache 50 Seiten und dann liefern sie 57 Seiten ab. Wer sich damit auskennt, weiß, dass 57 eine total blöde Zahl ist. Ne? Und dann kommt von uns sofort der Anruf. Und dann haben wir nochmal 4, 5 Seiten Skizzen oder Making-of, damit wir überhaupt ein gescheites Buch hinkriegen. Es interessiert die halt so nicht. Und der Lizenzgeber, ich weiß gar nicht, ob die da reingucken, die schicken uns das und dann sagen wir, das sind aber nicht die Seiten. Ach was. Habe ich jetzt gerade im neuesten Jeremiah gesehen, dass da hinten noch so 4 Seiten Skizzen dran sind. Da hat er sich auch irgendwie der Hermann die Zahl vertan. Ich habe auch also es ist ja schön, ich finde es ja gut, dass es so ist, dass man die Freiheit hat. Weil wenn der sagt, ich brauche noch 3 Seiten, um den Abschluss sauber zu erzählen, dann soll er die 3 Seiten haben. Das macht ein gutes Buch aus. Das wird man in der Belletristik vielleicht auch gar nicht so anmerken, weil man da überhaupt nicht drüber nachdenkt, weil da, was weiß ich, sag ich mal, 4er Rhythmus Seiten, 250, 254, 258, da denkt man nicht so drüber nach. Beim Comic ist es ein bisschen auffälliger. Ja. Gut, so, und dann wollte ich nochmal, weil wir jetzt die ganze Zeit von Splitter geredet haben, mal ganz gravierend das Thema wechseln, Thunfisch. Wie gestaltet sich das da bei euch, auch vom Programm her? Ich habe also gesehen, die Schlümpfe, sehe ich jetzt gerade hier, habt ihr jetzt gestartet mit auch einer Gesamtausgabe, obwohl ihr die Einzelalben ja eigentlich auch schon da vorliegen habt.
Wird so auch durchgezogen bis zur aktuellen Ausgabe oder war das jetzt nur mal so eine Vorgabe vom Lizenzgeber oder von Frankreich? Also es ist ganz klar, dass die Schlümpfe ein richtig kommerzielles Produkt sind. Natürlich, ja. Das heißt, so wie wir die Schlümpfe eingekauft haben für den Betrag X, da musst du im Prinzip eine Lizenz erwerben, damit du das überhaupt erstmal bringen darfst, dass du es vermarkten kannst. Mhm. Und das sind ganz hohe Mindestsummen und da musst du ja für auch mehr Produkt machen. Das heißt, du musst dir das überlegen, was du tust. Und wir sind ja nicht die, die jetzt die Doppelvermarktung an sich wollen. Aber die Schlümpfe sind, und das würde bei allem, was Schlümpfe und aufwärts ist, trifft das ja zu. Man kann das ja auf alles beziehen, also Lucky Luke und Asterix und was weiß ich, wird, oder Spirou oder Tim und Struppi, das wird einfach so laufen und die Schlümpfe, da wird auch keiner, also man darf praktisch den sonstigen Markt, den wir da beliefern, darf man mit den Schlümpfen nicht in Einklang. Das sind zwei ganz unterschiedliche Felder. Mhm. Das sieht zwar, ist franco-belgisch und es wird im selben Format gedruckt, aber es ist was anderes. Und deswegen, klar, wir müssen an bestimmten Punkt Umsätze machen mit dem Produkt. Wir müssen es garantieren, wir müssen die Verträge verlängern, sonst sind wir irgendwann mal die Schlümpfe los. Dann würde wir ja woanders da die, ich weiß nicht, die wie viele Schlümpfen bringen wir jetzt? Ich meine, es ist die erste Hardcover-Reihe, die komplett chronologisch und sauber und auch komplett lieferbar ist. Und das ist die eigene Stellung, die wir halt, deshalb haben wir es ja gemacht. Aber das Schlumpfalbum 1, was wir jetzt rausbringen, ist in Deutschland schon 6, 7, 8 Mal erschienen. Ja, ja, klar. Also das ist nicht so. Oder bei Kauga auch, keine Ahnung, Todos oder was dafür. Ja, in allen Varianten, die es halt so gibt. Und deshalb kann man nicht davon ausgehen, dass wenn die Schlümpfe entweder bei uns bleiben, nicht anders vermarktet werden, oder wenn sie dann mal bei uns weg sind, wieder waren es ja schon, die Schlümpfe werden. Das ist was ganz was anderes, wie das, die Schlümpfe sind so gesehen, sie waren Autorencomic, haben sich aber von diesem gelöst quasi. Ja? Da ist ein Studio dahinter, das ist eine Vermarktung. Jeder kennt das ganze Merchandising rundherum. Die Schlümpfe sind auch, ich sage auch immer wieder, weil viele Leute ja die Reihenfolge festlegen, ich bin immer so provokant und setze ja die Schlümpfe zum Beispiel ganz deutlich vor Lucky Luke, weil Lucky Luke in Deutschland, ich sage jetzt einfach eine Zahl, das ist eine fiktive, aber vielleicht 30-40% der Bevölkerung kennen, wenn überhaupt, aber die Schlümpfe können halt 80% kennen. Die. Das heißt also von der reinen Vermarktung, ich rede jetzt ja nicht nur von der Originalstory, sondern von dem ganzen Produktuniversum, sind die Schlümpfe natürlich ganz weit oben. Da hast du im Prinzip Mickey Mouse, Asterix und da kommen schon die Schlümpfe. Ja klar, es ist nur typisch. Überall Merchandising, Figuren, alles. Ja, es ist nur typisch für diese Firma, halt, dass die jetzt, sagen wir mal, das ist halt der Unterschied zu Udoers. Udoers hat gesagt, die Vermarktung von meinem Asterix läuft halt auch nur über Asterix, Punkt. Und dann gab es halt eben nicht so viel drumherum. Und der PO hat halt schon immer, und spätestens der Studio nach seinem Tod hat halt gesagt, wir ziehen alle Register. Und das ist halt der Unterschied. Das ist halt einfach, das Produkt ist in die Breite gegangen, ne? Kann man da auch schon mal was zu sagen zu der Neuentwicklung bei den Schlümpfen? Praktisch die Geschichte, die jetzt auf den neuen Kinofilm da fußt, also dieses Verlorene Dorf, diese Schlumpfinenschwämme sozusagen. Gibt es da weitere Projekte? Geht das so ein bisschen weiter oder war das jetzt ein Einzelalbum? Nee, man ist ja bei den Schlümpfen immer dabei, dass man sagt, alle 10 oder 20 Jahre muss was geschehen, was Verjüngung. Und das ist jetzt im Prinzip das verlorene Dorf. Man möchte damit, die sind ja zweifarbig da, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, wie die aussehen. Das sind eigentlich rein tuschetechnisch gesehen fast identisch. Aber die Kolorierung ist auf zwei Tonen ausgelegt. Weil vorher war das Gesetz ja so, die Schlümpfe sollten ja nicht so so poppig werden. Jetzt durch die 3D-Filme sind sie es geworden, sind sie ja 3D-Charaktere. Ja. Aber im Comic war es ja so, die Schlümpfe haben sie wieder eingebunden. Die wurden ja so in den 80er, 90ern, wie die Computerkolorierung wurden, wurde das ganze Universum bunter. Und das haben die zurückgefahren. Die haben gesagt, es gibt die klassischen Schlümpfe, die lassen wir unangefasst. Das heißt also jetzt, die klassische Buchreihe ist ja schon fast wieder back to the roots. Die ist wirklich von der, wenn man das sieht, von der Farbanlage, von der Darstellung der Schlümpfe, sehr, sehr nah an dem Original-Peo, an den alten Alben. Da ist ganz wenig Unterschied zu erkennen. Also nur der Fachmann sieht ja den unterschiedlichen Strich vom jeweiligen Tuscher. Mhm. Und auch da haben wir ja, sind ja drei verschiedene, die an den Schlümpfen arbeiten. Also die sind ein bisschen unterschiedlich, aber das ist schon sehr nah. Und das möchte man ja auch zusammenhalten. Also da soll nichts dran geschehen und die Serie soll weiterlaufen. Trotzdem weiß man, dass man quasi auf der einen Seite über die Kinofilme, also die 3D-Schlümpfe, und nimmt jetzt das verlorene Dorf einfach als Mittelweg. Man versucht jetzt quasi, ich nenne es jetzt mal einfach, so eine Art Kiosk-Ausgabe Schlümpfe zu kreieren, die halt für die Jugend poppiger, bunter, moderner ist. Was ist das, ein Spin-off? Ja. Aber wird er weitergehen oder bleibt es bei diesem Einzel?
Es ist weiter geplant und sie arbeiten ja auch dran. Also es hängt aber vom Erfolg ab. Wenn das ein Misserfolg ist, würden sie es ja nicht weiter treiben. Also es ist nichts anderes als einfach eine Verjüngung. Das hat es aber früher auch gegeben. Man hat ja diese ganzen, die One-Pager, die Doppelseiten, die Strips, die man dann irgendwann mal vermarktet hat, das sind immer Reaktionen gewesen. Halt aus der heutigen Zeit ist das Klassiker-Material. Aber damals war das genauso eine Reaktion auf den Markt. Man hat gesagt, du, wir könnten das in Magazinen, wir könnten das, ich weiß nicht, ob das über Bulls Pressedienst oder was gelaufen ist, aber könnte ich mir halt vorstellen, dass man damals gesagt hat, du, wenn wir Strips machen, können wir über Bulls 500 oder 5000 Magazine beliefern. Ne? Weil die müssen immer überlegen, dass die Leute, das ist ja auch ein Studio mit Angestellten, dass sie die ernähren. Das kriegen die ja eben mit, also kriegst mit einer, auch in Frankreich, mit einer klassischen Buchproduktion, kriegst du das sehr schwer rein. Die Hälfte dort der Leute arbeiten ja auch an dem Merchandising. Also so ungefähr vom Arbeitsaufwand. Und das Merchandising ist halt ja weiter. Es muss ja auch nicht übersetzt werden, das klassische Merchandising. Du kannst ja heute sagen, ich mache eben die klassische Bettwäsche mit den Schlümpfen, hab dann den Produzenten, der ja auch sehr viel für die Lizenzen zahlen muss, der ja freut, der sich herausheben will. Der spart ja viel, weil er die ganze Abteilung für seine, in Anführungsstrichen, Kinderkreation ja so nicht braucht. Er kauft das Produkt ein, ne, und hat sofort ein attraktives Produkt. Dann gibt er dafür Geld. Also das ist eine rein kommerzielle, ich nenne es jetzt mal einfach Studioentscheidung. Ne. Die hat mit dem Produkt hinten raus nicht viel zu tun, sondern das ist eine Studioentscheidung. Ich habe, also sind 5 oder 6 Zeichner ungefähr, die jetzt da sind. Also ich glaube 6 sind, also da Dings ist ja gestorben. Pascal, ja. Also ich glaube 5 sind es jetzt. 4, vielleicht sind es auch 4, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber 4 sind sicher. Und die müssen ernährt werden jeden Tag. Also, und beschäftigt. Auch was machen. Also nehmen die Hauptserie als Hauptserie. Bleibt alles, wie es ist. Läuft weiter. Das Spin-off ist ein Test. Wenn der erfolgreich ist, geht das da genauso weiter. Und das Merchandising und die Merchandising-Abteilung, wenn man die so nennt, die existiert auch weiter. Gut, weil wir noch bei Thunfisch bleiben, gab es ja jetzt im Laufe der Thunfischzeit gab es ja einige Serien. Der eine oder andere gibt es nicht mehr, ist auch im Original eingestellt worden oder so. Jetzt habt ihr euch mal nach Holland orientiert, den Agent 327, was mich persönlich natürlich sehr freut, ist klar. Habt ihr da schon irgendwie eine... Habe ich dir ja vor einem Jahr mal gesagt, irgendwann mal. Ich habe gesagt, irgendwann mal wirst du dich freuen. Ja, ja. Die Sache ist jetzt die, ja, wüsste jetzt gerne mal, ist das, kann man da schon was von sagen, ob sich das rechnen würde oder, also für mich halt natürlich die Frage, geht's weiter Richtung Holland oder bleibt das eine Einzelfigur, also eine Einzelprojekt, weil es eben eine schon in Deutschland eingeführte Figur ist oder? Ja. Übergreifend muss man einfach sagen, es ist nicht die Zeit für Funnies in Deutschland. Das ist definitiv. Und davon ist Thunfisch auch betroffen. Ja. Wir haben bei Thunfisch noch nichts außer einem Titel, wo wir es aber auch schon quasi angekündigt hatten, eingestellt, wo wir ja schon beim Start gesagt haben, die Blondinen sind so ein Test. Ja. Da schauen wir mal. Es sieht ja auch bei Dings anders, beim, wie heißt sie, die Häschen, die Rabbits, sieht es aber auch so aus, aber da geht es auch drüben irgendwie nicht so gut. Also das und die anderen, die wir nicht weiterführen, sind uns ja quasi auch, sind ja von drüben aus eingestellt genau, worden. Ja? Also die Gastfonds, genau, die, zum Beispiel. Das heißt, das scheint generell, ich sage jetzt einfach mal europaweit, mit den Funnies schwieriger geworden sein, das Geschäft. Wenn ihr sagst, wieder die Niederlande, da ist es halt, dort ist es wahrscheinlich ein anderer Markt. Ja. Ein anderer Markt. Ja. Das muss man wohl konstatieren, weil ich höre halt immer von allen anderen Ländern, es läuft nicht und schade, die Welt lacht nicht mehr so viel wie früher. Ja, es ist, vielleicht ist auch irgendwann wieder die Zeit dafür, aber wir stemmen uns auch nicht dagegen. Wir sagen einfach auch wieder, wir beliefern den wir quasi haben. Und wenn der halt nur, das ist es ja nichts anderes als eine Position von 15 bei uns, ja. Wenn diese eine Position belegt ist, dann wird die halt weiter gefüttert, aber sie wird nicht ausgebaut. Also wir machen auch nicht, mit der Entscheidung für den Agenten ist ja auch schon sehr viel Programmplatz weg. Ja. Das heißt also letztendlich, und man sieht ja, dass wir uns mit Atlas und Axis und sowas zwischendrin immer mal so Experimente erlauben. Ja. Aber im Prinzip kann man sagen, der Agent ist jetzt quasi Thunfisch. Das Thunfisch-Zugpferd. Ja. Die anderen sind ja alle durch jetzt, mehr oder weniger. Ja. Also
Die sind gut im Verkauf, aber es kommt ja nichts groß Neues bei. Also Benny Bernstark sind wir im Verkauf sehr zufrieden. Ja, Pickwick wird wieder neu kommen. Und Pickwick war auch nicht schlecht, also ist, aber da kommt ja nicht viel. Da reden wir von maximal einem Buch im Jahr, wenn überhaupt. Und irgendeine neue Gesamtausgabe, in dem Fall starten von irgendeinem Funny, der klassisch ist und eben noch nicht durchgenudelt worden ist von anderen Verlagen. Also wir würden es, wenn wir das so machen, ich habe ganz am Anfang vorhin ja gesagt, wir überlegen uns, ob wir die 10-Jahres-Edition ganz anders angehen. Das war vielleicht, das ist aber wie gesagt nicht entschieden. Das ist nicht keine Aufforderung, wartet da drauf, sondern das sind Achtung, Gedanken. Achtung, alle bitte mitschreiben. Ja, ich habe den Stift schon in der Hand. Es ist halt einfach eine Überlegung im Verlag, ob wir nicht einen Switch machen zu einem besonderen Titel pro Jahr. So, und wenn wir das praktisch was weiß ich, lass es halt, Fantasy wäre ja nichts Besonderes in dem Sinn bei uns. Also müsste schon was anderes sein. Und warum soll nicht ein besonderer Titel im Jahr zum Beispiel eben auch ein ganz spezieller, besonderer Funny sein, der dann auch 300-400 Seiten hat und dick ist und ich sage jetzt mal einfach 39 Euro kostet. Aber praktisch, ich sage jetzt mal vorsichtig, als Versuchsballon wie der Robin, der ja in der 10-Jahres-Edition auch drin war. Das ist ja so der Grund auch. Ja, genau. Sowas in der Art. Ich meine, der Leonardo war ja auch eine tolle Serie vom selben Team. Sag ich mal, auch schon eingeführt in Deutschland, aber eben auch nicht komplett und wird auch in Holland, Frankreich oder Belgien noch weitergeführt. Wäre zum Beispiel auch sowas, was man überlegen könnte. Es ist der, wie ist es immer, der Bessere ist der Feind des Guten oder wie sagt man das sowas? Oder wie sagt man das? Wie lautet dieser Spruch? Ich weiß nicht. Nee. Naja, die Welt orientiert sich halt immer in eine Richtung. Mhm. Und wenn du an bestimmten Stellen dein eigenes Produkt falsch in Konkurrenz stellst, hast du auch selbst für den Misserfolg deines Produktes zur Konkurrenz gesorgt. Und deshalb musst du da aufpassen, dass wäre gut. Also ich hätte jetzt speziell trotz allem nochmal zu dem Robin nochmal eine Anregung. Das ist weil die Serie ist ja in Frankreich eingestellt, ja. Ihr habt ja diesen einen Band gebracht mit dem klassischen Turc de Grote-Material. Und die letzten beiden Bände wurden ja von dem Schlümpfezeichner, von dem Miguel. Dingensbums, die hast da, genau, gezeichnet. Das wäre da zum Beispiel auch sowas, das ist ja einer, der sehr gern auch kommt zu Signierterminen und ja auch sehr fleißig da immer arbeitet, dass man da vielleicht mal überlegt, einen Doppelband zu machen mit diesen beiden Abenteuern und den armen Menschen da wieder mal einlädt. Also nur die beiden? Nur die beiden. Ja, das lieber gleich. Wobei ich sie selber nicht kenne. So was machen wir ja aber traditionell ja nicht, dass wir so. Ja, aber weil der 10-Jahres-Band ist ja auch so eine rausgenommen, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt jedes Jahr vielleicht mal so ein Band außer der Reihe machen, genau, das wäre so ein Band außer der Reihe. Das ist ja der Hintergedanke. Mhm. Wenn wir sagen, wir machen was Besonderes mit der Edition, dann brechen wir mit unseren eigenen Gesetzen. Ja. Dann ist sowas denkbar. Ja. Aber innerhalb des normalen Programms würden wir sowas halt nicht machen. Ja. Weil wir da einfach die Konformität zu dem, was wir sonst tun, nicht machen. Deswegen habe ich es ja als Sonderband halt eigentlich nur mal wollte ich noch mal anregen. Das also wäre eine Möglichkeit. Ich meine, unsere spezielle Geschichte ist ja die, wir produzieren alles und wir halten alles lieferbar. Und wer sich daran gewöhnt hat, den müsstest du ja dann jedes Mal auch erklären, dass das nicht so ist. Und wenn du es ihm erklärt hast, hat er sich daran gewöhnt, dass es nicht so ist. Und dann prägst du es wieder. Du schädigst dich nur selber. Also du konditionierst dich mit deinem Kunden, mit deinem Leser. Ob das dann derselbe ist, wie wenn du den Verlag anders dann machst oder ganz andere Leser, ist eigentlich egal. Du hast eine Konditionierung mit ihm. Und da versuchen wir uns dran zu halten. Also dass wir diese Verlässlichkeit haben. Wir wollen keine, dieses Ganze auch mit dem Seiteneinsteiger, alles Mögliche, das wollen wir alles vermeiden. Bis hin zu dieser, wir gehen ja sogar so, das Besondere ist ja, bei dem hast du jetzt nicht erwähnt, weiß ja draußen keiner, der Agent läuft ja bei uns rückwärts. Ja doch, weißt du schon. Ja, ja, hast du aber nicht erwähnt, das ist ja für die Leser mal einfach. Also wer dann heute, was weiß ich, Band 19 oder was jetzt aktuell draußen ist und auf den nächsten wartet, das ist nicht 20, das ist dann 18, der 20 ist davor erschienen. Genau. Ja gut, das ist auch eine ganz nette Idee, finde ich. Ja, es hat aber den Hintergedanken, weil ja immer den Erstkäufer und den Letztkäufer bedienen wollen. Das ist nicht immer genauso am Laufen. Mal starten wir mit den 1, mal starten wir mit dem Rigmaster, mit dem Band 11 und danach kommt jetzt der Band 1. Das heißt, wir nehmen das machen wir fast schon immer so, dass wir das in die Zange nehmen. Wir wollen einfach beide abholen. Ne? Ich finde es auch besser, dass ihr es so macht und die auch wirklich mit den Nummern betitelt. Ja, bei Schlümpfe habt ihr es ja auch so gemacht.
nicht wie Carlsen das jetzt macht, sag ich mal, Konkurrent wieder mal ein bisschen zu ärgern mit Masopilami, ja. Dass sie einfach die Nummerierung nehmen und machen ihre eigene Nummerierung draus, ja. Und klatschen neue und ältere Bände hintereinander. Game Over war da auch so ein Beispiel, oder? Ja gut, bei Game Over liegt es, glaube ich, am Verlag. Gell? Da lag es dran, dass die ersten vier Bände oder was beim anderen Lizenzgeber waren. Ach so. Deswegen haben die jetzt weitergemacht mit dem ersten Band. So habe ich es mal irgendwo erklärt gekriegt. Deswegen haben die jetzt mit dem fünften Band, glaube ich, gestartet. In den neuen. Es ist mit Sicherheit, also man muss eins immer bedenken, wir sind in einer komplett gesättigten Medienwelt. Und wenn ich heute etwas mache, was mein Leser nicht erwartet, habe ich den schneller verloren als ihn gewonnen. Weil wenn ich ihn verliere, taucht er in eine Medienwelt, ich sage mal, mit ungefähr einem Dutzend vergleichbaren Angeboten auf. Da taucht er ein und dem aus dem Dutzend wieder rauszufischen, wieder zum Comic zu holen, ist schwieriger, als ihn, wenn man mal hat, zu halten. Das heißt, einen Leser zu halten, ist auch eine Herausforderung. Ist ein, ich sag, etwas, was viele Verlage nicht tun, weil sie einfach denken, es lohnt sich nicht. Aber wir machen das traditionell seit 11 Jahren und es hat sich, wie man sieht, gelohnt. Das heißt, ich will den Leser nicht hergeben. Wir produzieren ja auch Bücher, wo wir wissen, dass wir Verluste machen. Das machen wir wissentlich. Das würde ein normales Controlling eben aus rein kapitalistischen Gründen so nicht durchbekommen. Wir machen das, weil wir sagen, wir beenden das sauber. Ich habe das auch schon mal so argumentiert. Ich habe lieber mit einem Buch Verlust gemacht, als den Leser zu verlieren. Den behalte ich. Das Buch habe ich irgendwann mal kalkulativ vom Tisch. Aber wenn ich den Leser verloren habe, ist der zu hoher Wahrscheinlichkeit für immer weg. Spätestens bei dem Thema der abgebrochenen Serien. Da habe ich einen ganzen Leser. Der Schaden ist höher. Das stellt sich in der Sekunde nicht dar, weil er einfach nicht kauft. Aber in einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei, nach drei Jahren fragt man sich, warum haben wir eigentlich nur noch die Hälfte von dem, was wir mal hatten. Das ist ein wunderbarer Übergang zu meinem letzten Stichwort, was ich hier habe. Den Horst Gotter als Comic oder Comic-Arbeitender aktuell neben Splitter und Thunfisch, nämlich Phoenix Comics. Da bist du auch noch tätig, zumindest beratend und auch, ich denke auch, arbeitstechnisch, so das eine oder andere machst du ja auch noch mit. Das ist nicht meine Firma, aber du hilfst da gerne mal mit. Ich mache die Produktion genauso. Ja. Das ist ja auch die Bedingung gewesen. Also das heißt, ich habe damals gesagt, ich mache da gerne mit, aber es muss sich ja in meinen Ablauf integrieren. Und somit ist im Prinzip das sowas für mich jetzt gesehen, sowas wie Thunfisch. Ich mache einen Thunfisch-Titel und ich mache einen Phoenix-Titel. Und da ist mein Arbeitsaufwand ungefähr derselbe. Das heißt, das ist tragbar, es läuft ja auch mit. Es fußt alles auch, weil wir ja Synergieeffekte, wir haben einfach noch ein bisschen mehr Papier, das wir bestellen und noch ein bisschen mehr Titel, die wir bringen. Die Palette wird voll, der Laster wird voll. Es sind eigentlich gar keine Nachteile da. Auch da ist ja, muss man das auch wieder, also der Zeithistorie, der Phoenix ist ein Jahr nach Splitter gegründet worden. Der Dirk und ich sind ja Mitglieder, wir haben ja die ganze Phoenix-Idee so mitgetragen. Dass jetzt der Unterschied zwischen dem Phoenix und Splitter so groß ist, wir machen gefühlt, ich weiß nicht genau, 30, 40 Mal so viel Umsatz wie Phoenix. Also das liegt das an den Titeln? Liegt das am Vertrieb? Dass der BM, ist ja auch bei PBM, gell, Phoenix, oder? Ja, aber Phoenix hat es ja in der Satzung stehen. Also wir machen ja, wir sind ja mal, das war auch mein Treiben, dass man ein bisschen Freiraum, ein bisschen Luft hat, wenn man zwei Titel im Monat macht. Haben wir eine Zeit lang gemacht. Aber da wir ja praktisch, das ist das Besondere beim Phoenix, ja, sagen wir mal, es ist ein Verein mit 140 Mitgliedern, aber es sind ja doch so ungefähr nur 10, die meiste Arbeit machen. Und dann bleibt es immer bei denen hängen. Und wenn du die Arbeit verdoppelst, hast du natürlich auch für die 10 Leute die Arbeit verdoppelt. Ja. Weil wir wollten eigentlich 20 Leute beschäftigen, also quasi Leuten, die auch immer mal gefragt haben, kann ich mal, weil sie sollen ja, also Phoenix ist ja ein Projekt auch für die Leser, die das Verlagswesen, die sich integrieren. Wir haben ja zweimal im Jahr auch ein Treffen, wo die Leute kommen, wo einfach alles, was die Produktion, die Genese, die Herstellung, die Partnerschaft, die Freundschaft und dann der ganze, einfach Verlag, du bist Teil des Verlags, du darfst da mitmachen, du darfst auch im Verlag eine Arbeit übernehmen. Natürlich muss man immer schauen, dass nicht jeder alles kann, aber das ist am offensichtlichsten ist ja in Erlangen. Der Stand ist 4 Tage und in 4 Tagen sind ungefähr 20, 25 Personen vor Ort, die dann betreuen. Ja? Das machen die untereinander. Also jeder macht dann da seine Schicht und die freuen sich drauf. Und das ist ja auch schön, weil man ja eben, wie gesagt, man ist ja auf einmal Teil dieser Maschinerie und das ist ja ein Teil dieses Phoenix-Konzepts. Also die Grundidee sind natürlich die abgebrochenen Serien, aber die, um das überhaupt tragbar zu machen, ne? Dass man sagt, man bindet die Leute ein,
weil sie machen das natürlich 90% der Leute. Also ich kriege einen kleinen Salär, weil ich halt eben dem Produkt halt auch sehr viel bringe, weil ich handle halt immer also alles, was ich an Rabatten irgendwo raushole, kriegt halt der Phoenix quasi kostenlos mit, was jetzt aus Splitter sich an Vorteilen generiert, ne? Weil ich den ja immer so in dem Fahrwasser laufen lasse. Und deshalb haben wir gesagt, naja, damit ich da ein bisschen Spielerei habe und auch mal ein oder zwei Tage extra Arbeit ansetzen kann, kriege ich halt eine Bezahlung. Der Phoenix tut auch besondere Aufwand und sowas bezahlen. Wenn er für einen Phoenix jetzt auf eine Messe fährt, dann wenn er mal Hotel- oder Fahrtkosten oder mal einen Standkosten, irgend sowas, dass wenn jemand Phoenix-Bücher verkauft oder so, also der Verein lässt kein Mitglieder einfach nur völlig umsonst arbeiten. Mhm. Aber es ist nichts, wo man jetzt irgendwie von einem Stundenlohn reden kann oder sowas, sondern es ist eigentlich eher eine Aufwandsentschädigung. Ja, aber Idealismus halt. Aber das sind nur so 5-6 Leute, die mal was kriegen und der Rest arbeitet dann umsonst. Das heißt also, wenn jetzt einer mal sagt, das haben wir ja genau, wenn wir aus verschiedenen, einer sagt halt, was weiß ich, ich sage jetzt einfach mal der Oriol, der halt, was ich, Spanisch, Italienisch, der dann sagt, ja, wenn das von unten kommt, haben wir ja nur einmal im Jahr, ich übersetze sowas, dann sind das oft auch Dienstleistungen in Anführungsstrichen, die wir dann nicht bezahlen, wo dann einfach jemand das als Mitglied dann macht. Ja, man sieht ja auch, dass solche Leute wie, der Oriol war ja auch kein Profi, der kam ja auch eigentlich als Fan da dazu, und dass solche Leute auf einmal auch so eine Karriere, sag ich mal, einen Sprung machen. Der Oriol ist ja zu Panini gekommen, ja, und macht da was auch immer, ja. Also das heißt, du kannst dann, theoretisch hättest du sogar die Möglichkeit, dass du als Fan über diesen Verein sogar irgendwann mal in dieser professionellen Maschinerie drin bist und dann vielleicht auch mal in irgendeinen anderen Verlag sogar abspringen könntest, oder? Also wenn du die... Wenn die Voraussetzung natürlich mit... Sagen wir mal, in der Branche gibt es zwei Begriffe für professionell. Wenn du es jetzt sagst, professionell arbeiten, im Sinne von ein Buch auf den Markt bringen und auf den normalen Wegen vertreiben, haben sehr viele schon über den Phoenix viele Kontakte. Das heißt also viele, gerade so die letzten Jahre dazugekommen sind, Alpha-Lach, Dani Books, was weiß ich, Peretta, was, die sind ja schon ein bisschen länger dabei, aber so die Verlage, die erst sind sehr viele, die vom Phoenix auch dann für die arbeiten, die dann auch nicht nur mit dem Phoenix verbandelt sind. Das heißt also, das hast du ja in jedem Fall. Das heißt, du kannst auch beim Phoenix mal was lernen, was du vielleicht woanders da anwenden kannst und auch mal was verdienen kannst. Wenn du aber jetzt professionell im Sinne von meinst, dass man nur ausschließlich davon lebt, dann musst du natürlich schon ganz andere Grenzen wieder ziehen und dann hast du ja gerade gesagt, naja, das geht ja bei Panini, bei Carlsen, ja, aber Splitter, Grosskult, was weiß ich, das wird schon sehr dünn dann, also das gibt ja nur 5-6 Namen, wo man wirklich das dann beruflich ansetzen kann und selbst da wird es knapp. Also Carlsen fährt kein Programm, kein Albenprogramm, wo ich jetzt wüsste, dass du da jetzt als Dienstleister von leben könntest oder sowas. Also nur davon. Die Zahlen. Das ist eine Angestellte und der Rest ist. Ja, in 2 Jahren musst du einfach dann, du hast ein Studio, arbeitest für einen Verlag, aber du hast nicht nur einen Kunden, du brauchst verschiedene. Und das ist in der Regel, ich wüsste jetzt, das wird sehr dünn, jemanden zu benennen, der nur für Comicverlage arbeitet. Deutschland. Ich kann ja bestimmt 20 Namen von Leuten nennen, die lettern, die übersetzen, die eben montieren, die aber auch so EBV, alles solche Arbeit machen, aber die haben doch auch noch Werbekunden und alles mögliche. Also in der Regel ist es sehr schwer, es auf 100% zu beziehen. Da musst du schon bei den Top 5, 6 Job haben. Entweder ein Angestelltenverhältnis oder halt eben fester Freier, der halt, ja, wie viele Stunden muss man halt arbeiten, um davon leben zu können? Ich sag mal, du könntest von Aufträgen, die später vergibt, kann man von leben. Aber da muss man halt noch 40 oder 50, 60 Stunden dann die Woche dafür uns arbeiten. Ja, ja, bei Splitter geht das ja bei dem Ausstoß. Ja, wir haben, also. Ja, ist so, ja. Ja, ich meine, wir wollen die Leute auch nicht von uns abhängig machen. Also zum Beispiel die Tanja als Beispiel, die ja von Anfang an dabei ist, die eben unsere Stammübersetzerin ist und die quasi zum Haus gehört, die kann mit Sicherheit von dem, was wir ihr geben und geben würden und wollen und immer leben. Nur es ist in den letzten 3-4 Jahren zum Beispiel eher weniger geworden, weil sie halt doch auch noch immer auch andere Sachen machen möchte. Also sie will jetzt auch nicht so nur unser Programm übersetzen. Sie macht ja auch für andere Verlage. Also warum sollen wir jetzt jemanden an uns ketten? Das wäre jetzt unsinnig. Ne? Aber es gab eine Phase, wo die Tanja 80% des Programms übersetzt hat. Schon ein paar Jahre her. Und jetzt ist Tanja schon unsere am meisten Beschäftigte. Aber ich würde es schon auf 20-30%. Kann man ja mit den Büchern sehen, wer übersetzt. Und wenn du jemand, das ist natürlich auch eine Zeitphase immer auch, das kommt auch damit.
was weiß ich, Rossi Schreibe als Beispiel, die macht das ja beruflich mit dem Verlag, mit allem seit ihrem 30 Jahren oder 25, 30 Jahre. Und die hat auch von uns schon mehr gearbeitet und weniger gearbeitet. Ja, aber was ist? Schreiber, Leser, der Sohn übernimmt den Dings, den Verlag. Was macht Mama? Geht Mama jetzt mehr eigene Wege oder unterstützt sie mehr den Sohn? Das heißt, auf einmal stellst du fest, ja, sie hat mal wieder ganz viel für uns gearbeitet und dann wieder mal ganz wenig. Und dann hörst du irgendwann, ja, ich habe was anderes aufgebaut. Also da ist Zusammenarbeit, sollte man jetzt nicht so verstehen, dass man sich irgendwie bindet, sondern das ist einfach nur, das ist ein Kontakt. Es ist auch immer, ist ja auch eine Sache des Termins, sind sehr viele. Klaus Jürgen, ganz, ganz aktuelles Beispiel. Ja, Asterix. Der hat ja bei uns jetzt mit Dan Cooper angefangen und der hat mir das am Anfang schon gesagt, ich steige irgendwann im Frühling aus und ich steige erst im Herbst wieder ein. Er sitzt 6 Monate an Asterix. Und jetzt erst gerade, jetzt ganz aktuell wieder, hat er gefragt, wann sein Wiedereinstieg denn von uns geplant ist. Und da habe ich gesagt, naja, entweder nächste Woche, weil wir wieder den nächsten Produktionsplan haben, oder weil er Dan Cooper ja 2-monatlich kommt, oder in 2 Monaten. Und dann habe ich gesagt, naja, nächste Woche kann ich. Und dann habe ich gesagt, es ist schon entschieden. Weil er halt noch einmal den Asterix auf den Tisch kriegt, weil er den ja 5 oder 10 Mal übersetzt, bis er abgenommen ist. Ja, das der, heißt, der auch noch andere. Der arbeitet ja auch für den Egger, das weiß ich, da macht er ja auch Sachen. Hat er ja auch Projekte, die auch ruhen wegen Asterix. Ja, und so ist halt, das hat er aber gleich gesagt, hat gesagt, das ist logisch, das ist sein, ich gehe davon aus, dass der auch letztendlich dort mehr verdient wie bei uns, bei Asterix. Ich mag ganz stark. Aber ich würde es auch nur auf, ja, aber ich würde es aber auch nur auf Asterix ist. Ja, ich würde es aber nur auf Asterix nur beziehen, Asterix, weil wir zahlen eigentlich relativ viel. Also wir zahlen über dem Durchschnitt. Das ist schon. Weil man muss dazu sagen, die Branche, das ist schwer zu sagen, ob da eine Branche, kann man das als Krise beschreiben, nicht, aber es muss überall, ich nenne es mal, konsolidiert werden. Muss überall ein bisschen gestrafft werden, muss reagiert werden. Und wenn ein Verlag von bestimmten Büchern einfach nur eine gewisse Menge verkauft oder die Margen sind geringer, dann muss man halt auch überlegen, was macht man. Und die Branche, das hat nicht später veranlasst, sondern rundherum, die meisten zahlen weniger wie vor 10 oder 20 Jahren. Man kann es auch mit Produktivität auffangen, je nachdem. Ja? Ich will jetzt keinem Übersetzer sagen, arbeite mit Textbausteinen oder sowas, was weiß ich. Ich kann in die Köpfe von einem Übersetzer nicht reinschauen. Aber in jeder Branche kann man heute schneller arbeiten wie vor 10 oder vor 20. Das ist schon so ein Wettbewerb da noch, ja klar. Wenn ich jetzt mal einfach vom Comic weggehe oder generell über meinen Beruf an sich, ich kann, wenn ich dieselbe Art und Menge von Büchern noch machen würde wie vor 20 Jahren, könnte ich ja heute nirgends von leben. Man muss einfach mehr Bücher produzieren oder produktiver an sich sein. Ja, das ist überall so. Zum Abschluss noch eine kleine Schnellfragerunde in Bezug auf die Zukunft. Ist das jetzt die zweite Schnellfragerunde? Das ist die zweite Schnellfragerunde und die abschließende für heute. Gute Nacht, Martin. Gute Nacht. Die nahe Zukunft. Auf welche neuen Publikationen können sich die Leser denn freuen? Das ist ja unser Problem, dass wir traditionell, also neu im Sinne von verraten, machen wir ja nicht, weil wir haben ja unsere Präsentationstermine für den Katalog und der letzte ist ja erst nicht so lange her präsentiert worden. Und darauf vielleicht mal so, ein oder andere Highlight. Weil nur für die Zukunft, also wie gesagt, wir sind an dem Bereich der Konzeptserien dran. Wir wollen im Prinzip auch das aufbauen, weil wir da mehr oder weniger jemandem auch einfach so monatlich oder zweimonatlich sein Comicalbum geben können. Und da sind wir eigentlich relativ aktiv und versuchen das also zu steigern. So, was möchte ich empfehlen? Also von dem, was jetzt neu ist, wo man also quasi, wenn man, sagen wir mal, das letzte Vierteljahr nicht hingeschaut hat, nicht kennen dürfte. So, was würde ich empfehlen? Also ich fange mal an. Nicht mehr ganz neu, weil schon 2 Monate, 3 Monate auf dem Markt, wäre Sankre. Als Beispiel, weil das einfach letztendlich einen Bezug nimmt zu dem, wo wir herkommen, nämlich Schiffbring von Etak. Das ist im Prinzip unsere Serie, mit der wir damals gestartet sind, als Science-Fiction-Serie und war mindestens 2, 3 Jahre unser Bestseller. Und wenn man da jetzt irgendwelche Querbezüge sucht, wäre also was weiß ich, eben wir haben vorhin über Valerian Veronique oder über das Lovecraft-Universum bei Carlsen gesprochen, dann ist das im Prinzip die Serie, die eigentlich, wie soll ich sagen, sehr, sehr gut erzählt, sehr viel Science-Fiction drin, sehr viele Ideen drin, sehr ausgereift ist, also auch einfach handwerklich gut erzählt ist und von der wir uns jetzt als Serie für die nächsten 5 oder 10 Jahre einen Longseller erwarten.
So, was haben wir da dazu? Dazugestellt haben wir, oder wo gehen wir hin? Also wenn wir jetzt im Serienkonzept, würde mir dann einfallen, also was wir auf jeden Fall fortführen, was sehr erfolgreich ist, ist das Ganze, was wir von Sherlock Holmes haben. Mhm. Wir werden immer bei Sherlock Holmes zugreifen, was wir kriegen und bringen. Wir machen jetzt einfach in den nächsten Monaten immer mit Leo weiter im maximal 2-Monats-Turnus, sogar teilweise schneller. Das hängt jetzt mit zusammen, immer wenn wir Neustarts machen, machen wir, auch weil wir vorhin über die Konzepte gesprochen haben, wir versuchen jetzt immer monatlich einzusteigen und dann erst auf 2 Monate zu gehen, damit man halt Band 1 und 2 sehr schnell hat. Was wir schon immer so wollten, wir haben ein bisschen auflaufen lassen, damit das am Anfang schneller geht. Das Leo-Universum wird also in jedem Fall gepflegt und wir werden weitere Leo-Titel bringen. Es wird ja auch die Diskussion geführt und es gibt ja auch einen anderen Verleger, der immer noch was von Leo plappert, von oben bis unten. Also wir haben alle Leo-Lizenzen und was von Leo dann erscheint, reißt auf gut Deutsch irgendwann mal alles. Da, ich kann jetzt kein, weil das Universum ja noch so groß ist, was kommt, kann ich jetzt keinen Termin sagen. Aber wer jetzt bei uns sieht, dass wir irgendwo, ich wüsste jetzt nicht, wo steigen wir denn aus, wir sind jetzt bei Ferne Welten, sind wir dann durch, ja? Als Beispiel. Das dauert nicht mehr lang. Sind wir ja in Aldebaran eingestiegen. Also sage ich mal, wer ein bisschen sich auskennt, der müsste eigentlich schon wissen, dass im nächsten Katalog Betelgeuse stehen muss und auch wird. Damit habe ich schon eigentlich wieder den Vorhang verraten. Ah, gut. Na ja, gut. Exklusiv bei uns. So, gut. Weiter pflegen. So, wir haben im Prinzip ein, wir wollen ja immer auch die, das ist halt ein langsames vor sich hin kleckern, die deutschen Künstler, aber wir haben nach jetzt Grün, das ist die Science-Fiction, auch eine Science-Fiction-Serie, nach Grün von Deutsch, also wir haben den Gambit ja gerade gestaltet, ganz brandaktuell, als Funny mit deutschem Team, dann haben wir Grün und jetzt haben wir schon die nächste zugesagt, ich glaube auch Vertrag ist unterschrieben, weiß nicht, aber wir haben sofort Ja gesagt und die Künstlerin will es bei uns sehen und das ist dann auch wieder fix. Also das heißt, wir steigen auch nicht aus deutschen Künstlern aus und bringen das und jetzt bezogen auf den, der jetzt das Programm nicht kennt, das wäre zum Beispiel mal Grün, einfach wer Made in Germany und mal was anderes lesen will. Ich sehe es ein bisschen so in der Tradition von Möbius, das Artwork und der Erzählstil. So, Leseprobe haben wir dann irgendwann mal online, wenn wir halt in diesen Produktionstermin kommen. So, wo sind wir denn? Was haben wir neu gestartet? Exo haben wir gestartet, gell? Und parallel, 2 Science Fiction. Ja, Exo. Exo sagt eigentlich auch schon den Namen, was ist parallel auch, parallel und ja, Exoplaneten, was weiß ich, das ist also eigentlich, also ich habe die Geschichten ja selbst dann teilweise eben noch nicht gelesen, aber was man da erwartet, ist klassische Science-Fiction. Wir steigen ja in jedem Fall komplett immer weiter in die Dings, in die Samurai-Legenden ein, also wir machen das Asiatische als festen Bestandteil. Samurai-Gesamtausgaben, Samurai-Legenden, Ski als Parallelgedanke. Asiatisch. Was machen wir noch? Es ist keine Entscheidung mit Bob Morane, den neuen Bob Morane jetzt den alten zu bringen. Wenn das jetzt jemand erwartet, ist diese Entscheidung noch ganz offen. Lizenzgeber würde das gerne bei uns sehen. Aber wir wissen darum, dass das halt auch, das ist eine Serie, die über 60 Jahre gegangen ist und die halt auch in Deutschland so viel Tradition doch nicht hatte. Nur sehr kurz und halt 4, glaube ich, Zeichnerwechsel drin hat. Da sind wir so sehr vorsichtig. Vielleicht machen wir sowas dann mal wieder zu irgendwelchen Sonderalben, aber die gesamte Reihe komplett würde ich jetzt mal sagen. Nur weil viele Leute auch jetzt dann immer denken, wenn sie machen den neuen Popperin, dann müssen sie den alten auch machen. Die alten Knacker geht weiter, habe ich gesehen. Die alten Knacker sind jetzt, ja, genau, neue Titel. Haben wir gerade online gestellt vor 3-4 Tagen. Oder 4? Das ist der 4. Band jetzt. Zweiter Zyklus, ne? Oder? Oder ist das, oder also ist das so in dem Sinne keine Zykluseinteilung? Nee. Also ich meine, ich weiß nicht, was im 4., wenn es jetzt storytechnisch nicht, aber es ist nicht so als Konzeptzyklus. So, ja, okay. Nein, also das ist es nicht. Da gibt's noch ein, da habe ich das gesehen mit diesem doppelten Buch, gell? Buch übereinander gelegt, oder? Im Katalog, im Online-Katalog? Da gibt es die Geschichte von der Tochter von dem einen.
Ja, der Wolf. Mit den das mit ist das Theater. Ja. Also wer die Geschichte kennt, das ist ja auch nichts als ein Insider-Gag in dem Sinn. Also in dem Comic taucht im Prinzip dieses Puppentheater auf und dieses Puppentheater hat ja auf der Bühne, wie es da stattfindet, eine Geschichte und diese Geschichte haben sie zu einem eigenen Comic gemacht. Mhm. Und das macht die Tochter. Das ist aber auch einer dieser freigeistigen Grenzgänge, weil es ist ja eigentlich mehr ein Bilderbuch. Ah, okay. Das ist also schon 90% Bilderbuchcharakter. Es ist halt einfach von einem Comic-Autor gemachtes Bilderbuch. Ah ja, warum nicht? Also deshalb bleibt der Bezug und weil es natürlich auch von einem unserer Bestseller ist. Und er hatte damals auch schon auf der Messe gefragt, ich mache da noch sowas, habt ihr Interesse? Und das hat ja gesagt. Mhm. Und dann haben wir uns halt natürlich die Haare gerauft, dass es kein Comic wird. Aber nein, wir wussten von Anfang an, dass es was anderes wird. Nee, das sind so diese freigeistigen Dinge. Mhm. Weil einfach, wir wissen ja auch, ich will jetzt den Zeichner ja nicht niedrig halten, aber wir wissen natürlich, das Besondere ist bei den alten Knackern einfach auch mal das ganze Universum, die Idee, das Konzept der alten Kerle, wie die da ihre Revolution starten, da ihren Generations- und Zeitkonflikt, den die austragen. Und das ist ja so, eben das ist so ein Buch von 8 bis 80 oder was. Das merken wir in der Resonanz. Wir sind ja bei 10.000 der Auflage angekommen, haben vierte Auflage. Also, echt? Ja, das ging ja vor allem, war letztes Jahr, also von vorletztem auf letztes, wie es losging, unser schnellstverkauftes Buch in den ersten 9 Jahren. Mhm. Wir hatten die erste Auflage verkauft, wo gerade der Drucktermin abgelaufen war für die zweite. Deshalb war das ganz kurz nicht lieferbar. Also wir hätten theoretisch 2 Tage vorher wissen müssen, dass wir schon wieder, weil muss man Papier bestellen als möglich. Das heißt also, mit 4 Wochen Vorlauf für den Folgemonat war das nach 5 Tagen oder 6 Tagen war das weg, die Auflage. Mhm. Das haben wir vorher noch nie erlebt. Und die zweite Auflage war dann noch 2 Monate oder was schon wieder weg. Aber da haben wir dann, das merkt dann keiner mehr draußen, weil da wussten wir es, haben die Zahlen beobachtet. Und es war, glaube ich, der erste Titel, wo wir auch wirklich die Auflage erhöht haben. Mhm. Normalerweise geht man ja in der Nachauflage dann konservativer ran. Und da haben wir sie mal glatt weg verdoppelt. Deshalb hat es ja dann 2 Monate gehalten. Gut, aber jetzt hat sich es normal eingependelt. Ich weiß nicht, ob da jetzt den nächsten Band braucht oder mal irgendwie eine. Ich glaube einfach, das ist insidermäßig weitergegeben worden und das ist jetzt, sagen wir mal, so abgeschöpft. Aber das ist in jedem Fall ein Erfolgstitel. Mhm. Also knapp an die 10.000 Verkaufte. Ja, freut mich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. So, willst du konkret fragen? Oder was? Also was ich empfehlen kann jetzt aktuell, also wir reden jetzt aktuell von jetzt kommt, also jetzt zum Beispiel jetzt in ich habe jetzt gerade die Bindefreigabe in ein paar Tagen irgendwann mal, die Adoption zum Beispiel. Aha, ja. Ein wunderschönes Comic. Mhm. Also man muss mich einfach dran verlegen. Der Titel ist Programm. Es geht darum, eben aus einem Konfliktgebiet im Süden ein Kind zu adoptieren und in die moderne westliche Welt oder in die nördliche, von da aus gesehen nördliche Welt, also nach Europa zu bringen. Das ist natürlich eben kein deutscher Comic, ist ja auch ein franko-belgischer Comic. Mhm. Aber einfach so diesen Konflikt und das ist dann teils politisch, aber sehr viel eben auch emotional und passt halt in diese moderne Welt, aber ist ja vor allen Dingen jetzt nicht, da ist nichts dahinter, keine Moralkeule oder keine politische Auftrag oder irgendwas, sondern einfach, und das ist halt aus der Sicht des Großvaters beschrieben, dem seine Kinder tun ja das kleine Mädchen von, ich glaube 4 Jahre ist halt 4 Jahre, das adoptieren, aber die besondere Beziehung baut sich dann eben zwischen dem kleinen Kind und dem Großvater auf. Mhm. Und die wird auch erzählt, also es ist nicht so, dass die Eltern keine Beziehung hatten, aber die Geschichte erzählt, also der Großvater und der wird dann mit diesem Kind konfrontiert. Also das ist halt einfach jemand, der dann logischerweise seine Jugend wieder entdeckt, der Großvater. Das ist das Schöne, also eine absolute Empfehlung, dass, wenn man da schon nur die Bilder anschaut, kriegt man ein weiches Herz. Gut. Oder hast du noch? Naja, man kann für jeden. Ja, man kann über jeden was sagen. Kann man aber sagen. Ja, wir wollen ja so ein paar Highlights mal rausgehen. Welche Serienfortsetzung wurde denn am meisten erwartet von den Lesern? Kannst du da was sagen? Erwartet im Sinne von, dass nichts kommt und dass man mit der Wartezeit warten, im wörtlichen Sinn? Oder erwartet, dass wir die meisten Anfragen haben? Genau, oder? So in der Richtung. Im Moment sind wir ja in der glücklichen Situation, dass eigentlich alles, was, wie soll ich sagen, relativ schnell läuft, relativ schnell auch kommt. Also wir haben eigentlich ganz wenige Anfragen,
die uns jetzt drängeln, weil wir uns selbst halt drängeln. Ja? Das heißt, wir sind ja teilweise, wir hatten mit Sicherheit schon 3 oder 4 Titel dieses Jahr, wo wir vor dem Franco-Belgien erschienen sind. Ja? Mhm. Also das heißt, wir sind dann schon so dran, dass wir sagen, habt ihr Daten, schickt uns Daten, dass wir die deutsche Ausgabe sogar vorher auf dem Markt hatten. Ich denke, Undertaker ist auch so ein Fall, der bestimmt erwartet wird. Da muss jetzt, glaube ich, der dritte noch kommen, gell? Okay. Und dann. Ja, aber nicht so, dass du jetzt irgendwie so einen Druck, einen Leidensdruck drauf wählst. War nicht, das war keiner so. Weil ich weiß, ich kenne es durchs Ebo halt, ist es schon ein halbes Jahr durch oder so. Da wundert es mich eigentlich, dass das relativ lang braucht, bis der dritte dann hier kommt. Deswegen. Ja, aber das ist nicht. Lachen nicht an euch, das war produktionstechnisch normal. Na ja, gut, es ist ja so, wenn du jemanden, also sag mal, du hast jetzt ganz viele, wir reden jetzt von den Büchern, wo einfach eins in einem Jahr kommt und du ziehst das 6 Monate vor, dann musst du automatisch danach eine Lücke von 6 Monaten mehr machen. Ja, klar. Das heißt also schon, wir ziehen das dann schon, aber wir ziehen es nicht so, um die Leute extra lang warten zu lassen, sondern um natürlich den nächsten Band vorzugedenken für den Termin, also um den Abstand halt gleichmäßig zu halten. Das ist ja dann kein Verzögern, sondern das ist eigentlich der normale Turnus. Dass wir am Anfang, wie gesagt, das ist aber ein Grundkonzept, das fahren wir schon immer, dass wir am Anfang, wenn wir eine Lizenz, aber dann kündigen wir sie in der Regel auch nicht so schnell an, dass wenn wir eine Lizenz einkaufen, dann sagen wir, gucke mal, auch jetzt in Frankreich, ob überhaupt ein zweiter kommt, auch das ist ja schon geschehen, dass es dann nicht passiert und dann kommt man eben in diesen Zugzwang und deshalb sagen wir, lass mal den zweiten schon mal erscheinen und dann kündigen wir an und dann ist vielleicht auch der dritte schon und dann hat man vielleicht, wenn man jetzt noch nicht Insider ist, das Gefühl, Band 1 kam, Band 2 nach 4 Monaten, Band 3 nach 8 Monaten und jetzt muss ich zum 1 bis 2 Jahre warten. Mhm. Aber in Wirklichkeit hat der Künstler halt eben immer 1 Jahr gearbeitet. Mhm. Das ist dann halt im Prinzip, aber das ist Gefühl, das ist, aber da fragen auch jetzt nicht viele danach. Wo wir immer wieder gefragt werden, ist ja wirklich die Titel, ist ja schon so lange her, dass ich schon gar nicht mehr weiß, wie mit dem Chris und den Atalante? Nee, den anderen, den welchen? Länger zurückliegend? Naja, 8-9 Jahre. Der ach, der mit den ägyptischen Göttern. Ja, ja, ja. Ach, nee. Wie hieß er denn? Das ist schon selbst der Name. Ja, ja, ich weiß es. Da gab es irgendwann mal vor 3 mal. Jahren einen Druck. Ja, da gab es einen Druck drauf. Da haben die Leute gefragt und gesagt, ja, der Künstler hat gesagt, nächstes Jahr macht das, nächstes Jahr. Es war nicht immer gelogen, sondern wir haben immer angefragt und kriegen ja auch irgendeinen Termin, aber halt mit dem Beisatz unverbindlich. Das geben wir auch so weiter. Wir wollen ja kein Betrügen sagen, ja, unverbindlich nächstes Jahr. Aber die Antwort heißt immer nächstes Jahr, egal wann du ich fragst. Ich glaube, das ist jetzt Ishanti. Ishanti, ja, genau. Ja. Man muss sich wirklich, ja, man hatten ja, ein Jahrzehnt her, gell? Ja, und so würde ich das ungefähr titulieren, 10 Jahre. Gibt von den neuen, relativ neuen Titeln, gibt es jetzt einen, den ich jetzt persönlich mir geholt habe, der mir gefallen hat, wo ich halt gesehen habe, dass leider in Frankreich auch noch nicht weiterging. Das war der Erlöser. Die sind nicht zufrieden mit den Verkaufszahlen da drüben schon, ja. Ja, das ist eigentlich schade, weil der hat mir recht gut gefallen. Den habe ich auch so ein bisschen weiterempfohlen hier, aber. Wir haben den, weil er ja auch schlicht und einfach Lago Winch-Charakter genau, hat. Ja. Visualisierung, der Erzählstil, die Story, alles hat so ein bisschen diesen Ansatz. Recht flott, ja. Und ist ja sogar mehr oder weniger so ein bisschen davon auch geklaut, von den Ideen. Also die Grundstory da mit dem Typ, der Geld hat und der, was sich das einsetzt. Also schön, wie er den Zuckerhut umgebaut hat, das hat mir gut gefallen. Ich war ja schon da unten in Rio. Ja, also wir haben uns da. Sehr lustig. Das ist halt immer schwer, das ist konzeptionell richtig gemacht, wir haben da sehr hohes Vertrauen drin, ist auch gut erzählt, aber vielleicht ist es dann so, ich habe ja vorhin das erzählt mit diesem Besser-Beste oder Original, vielleicht wollen die Leute einfach dann nur immer das Original haben, vielleicht warten die auf den nächsten Lago Winch 2 Jahre, weil das ist ja unser Ansatz, wer Lago Winch 1 Jahr wartet, kann den Erlöser zwischendrin lesen. Ja. Mhm. Also ich würde mich wundern, du hast ihn ja gelesen, jetzt hast du gesagt. Ja, ja, klar. Ja. Das ist wie Lago Winch. Ja, also ist ähnlich, ja. Also der Lago Winch-Leser dürfte. Der fühlt sich da zu Hause, wenn er sich natürlich. Ja. So, und so ist das auch angesetzt. Ich habe nicht gelesen. Aber du hast gerade 10 Jahre gesagt. Nochmal, da schließt sich ein bisschen der Kreis. Wo willst du, oder wo wollt ihr denn die nächsten 10 Jahre hin? Doch. Also, hallo, denkt halt, dass ich meine letzte S-Bahn noch kriegen muss. Ja, ja, Moment, ganz schnell also, nur. Ja, wir haben also vor 2 Jahren das Nicht-Mehr-Wachstum ja beschlossen, dass wir sagen, ja. Später ist halt einfach auch aus der Struktur, es geht aber um die Struktur, nicht um den Markt. Wir machen keine Marktanalyse mit. Ich glaube nach wie vor, dass man nie in dem Feld, wo wir reden, von der Marktsättigung reden kann. Das ist einfach,
Man hat gewisse Märkte nicht erreicht, aber gesättigt ist da gar nichts. Ich glaube, man kann dreimal so viele Alben in Deutschland verkaufen wie jetzt, aber es ist ein, wir haben das vorhin mit den Flüssen gesagt, die Flüsse, die Wege sind halt da versperrt, aber eine Sättigung ist was anderes. Mhm. Sättigung ist, wenn praktisch jeder schon sagt, geh mir gehackt, ich habe überall die Bücher daheim rumstehen, das ist Sättigung. Und das haben wir nicht, von so einem Markt reden wir nicht. Wir wollen nicht wachsen, wir sind aber die letzten 2 Jahre, habe ich ja gesagt, einfach Programmerfüllung sehen, fortlaufen, alles Mögliche, sind wir doch immer noch gewachsen. Wir sind auch und müssen auch wachsen in dem Sinne, weil wir noch nie so viele Personen waren. Wir sind jetzt 7 Leute, die feste bei uns arbeiten und 3 bis 4, die eigentlich mehr oder weniger Fulltime arbeiten, also 10 bis 11 Leute ernähren. Das heißt auf gut Deutsch, wenn der Markt so ist, also zum Beispiel, das ist ja der Effekt des Marktes weltweit, aber auch er geht in die Breite, müsste man vielleicht auch wieder 2, 3 Titel mehr machen, um halt bestimmte Klientel zu erfüllen, weil man sie ja sonst nicht erreicht. Aber das wird keine Revolution sein. Also da passiert nicht viel. Das heißt also, von außen gesehen würde ich sagen, ongoing. Ja. So, und jetzt über 10 Jahre, naja, wir sind ein Familienunternehmen. Ja. Das betone ich die letzten 1, 2 Jahre, weil auch das muss man ja einfach sehen. Wir waren 2 Familien. 2 Familien mit Ehepartnern und Kindern. Und haben gesagt, wir machen Comics. Ja? Also wir haben schon immer Comics gemacht, aber wir machen jetzt einen Verlag. So. Was ist daraus geworden ist, ist eine Firma. So, eine Firma, die Macher werden älter, die Kinder werden älter. Wir hatten, und ihr alle kennt ja eigentlich mehr oder weniger unsere Familie, unsere Kinder oder was weiß ich. Unsere Kinder waren noch vor 3, 4 Jahren auf jeder Messe dabei und immer Gewehr bei Fuß und was weiß ich. Naja, und tatsächlich ist es so, dass also wir haben zusammen 3 Kinder, ja, also Dirk und ich und Ilja und jetzt? Ich und herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich irgendwie andersherum formulieren. Also Dirk und du habt 3 Kinder. Genau. Gut. So. Ja, ich betone, weil... mit unterschiedlichen weil Frauen. Das ist schon mit 3 unterschiedlichen Frauen oder so. Nein, sind nur 2. Jetzt wird es albern hinten raus. Ja, gut. Okay. So, ja. Und ich habe das Gefühl, dass es bei allen 3, die sind jetzt ja volljährig, also sind alle 18, 19, 20, 21. So, und aber jetzt da ist hier. Der Führerschein. Nein, hier, ja, ich weiß jetzt nicht, der Robin ist jetzt 18, 19, 20, 21. Ist das geil. Ja, war nicht schlecht, ne? Jeder von den Kindern hat und macht gerade den Führerschein oder hatten schon. Jeder hat im Prinzip seinen beruflichen Weg. Jeder hat schon diese Entscheidung getroffen, sich zwar für sowas wie Comics zu interessieren, aber dann doch keinen Comic-Verlag zu machen. Und wir können ja jetzt nicht hingehen und können das, wie soll ich sagen, das ist keine Erzwingungsstruktur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann man jetzt auch nicht 5 oder 10 Jahre warten. Das heißt, wir, das ist ja das, was jetzt stattfindet, wir transformieren das jetzt mehr so als allgemeines Unternehmen. Das heißt also, was jetzt vorher an die Kinder delegiert wäre im Familienbetrieb, dafür stellen wir jetzt Leute ein. Das ist eine unterschiedliche Herangehensweise. Das heißt, es könnte theoretisch, wenn die Transformation gelingt, das ist etwas, was sehr in die Zukunft geht, also wirklich eben auf die nächsten 10 Jahre, dann könnte aus Splitter eine Firma entstehen, die ohne uns auch existieren kann. Weil wir ja irgendwann mal in Rente gehen. Er soll denn deine Arbeit machen, das glaube ich gar nicht. Wer soll das machen? Naja, es gibt schon. Brauchst du auch einen, der kreativ was drauf hat? Und, naja. Ja, mehr ist ja auch sehr stark in die Zukunft, was in 10 Jahren ist. Nur es geht ja darum, diese Transformation ist etwas, die betreiben wir jetzt ganz gemütlich. Wir suchen Partner, Leute, deshalb haben wir auch die Zusammenarbeit mit anderen gesucht, weil wir immer noch glauben, dass das halt Luft lässt für Entscheidungen, ja, dass man also sagen kann, man kann ja sowas nehmen jetzt wie comic.de als Plattform, wenn wir sagen, wir haben 2, 3 Partner, dann kann der eine sich auch mal mehr oder weniger einbringen, das gibt einfach immer Luft zum Atmen und dann kann man so Transformationen halt auch leichter machen, weil jetzt wird es ja immer an uns hängen. Das ist aber jetzt praktisch nur der Weg, wo wir hingehen. Wir transformieren uns zu einer normalen Firma. Aber wir sind es noch nicht, ganz bestimmt nicht. Und wenn jetzt Dirk und ich aussteigen, dann würde Splitter im Prinzip einfach aufhören zu existieren. Das ist halt die Wahrheit dahinter. Das ist eine Familie. Jeder Bäckerbetrieb, jeder Handwerker, jeder was weiß ich, jeder so und so Laden, Schneiderei so und so, was weiß ich, wo die Familie arbeitet. Na, wir haben vielleicht Auszubildende, aber das ist hier ja nicht so einfach. Also Steffen und ich übernehmen das dann, okay. Überredet. Es gibt auch Leute, die es dann übernehmen würden, das glaube ich schon. Aber es ist halt die Frage, wie soll ich sagen, wir haben einen Wert, also wir haben über die Unternehmensbewertung ja auch schon nachgedacht bei sowas, weil man ja sowas auch gefragt wird. Also je professioneller wird, es wird ja
man hat Kreditrahmen, man hat eine Unternehmensbewertung, steuerlich, man muss ja auch die Zukunft versteuern mittlerweile zu Unternehmen. Wir müssen ja auch Steuern zahlen, wenn wir Verluste machen. Das ist ja das Groteske in so einer Situation, dass eine Falschbewertung des Unternehmens zu völlig falschen Entscheidungen fallen kann. Und dann entsteht daraus die Situation, dass wir so eine Unternehmensbewertung halt auch haben. Jetzt ist ja so, wenn wir mit Berufskollegen reden, dann sind wir sehr viel wert. Wenn aber jemand, ich sage jetzt mal, wenn jemand im Lotto gewinnt und sagt, ich will Splitter haben, dann hat er mit Sicherheit Bingo, weil er hat im Lotto Geld gewonnen und morgen hat er einen Verlag und hat, kannst du nicht genau sagen, aber um die 35.000, 40.000 Kunden. Wir haben ja, weil es wird ja immer so von 2.000, 3.000, wäre vielleicht auch noch was, wo ich vielleicht 2.000, 3.000 Sätze sagen, wir haben von 2.000, 3.000 Comic-Lesern geredet oder so. Das ist ja eine völlig unsinnige Zahl, weil das ja nur auf eine bestimmte Serie zutrifft und nicht auf den Markt als Ganzes. Ja. Und das heißt, er kann etwas aufkaufen, wo er sich 10 Jahre Arbeit, Aufbauarbeit spart. Ja. Wenn aber jemand jetzt im Millionenbereich Geld gespart hat mit Arbeit, dann wäre der Weg wie wir oder wie andere. Einer hätte 20, 30 Jahre lang 2-3 Millionen, um dann eine Firma zu kaufen, um was zu haben, viel arbeiten zu müssen, das ist unwahrscheinlich. Ich arbeite nicht 30 Jahre in meinem Leben, um mir Arbeit zu kaufen. Also das hat dann mit dem Unternehmensbewertung nichts zu tun, sondern was kauft er denn eigentlich? Also mit dem Inhalt, er kauft eigentlich Arbeit, weil der Wert der Firma ist nichts wert, wenn du nicht arbeitest. Das ist das Besondere. Wir haben ja im Vorfeld, wir kaufen ja Lizenzen, wir haben ja sehr viele eben fiktive Produkte und die haben nur einen Wert, wenn wir sie auch produzieren. Also wir waren ja vorhin bei diesem Alltag, wie ist der Alltag täglich? Ja? Wenn wir den nicht erfüllt, kommt kein Buch, kommt kein Umsatz. Das ist also eine, also da glaube ich eher, dass mal eben, oder halt ein anderes Unternehmen, ich meine, es kann uns ja einer unserer Konkurrenten. Aber wenn ein Verlag dann das abkauft, der schlachtet es ja nur aus, also da ist dann das Herzblut weg und dann gibt's. Wir haben schon darüber kolportiert, ob Carlsen uns mal kauft. Irgendwann mal Carlsen würde seine Marktführerschaft, die sie verloren haben, sofort wieder. Zack. Dann ist das so eine Entscheidung. So einfach ist es. Also das kann schon fallen. Aber dann muss praktisch, das Geld kommt dann nicht aus jemandem, der das eben, wie gesagt, über Jahre erarbeitet hat, sondern das ist einfach dann da. Aus irgendetwas. Harry Potter ist wieder gut gelaufen und wer weiß nicht, wohin mit den Millionen, dann wird so eine Entscheidung strategisch richtig, das ist eine strategische Entscheidung dann. Ja. Und wenn ich das noch sagen darf mit den Kunden und Lesern, weil ich da sehr viel, weil da sehr viel drüber geredet wird, wie viele Albenkäufer es gibt und wie klein der ist. In der Zack-Diskussion war es nämlich ja auch wieder, ging es um Zack und was weiß ich. Es ist definitiv so, du erreichst heute, wir reden jetzt vom Buchgeschäft, nicht vom Kiosk oder was weiß ich, was ja auch kein Geschäft mehr, in dem sie klassisch sind, also nicht mit Comic-Inhalten. Aber du erreichst heute, dem Thema dem Magazin getan, du erreichst heute aktueller Status, die meisten Leser über den Albenmarkt. Unsere festen Kunden, da rede ich jetzt von unserem Kundenstamm, liegt irgendwo zwischen 30.000 und 40.000. Unsere Käuferzahl liegt weit über 100.000. Wir haben über 100.000 Kunden, die Splitterbücher gekauft haben in den 10 Jahren. Dass manche in 10 Jahren nur ein Buch gekauft haben, das ist eine andere Geschichte. Das ist kein Dauer, kein. Aber wenn du, weil das Zack ja immer der verglichen wird mit dem alten Zack, wenn man also sagt, damals gab es ja auch 100.000 Käufer, die gibt es heute auch. Aber es ist eine ganz andere Struktur, über die wir reden. Damals hatte man ein Magazin, das kam wöchentlich in der guten Phase und hat 100.000 Kunden in der Woche. Die Woche drauf, was heißt die Woche drauf? Der Tag drauf. Der Tag, wo das Neue kam, war das Alte weg. Bei uns kauft man 1.300. Also wir sind 10 Jahre Zack-Magazin und von der Nummer 1 bis zur letzten gemachten alle noch da, alle am Kiosk. Also wenn du heute theoretisch ans Kiosk gehst und kaufst dein 70er-Jahre-Zack-Magazin, dann ist alles, was der Verlag damals gemacht hat, da. Das heißt, wir haben eigentlich nur einen unheimlichen Wechsel innerhalb des Systems. Aber wir haben ungefähr dieselbe Käuferschaft in der Breite wie damals. Aber mehr Arbeit, weil mehr Titel. Wir machen dafür viel mehr Titel, haben viel mehr Arbeit. Aber das ist auch wiederum, das ist auch ein Systemunterschied, weil man ja damals also auch gar nicht anders machen konnte. Man hätte damals so einen Verlag wie heute nie machen können. Und heute geht das über die digitalen, sonstigen Geschichten natürlich. Es soll auch nicht den Vergleich darstellen. Es geht mir aber um den Markt. Der Markt ist ja die Betrachtung von außen. Ne? Von innen ist das quasi alles anders. Von außen hast du aber auch 100.000 Menschen
Und das ist ja nur Splitter. Ja, ich will das den anderen großen Verlagen nicht absprechen, dass die das so ähnlich haben. Natürlich gibt es da wieder ganz klare große Überschneidungen. Aber zu sagen, das hat man dann sehr häufig, der Albenmarkt ist 3000 Käufer groß, das stimmt halt nicht. Das ist eine andere Statistik, anders ausgewertet. Dass der durchschnittliche Titel verkauft sich, also ein gut gehender durchschnittlicher Titel verkauft sich mit Glück 3000 Mal. Aber es sind nicht 3000 Leser da, die jedes Buch kaufen. Genau. Ja, es ist einfach innerhalb des Systems ist ein Change. Das wechselst quasi die wie sagt man das, finanziell die Qualität gegen die Quantität oder sowas, kann man sagen. Es ist ja manch einer, der sagt, ich kaufe bei euch nur einen Titel im Jahr, aber eben für 39,80. So 39,80 sind ja schon, damals zack bezogen, ist ja fast ein ganzer Jahrgang, zack. Ja. Vom natürlich kann man jetzt 70er bis heute nicht 1:1 rechnen, aber so gedacht jetzt erst einmal. Ja? Und das ist wenn das kein Systemwechsel ist, was dann? Ja? Und deswegen ist der Markt so klein nicht. Es ist auch nicht das Problem, meiner Meinung nach, eben der Leser, den Leser zu haben, sondern der Verteilmechanismus ist das, wo wir geben. Also auch das vielleicht noch einfach nochmal immer zum Besten gegeben. Das kleinste Rad von der Idee bis zum Leser von dem Buch ist der Verlag. Er ist zwar das Zentrum, er präsentiert sich vielleicht auch als größtes Rad, aber der Verlag zieht für sich die kleinsten Positionen raus. Wenn ich also heute ein Buch für 10 Euro, wenn wir es glatt sagen, verkaufe, also herstellt von der Zeichnung, ja, über die Idee, über das Machen, wenn es jetzt Lizenzgeschäft, über die Lizenz, über das Drucken, über das Verkaufen, Vertrieben, Machen, Tun, bis hin zur Mehrwertsteuer, das sind wir im Cent-Bereich. Alle anderen sind im Euro-Bereich. Also lassen wir mal die Genese in einem Euro-Bereich sein, die Herstellung im 1- oder 2-Euro-Bereich sein, den Vertrieb im 1-2, der Laden im 3- oder 4-Euro-Bereich, der Staat im Euro-Bereich. Es sind 6 oder 7 Partner beteiligt. Der kleinste von allen ist mit Abstand der Verlag. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ja. Dann danken wir uns für die Zeit. Ich danke. Ist ja immer schön. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Jawohl. Dann was? Moment, was? Das war runtergedreht. Ja, jetzt nochmal. Tschüss. Macht's gut. Ja. Tschüss. Also auch tschüss. Okay. Genau. Comic Cookies sind eine Produktion der Comic Community. Schickt uns Kommentare im Blog, bei Facebook, bei Twitter oder als Audio über Audioboo. Wir freuen uns außerdem über jede Bewertung bei iTunes oder podcast.de. Alle Infos dazu und zu unserem Podcast findet ihr online unter podcast.comic-community.de. Vielen Dank.